Grüßt, ihr hört den Aufwachen-Podcast mit Thilo Arschgeige Jung und Stefan Schulz und Oberpappnase Jessen. Die waren früher mal besser. Der Aufwachen-Podcast Nummer 380 wird präsentiert von Sven. Dankeschön. If I would have the chance to ask my grandfather, the grandfather's generation, what do you think about today's Europe? I think they would answer the best Europe we ever saw. All over Europe, young people are taking to the streets because they fear for their future. And they turn that fear and the anger at the politicians not doing anything. They turn that fear and that anger into action. And we need to do the same. Les dirigeants européens parlent, mais ne s'attaquent pas aux vrais problèmes. Ils ne font pas face au réchauffement climatique. Ils ne font pas face à la précarité. Ils ne font pas face à la fraude fiscale. Jevi aixa in obi petra gemo vestretis dore udroponto sitiman meri gemi I vestra. It's important to show that we do change, and the most visible way to do it is to have a gender balance commission. The same number of men as the number of women. That reflects our societies. And I want to open the new chapter. I want to create optimism. I want to create future perspective for this European Union, for this great idea of a united Europe. It's not the deal we made. I need you with me if we're going to beat them, and we need to beat them if you're going to survive. We need to act because there is hope for a better future. And yes, it can be done, but it does need change and it does need courage. And it does need a strong force in the European Parliament that will fight for climate protection, for social Europe and for democracy. Not just in words, but also in action. Morgen. Guten Morgen. 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 Hallo. Hallo, guten Morgen. Vote in the European elections. Let your heart speak. Vote for the person or the party you believe will fix Europe's problems best. But vote. Never let yourself become indifferent. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It's good to stay in bed and ignore the talking heads. But you can sleep when you are dead, so wake up. Kommt hinzu, das gab starke Bilder. Das klingt jetzt sehr zynisch, aber natürlich ist auch das in einer Fernsehredaktion ein Thema. Sie sehen leider die Flüchtlinge seltenst ertrinken. Auch das ist jetzt ganz schlimm, das so zu formulieren. Aber wenn Sie Menschen ertrinken sehen, wenn das gefilmt würde, abgesehen davon, dass wir dann wieder mit der Würde des Menschen abwägen müssten, was wir davon zeigen, könnten Sie diese Dramen auch besser bebildern. Mhm. 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 Guten Morgen. Moinsen, Leute. Für den Fall, dass ihr zuguckt, ich bin ein bisschen abgehackt, keine Ahnung warum, aber wer weiß. Sieht doch irgendwie gelblicher aus, dein Bild ist auch gelblicher. Ja, das Bild ist heute irgendwie, wer weiß, keine Ahnung. Gut, bevor ich es vergesse, ich soll dich grüßen von, ihr habt euch nie getroffen bei der FAZ, weil er ist direkt nach dir gekommen. Ich glaube, ich bin gestern in der Presse beim Anwaltstag aufgetaucht und gleich der erste war Markus Jung, der an meinem Tisch gesessen hat vor der FAZ und hat freudig über dich berichtet. Also er wusste, wer du bist. Ja, nur Gutes. So ein Quatsch. Ja. Kenne ich überhaupt nicht. Du hast mir den Namen geschickt, ich habe ihn gegoogelt, der ist anderthalb Jahre nach mir zur FAZ gegangen. Es hört sich jetzt bei ihm so an, als ob das so aufeinanderfolgend war. Naja, außerdem hat er wahrscheinlich mit dem Feuilleton nichts zu tun. Der ist ja irgendwie, wenn er in der BBK sitzt. Nee, ist er ja auch nicht. Ist, glaube ich, irgendwie Wirtschaftstyp oder Recht. Ja, aber ich nehme Liebesgrüße natürlich gerne entgegen. Eben, wollte ich ja sagen. Ja. Und es gab aber auch vor Ort Leute, die uns hören, jetzt vielleicht gerade zuhören. Winke, winke. Ja. Was nochmal für eine Veranstaltung? Der Deutsche Anwaltstag. Der Deutsche Anwaltstag. Also. Ja, war sehr... Ja. Ich war nicht lange da, ich bin ja quasi hin, wieder zurück, hab keinen CO2-Verbrauch, naja gut, das was man mit der Bahn und mit der S-Bahn macht, aber ja, war ein, wie sagt man? Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Hm, ja. Sehr gut. Bei dir? Auch gut. es war die stressigste Woche bisher, glaube ich, dieses Jahr. Mhm. Semsrott
noch aufgenommen. Gysi haben wir schon veröffentlicht. Volt 90 Minuten. Ich glaube, Semsrott ist das Beste und Wichtigste dieses Jahr, in dieser Europawahl. Mhm. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Du warst ja von Sonneborn schon angetan, aber ich glaube. Ja. Und wusstest du, dass er Soziologie studiert hat? Wer? Ja, Semsrott. Semsrott, nee, wusste ich nicht. Finde ich natürlich gut. Eben. Finde ich natürlich gut, wobei es große Unterschiede in der Soziologie gibt, aber das ist egal in dem Fall. Ja, sehr gut. Ja. Ich sehe gerade, du hast hier Weber-Timmermans. Wollen wir es gleich abfrühstücken? Ja, mach mal. Es sind nur zwei kleine Clips. Gut. Weil ich dachte mir, ich hatte gestern wirklich vor, es zu gucken. Also nicht du, nur ich hatte auch vor, mir dieses Sechser-Ding mit Markus Preis anzugucken. Ja. Es war grässlich. Ja. Es war, weißt du, wenn du eine Stunde oder 90 Minuten mit sechs Kandidaten und drei Moderatoren füllen willst, dann denke ich mir, wozu hat Eurovision, ja, warum nehmen die nicht 5 Stunden Zeit? Warum nehmen sie sich nicht 2 Abende à 3 Stunden Zeit? Warum muss das alles? Ja, ich frage mich bei solchen Sachen, warum sie da nicht nochmal Wert drauf legen, das im Nachhinein nochmal irgendwie so zusammenzuschneiden oder so, keine Ahnung. Weil das, also ich habe gestern ZDF angemacht, Peter Frey hat moderiert, zusammen mit so einer österreichischen Kollegin. Peter Frey, unser Chefredakteur? Unser Chefredakteur. Und ich dachte mir so, okay, ich fange mal an mit der ZDF-Sendung. Ein Tag nach der großen ARD-Eurovisionsschose, weil da haben sich die Berater schon den ersten Durchlauf angeguckt. Da wurde ein bisschen gecoacht. Ja, das ist so. Es gab ja schon die Wahlarena mit Zichowitz. Vielleicht sollten wir uns die nochmal angucken. Die soll die beste gewesen sein. Naja, aber gut. Na gut, kann man ja machen. Wobei die Wahl ist ja jetzt schon am Wochenende, ne? Oder? Nächste Woche. Ja gut, dann haben wir noch Zeit. Ja, also ich dachte mir so, okay, ich guck mal in das am Ende fertig durchkomponierte Ding. So, ja, weil dann kann ich das vergleichen mit dem, was bei Preis auf der Bühne passierte und so. Ich habe sozusagen rückwärts geguckt. Ich bin allerdings nicht über die ersten 5 Minuten hinausgekommen und genau die gucken wir jetzt mal. Ich wollte nur sagen, ich habe mir das dieses Sechser-Ding auch nicht angeguckt, weil sie ja alle Englisch geredet haben, außer der Linke, der hat Französisch geredet, konnte wahrscheinlich sich besser ausdrücken, aber dadurch, dass sie alle Englisch reden und in so einem wirklichen Oberflächen-Englisch, ist das ja alles quasi nur eine PR-Sache geworden. Ich habe zwischendurch geklickt, das war alles nur PR, und we need this and we need that und Manfred Weber mit seinem ganz komischen Englisch. Ja, my grandfather, he would be proud of this Europe. Ja, das ist ein sehr deutsches Englisch. Das war auch mein Eindruck gerade von Franziska Keller, wenn Ska Keller. Oder ist es beides richtig? Naja, sie heißt Franziska und nennt sich Ska, also Franziska Keller. So steht sie jedenfalls auf meinem Wahlzettel, den ich dann bald bekomme, übernächste Woche, wie ich jetzt gerade erfahren habe. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Also wenn es nicht die eigene Muttersprache ist, aber man trotzdem geübt ist, sich es also zutraut, auch in so einer Situation Englisch zu sprechen, bereitet man die Sätze noch ein bisschen besser vor. Und das ist natürlich hinderlich für so eine politische Situation, in der das Publikum einfach wirklich wissen will, wer spricht da. Also das haben wir ja von Donald Trump gelernt, ja. Sei wirklich ehrlich auf der Bühne. Und versteckt ihr nicht hinter so einer Fassade, aber gut, diese amerikanische Erfahrung ist noch nicht hier durchgedrungen, deswegen bin ich sehr gespannt auf die amerikanischen Debatten. Jedenfalls, ich gucke also gestern so rein in den Livestream, höre genau die erste Frage und denk so, ich mach's wieder aus. Ich guck Armin van Buuren, es geht so nicht weiter. Also, wir fangen mal mit der allerersten, ihr hört es auch gleich, die erste inhaltliche Frage, die wir jetzt stellen wollen nach so einem kleinen Intro, Pipapo und so weiter. Und es geht um Iran. Und da dachte ich mir so, als ich die Frage gehört habe, sehr interessant. Alle bei Europa kommen immer mit Friedenssicherung, die große Geschichte, das ist ja die eigentliche Idee von Europa. Was macht man denn jetzt zum Thema Iran? Es gab ja vieles, wir haben ja vieles hier behandelt. Ja. Es gab so eine europäische Gesellschaft, die irgendwie als Brücke die Finanzierung da regeln sollte, ohne dass die Sanktionen da greifen. Es gab Bankgründungen in Bayern, die dann irgendwie doch nicht zustande kamen und so weiter und so fort. Die Iraner haben jetzt ihr 60-Tage-Ultimatum gestellt und so weiter und so fort, ja. Aber wir werden hier als Bürger wirklich für doof verkauft. Wir gucken mal in diesen allerersten inhaltlichen Aufschlag, wo die beiden sozusagen ihre Talking Points zum Thema Iran loswerden und fragen uns, muss es Kindergarten sein? Könnten die nicht ein bisschen anspruchsvoller mit uns reden?
Ja, dann starten wir an dieser Stelle, würde ich vorschlagen, in die Diskussion. Da hat das Los vor der Sendung entschieden, wer die erste inhaltliche Frage bekommt. Und die geht an Sie, Herr Timmermans. Ja, vor allem das Los. Ich meine, dann schmeißt auch die Münze in der Sendung. Dann haben wenigstens alle was davon. Ja, wir haben vor der Sendung gelost und ein Notar stand auch noch daneben oder was. Also es ist sehr underperformed hier, aber gut. Und sie befasst sich mit einer brandgefährlichen Entwicklung in der Außenpolitik. Was, Herr Timmermans, kann Europa, was kann die... Wie die beiden schon dastehen, ja? Merkel-Raute, bloß nicht auffallen, bloß nicht zeigen, dass noch ein Mensch in diesem Anzug steckt. Die Europäische Union denn tun? Die sehen irgendwie so traurig aus, so alt. Ja, also man erträgt es wirklich, ich habe es nicht ertragen zu gucken, deswegen gucken wir nur diesen Anfang, den ich kenne und den Rest sparen wir uns dann. Ja. Um einen militärischen Konflikt mit dem Iran zu vermeiden. Wir müssen als Europäer dafür sorgen, dass dieses Nuklearabkommen aufrechterhalten bleibt. Das ist das Wichtigste. Denn es hat dazu geführt, dass dieses Nuklearprogramm im Iran nicht weiter... Ist das jetzt AA, BBK oder was? Ja, das ist Heiko Maas. Das ist für unsere Sicherheit unheimlich wichtig. Wir müssen uns auch davon bewusst sein, es gibt keine militärische Lösung für dieses Problem. Drittens, nur... Das kennen wir aus dem anderen Syrien-Fall, wo es irgendwie da doch eine militärische Lösung gab, wenn auch nicht zu unserem Gunsten. Mit dem Iran erreichen wir Frieden. Ja, wir haben so lange gesagt, es gibt keine militärische Lösung, bis wir gefragt wurden, ob wir nicht mitmachen wollen. Frieden im Mittleren Osten. Das können wir nicht machen ohne den Iran, die Amerikaner. So, wir können es nur mit dem Iran machen, ja. Ich meine, den Iran haben wir jetzt ein Jahr im Stich gelassen, jetzt haben die ihr Ultimatum und es passiert trotzdem nichts, aber wir können nur mit dem Iran. Die machen einen Fehler, wenn sie denken, nur mit Saudi-Arabien. Ich finde das Framing auch geil. Also quasi, okay, wie können wir einen Militärkonflikt mit dem Iran vermeiden? Ja. Hier geht es um einen amerikanischen Angriff auf den Iran. der vor allem auch schon läuft, ja. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie warten das, sondern das läuft ja schon seit mehr als einem Jahr, läuft dieser Angriff auf sehr vielen Ebenen. Also aber eigentlich müssten Sie fragen, wie können wir verhindern, dass die Amerikaner den Iran angreifen? Ja. Das sind unsere Freunde. Wie können wir auf Amerika einwirken, ist eigentlich die Frage. Und nicht, was können wir mit dem Iran irgendwie machen. Aber gut, die Fragestellung war halt so, ne? Aber es ist wirklich schlimm. Das zu erreichen. Also da muss Europa seine Rolle spielen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Amerikaner mit uns eine Lösung finden, die nicht mit militärischer Gewalt herbeigeführt wird. Das wäre nie eine Lösung. Aber das war das erste Thema der Sendung. Ist die erste Antwort überhaupt, ne? Die erste Antwort überhaupt in dieser europäischen Sendung startet damit, dass im Hintergrund Amerika und Iran-Flaggen hängen. Ja. Wow. Und das führt nur zu Verhängnis. Das kann Europa schaffen. Wir haben das vorher schon mal gemacht. Wenn wir uns einig sind, wir brauchen... Wo haben wir das vorher schon mal gemacht? Wo waren wir uns denn so einig? Irak haben wir ja gut verändert. Ja, da haben wir ganz Europa einig, Polen und so weiter, ne? Haben wir ordentlich den Krieg verändert, genau. Hier auch europäische Einigkeit. Ja, Herr Weber, sind Sie da auch so optimistisch? Na, Libyen hat ja gut geklappt. Stimmt, die paar Konzentrationslager laut AA ist jetzt nicht, ich zitiere nur das Auswärtige Amt. Ja, jetzt kommt Herr Weber dran. Falls ihr es gehört habt, also Weber wird jetzt gefragt, sehen Sie das genauso optimistisch? Ah, jetzt sind wir mal gespannt. Europäische Union hat eine große Aufgabe, und das am Iran-Beispiel gut festzumachen. Aha. Sie muss Friedensmacht sein. Wenn wir Europäer irgendetwas verstanden haben in der Geschichte, dann ist es, dass wir Konflikte friedlich lösen müssen. Und ein Punkt ist mir dabei wichtig, wenn wir zukünftig die Stärke dieses Friedensarguments in die Welt hinaustragen wollen, müssen wir die Mechanismen bei der Außenpolitik auf den Prüfstand stellen. Derzeit können wir nämlich nur handeln, wenn alle 28 Staaten einstimmige Beschlüsse fassen. Und das hindert uns, unsere Kraft auf die Waagschale der europäischen und der weltweiten Politik zu bringen. Deswegen brauchen wir zukünftig die Mehrheitsentscheidung in der Außenpolitik. Ich will, dass diese Friedensmacht jetzt aufsteht, endlich erwachsen wird in der Welt und unsere Ideen nach außen trägt. So, also ganz ehrlich, erstmal, um mal konstruktiv zu sein. Ja. So ein nächster Kommissionspräsident müsste eigentlich sagen, wenn er das meint, was er gerade gesagt hat, okay, wir müssen jetzt mit den Franzosen hinbekommen, dass aus dem französischen Veto im UN-Sicherheitsrat ein europäisches wird. Das ist ja sogar schon so ein bisschen auf der Spur. Die Franzosen. Das ist Show. Das ist absolute Show. Ja. Das ist Show. Die Franzosen, ja, wir werden mit euch stimmen. Wir werden uns abstimmen, liebe Deutsche. Nein, die Franzosen haben gesagt, wir treffen in der UN keine Entscheidung, die wir nicht vorher mal thematisiert haben. Europäischer Ebene. Finde ich schon, da muss man dann halt. Aber am Ende entscheiden sie für sich und nicht, okay, was sagt Deutschland?
Ja, aber Markus Preis hat ja diese Idee auch schon mal vorgetragen. Ne? Also es gab da so Flurfunk, dass das eine Idee wäre. Ich sitze ja nur hier, ne, und Brüssel ist weit weg und so, aber meinem Eindruck nach hat Frankreich so einen Vorschlag gemacht, auf den dann Europa hätte zugehen können. Da muss man natürlich andere Zugeständnisse machen, ja. So einfach gibt es so ein UN-Votum da auch nicht von Frankreich. Aber da ist man halt nicht. Ich meine, in der NZZ oder irgendwo hat Merkel jetzt wieder ein Interview gegeben, wo sie meinte, also Macron und ich, wir verstehen uns so gut wie nie. Süddeutsche. Ja, wir verstehen uns so gut wie nie. Das ist das beste Bündnis überhaupt, während Macron schon angesagt hat, aber dazu fehlt leider jegliche Berichterstattung, ja, Tagesschau nichts dazu, dass man diesen deutschen Weg hier jetzt auch aggressiv nicht mehr damit geht, also dass man es gar nicht mehr hinter irgendeiner Fassade hält, wie man zum deutschen Weg steht. Naja, ist jedenfalls genau ein großes Drama. Ich finde, dass Weber hier nochmal kommt jetzt mit, also der allererste Aufschlag von Weber war gerade zu sagen, wir brauchen ein Mehrheitsprinzip bei wichtigen Entscheidungen wie zum Thema Iran. Da frage ich mich natürlich, was meint er jetzt denn genau? Gibt es denn irgendwelche Länder, die gerade die Mehrheit Europas mit einem Minderheitsvotum daran hindern, einen guten Umgang mit dem Iran so zu finden, dass dieser Krieg da nicht weiter eskaliert? Ich weiß gar nicht, auf welchen strukturellen Vorgang, auf welchen politischen Ablauf in der EU er sich da gerade bezieht, bei dem wenn er eine Mehrheitsentscheidung hätte. Ja, aber du kannst ja an zwei oder drei Fingern abzählen, wer da in Europa quasi pro-amerikanisch agiert, außenpolitisch. Ja, aber das ist mir schon klar. Aber welches Verfahren, es gibt doch gar keine europäische Außen- und Sicherheitspolitik in dem Maße. Das ist alles Ländersache. Aber welche europäische Entscheidung stand denn da gerade an oder steht denn da jetzt an, die bei einer Mehrheitsentscheidung einen besseren, friedensschaffenderen Umgang bei dem Iran-Konflikt jetzt gewesen wäre. Also ich weiß gar nicht, was er meint. Ich weiß überhaupt nicht, wovon er da redet. Und ich halte mich eigentlich für einen politisch interessierten Menschen und so, aber. Peter Frey wird doch gleich nachgefragt haben. Ja, wie gesagt, das habe ich dann einfach nach zwei Minuten war das Thema auch vorbei, ja. Man ist dann zur CO2-Steuer gekommen, also wir sind immer noch in den ersten 5 Minuten. Wir hören nur kurz rein, ja, wie die beiden hier handfest über konkrete Preise, was CO2 kostet. Ist ja besser strukturiert als ein Jung und Naiv Interview. Ja, wer es bezahlen müsste, warum wir CO2-Steuern brauchen, welche Länder das in Europa schon haben, wie wir bei Sascha Lobo gelernt haben, bei der Republika, manche schon seit 19 Jahren. Wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, ja. Also, CO2-Steuer, was gibt es zu sagen? Und ich sage Ihnen, ich will ambitioniert sein im Klimaschutz, aber ich will nicht, dass die Rentner, die im ländlichen Raum die Pendler sind und vielleicht die Ärmsten in unserer Gesellschaft, die Leidtragenden der Entwicklung aber sind. Deswegen lassen Sie mir meine Maßnahme auch sagen, bin ich der Meinung, nicht besteuern, nicht bestrafen, sondern Innovation, neue Produkte, neue kreative Ansätze sind die Lösung, wie wir es bei Photovoltaik und bei Windkraft bereits machen. Das ist die Lösung, um CO2-Neutralität zu erreichen. Aber das ist doch keine Strafe. Eine CO2-Steuer heißt, dass diejenigen zahlen, die auch verschmutzen. Das ist doch klar, dass wir das so machen. Und dann kann man das wieder zurückgeben an Bürgerinnen und Bürger. Man kann doch nicht immer sagen, oh, das ist zu gefährlich, wir müssen das nicht machen. Beschleunigung ist nicht möglich. Wir müssen jetzt etwas machen. Und ich würde noch etwas dazu sagen. Wer bezahlt denn den höchsten Preis, wenn wir es nicht machen? Sind das die reichen Leute? Die können sich in St. Moritz ein Appartement leisten, um wegzugehen. Es sind die Leute, die sich das nicht leisten können. Die armen Leute. Wenn wir nichts machen beim Klimawandel, sind es die Ärmsten in der Gesellschaft, die den höchsten Preis zahlen. Wir achten ja auf die sogenannte Redezeit. Ja. Die SPD denkt noch an die armen Menschen. Das finde ich gut. Also das ist leider linker Populismus, wie ich ihn auch ablehne. Einfach mal St. Moritz fallen zu lassen und dann die Armen zu nennen, finde ich, wird der CO2-Steuersache auch nicht gerecht, wenn man das ernsthaft diskutieren wollte. Also ich weiß auch nicht. Wie gesagt, ich kann mir kein Urteil erlauben. Ich habe nur die ersten 5 Minuten geguckt, aber ich dachte, nö, gucke ich nicht. Es ist irgendwie, findet bei mir so nicht statt. Und damit haben wir das hier auch abgefrühstückt und können... Nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Obwohl, warte mal, es gibt hier noch... Jetzt, wo wir gerade bei Europa sind, machen wir das noch vom Unterstützerdank. Zum einen hat unser Frank-Walter Mayer, ich muss hier eine Webseite aufrufen. Frank-Walter Mayer. Genau, der hat hier irgendwie so ein Statement gemacht. Das wird uns bei der Welt mal vorgelesen für 53 Sekunden.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat davor gewarnt, dass sich Deutschland in Europa isolieren könnte. So sei die deutsche Eigenwahrnehmung innerhalb der EU oft durch Selbstgerechtigkeit geprägt. Besonders in der Wirtschafts- und Währungspolitik. Nein. Wir können nicht darüber hinwegsehen, dass die Differenz zwischen steigenden Löhnen und Renten in Deutschland und sinkenden Einkommen in anderen EU-Staaten dem Gedanken der Europäischen Union widerspricht, dass alle gemeinsam dabei gewinnen und zu ihrem Glück vereint sind, so das deutsche Staatsoberhaupt. Wird diese Ungleichheit von Lebenschancen und Lebenserfahrungen zum Dauerzustand, verliert auch die Gründungsidee der Europäischen Union an Glaubwürdigkeit. Hintergrund ist etwa die harte Position Berlins in der Schuldenkrise und der Eurozonenpolitik. Dadurch würde die Zahl der Skeptiker und Gegner der EU weiter zunehmen und das Projekt Europa als Ganzes in Gefahr geraten, so Steinmeier. Kurze Frage. Also ich meine, ich war damals noch nicht dabei, aber so Schuldenkrise, da war doch Frank-Walter Steinmeier außen vor. Der hat ja außenpolitisch damit nichts zu tun gehabt, auch zwischen 2013 und 2017 und so. Nee, so als SPD-Kanzlerkandidat hast du da nichts zu sagen, weißt du? Außenminister. Ne, ja, also das Statement ist gut, kommt allerdings ungefähr, würde ich sagen, grob über den Daumen geschlagen, 4 Jahre zu spät. Das hätte man so 2015 irgendwie gebraucht, als Varoufakis noch im griechischen Amt war. Und ich wette sogar mit dir, dass er das schon öfter irgendwo mal fallen lassen hat in den Jahren. Meinst du? Weiß nicht. Aber es geht ja darum, sowas musst du über Jahre immer und immer wiederholen, lieber Frank-Walter Mayer, und nicht immer nur 100 Mal im Jahr das sagen. Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht. Und einmal kurz vor der Europawahl nochmal kurz selbstkritisch sein. Mhm. Aber er hat es jetzt auf dem Schirm. Ja. Oh, jetzt fängt meine Kamera ganz doll an zu spinnen, das ist ja schlimm hier. Schlimm ist das, schade. Schade auch für Deutschland. Ist ja in allererster Linie ein Audioangebot. 2 kleine Clips noch zum Europa, dann haben wir das abgefrühstückt. Markus Preis hat nämlich ganz hervorragende Arbeit abgeliefert in den Tagesthemen. Er hat einen französischen LKW-Fahrer besucht und den vergleichen wir jetzt mal mit Timmermans und Weber. Timmermans. Er sieht ein bisschen aus, aber... Also wir vergleichen es jetzt immer mit Timmermans und Weber, was die gerade super konkret uns an Zahlen, Fakten, Forderungen um die Ohren gehauen haben. Markus Breich hier in der Küche von einem LKW-Fahrer mit, glaube ich, 5 Kindern oder so. Michel ist 51, verheiratet und Vater von 5 Kindern. Der Fernfahrer sieht viel von Europa und hält wenig davon. Die Leute sind nicht motiviert, wählen zu gehen. Nee, wirklich nicht. Pourquoi? Warum? Weil sie Angst haben, dass sich ohnehin nichts ändert. Nehmen Sie zum Beispiel Glyphosat. Wir nutzen noch immer Stoffe, die gesundheitsgefährdend sind. Europa müsste das verbieten. Aber das wollen sie nicht. Ein Glück haben wir Deutschen daran keine Schuld. Nee. Also keine entscheidende Schuld. Mehr Bio als erste Forderung eines Fernfahrers. Europa kann überraschend sein. Ja, also ich finde es nicht überraschend. Menschen machen sich Gedanken zu der Welt, in der sie leben, und da spielt Glyphosat nun mal eine existenzielle Rolle. Ja, wünsche ich mir ehrlich gesagt auch von Politikern so ein bisschen, also das Überraschende. Was, Timmermans hat Zahlen bei der CO2-Steuer genannt? Das ist ja unglaublich. Irgendwie so, ja. Naja. Was wünscht er sich denn hier fürs Europaparlament? Und diesen Wunsch, ehrlich gesagt, warum nicht? Ja, man bräuchte in Europa, glaube ich, so eine zweite Kammer. Es gibt ja immer Oberhäuser, Unterhäuser, Repräsentantenhäuser und Senate. Diesen Senat haben wir schon, ja. Also alle, die in Europa so ein bisschen was mit Politik, die sind schon durch die Ochsentour gegangen und sitzen dann als politische Elite, wissend, gut ausgebildet im sozusagen Oberhaus. Vielleicht wäre das ein Vorschlag hier für eine zweite Kammer. Die Prepaid-Karten der Telefone sind ständig leer. Ab der 3. Woche des Monats wird billiger gegessen. Doch ein Hobby leistet sich Michel trotzdem. Rallye fahren. Toll. Umweltfreundlich. In seiner Männerhöhle am Autoschrauben. Eine Welt, das wird mir klar, die weiter nicht weg sein könnte von dem, was man sich in Brüssel so unter Europa vorstellt. Für das Europaparlament wünsche ich mir Abgeordnete, die von unten kommen, die an uns denken, an die Leute, die sich durchbeißen müssen, an der Arbeit, für ihre Familien. Das wäre mal was. Ja, fürs Europaparlament wünscht er sich normale Leute als Abgeordnete. Warum nicht? Das ist doch mal ein Vorschlag.
wie wir ihn alle gut finden. Denn ich finde genug Juristen, Lehrer und sonstige Supermans und Superwomans. Superwoman haben wir schon. Jetzt könnten wir einfach mal hier die Rallye-Fahrer aus ihrer Männerhölle rausholen. Höhle. Und Höhlen. Da so ein bisschen Politik machen müssen. Höhlenmenschen. Wir brauchen mehr Höhlenmenschen. Mehr Höhlenmenschen, genau. Gut. Kümmern wir uns mal um unsere Tribüne, wenn du nichts dagegen hast. Jawohl. Ye are many, they are few. Willkommen im 1% Club. Jeder Klimaschutz muss vor allen Dingen auch die wirtschaftliche Situation im Land berücksichtigen, muss sie auch stärken. Ja. Mhm. Sven schickt uns 300, weil er unsere wirtschaftliche Sicht hier auch mit betrachtet und schreibt, mein Teil ist erfüllt, jetzt musst du auch deinen Venezuela-Audiokommentar machen, lieber Willem. Das kann nicht sein so. Viele Grüße an alle und macht weiter mit der guten Arbeit, Sven aus Lissabon. Das kann nicht sein so. Tja, Willem, Venezuela, wie von vielen Experten angesagt, nein, das ist nicht morgen vorbei, sondern es dauert jetzt Wochen und Monate, die wir jetzt auch nicht so konzentriert dahingucken. Deswegen Audiokommentar zum Thema Venezuela, sehr willkommen. An dich, lieber Sven, herzlichen Dank. 300 Euro macht ja auch nicht jeder. Das ist spektakulär. Das hält das Angebot am Leben. Oder wie Frank-Walter Meyer sagt. Es ist einfach gut für unser Land. Richtig. Georg schickt 250 Schweizer Franken. Oh, damit ist das nächste Mal Präsentator. Noch mehr Ausgleich für den schwachen Monatsstart zählen auch 250 Franken. Ja, allerdings, selbst umgerechnet sind es ja weniger als 250 Euro. Aber wir haben dich eingeteilt fürs nächste Mal. Das wird natürlich nachgeholt, ist klar. Provisorisch auch, um Schwarzhörerschaft für die nächste Subscription zu verhindern. Im Tesla Model 3, den er wahrscheinlich fährt, ist TuneIn. Und dort kann man auch den Aufwachen-Podcast abonnieren. Das findet er spektakulär. Hat es genauso geschrieben. Ja, TuneIn ist natürlich so ein Ekel-Service, der einem einfach ein Feed klaut und alles Mögliche macht. Aber wenn man mit dem Tesla einen Aufwachen-Podcast hören kann, ist natürlich gut. Gut, er hat sich aus der Schwarzhörerschaft verabschiedet. Du bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen Danke. Spende jetzt und hör auf, Schwarzhörer zu sein. Yes, Andreas schickt 50 und sagt Danke und wir sagen auch Danke. Maria schickt uns regelmäßig 50 Euro. Nothing bad can happen, I have two words for you. Das natürlich. Was war denn IF2? Ah, Moment. Ja. Nothing bad can happen. It's only going to be positive. Especially if your president knows what he's doing. I have two words for you. Predator drones. Ja, diese Clip-Kombination triggert natürlich nochmal einen Hinweis auf die letzte Intercepted-Folge. Die müsst ihr natürlich unbedingt hören, denn es geht da auch in eigener Sache um The Intercept. Bedroht von dunklen Mächten und Chelsea Manning sitzt auch schon wieder in Haft, seit gestern und diesmal nicht einfach nur in Beugehaft, wie man halt in Beugehaft sitzt, sondern ab dem 30. Tag muss sie $500 pro Tag zusätzlich zahlen und ab dem 60. sogar 1000, also da wird richtig Druck aufgebaut. Das ist natürlich bescheuert, aber Amerika entwickelt sich so langsam zu einem Land, in dem das genauso läuft und wie Jeremy Scahill nochmal ausdrücklich vorher dazu sagt, diesen Weg, den Trump da jetzt geht, der wurde von unserem Verfassungsrechtsprofessor Barack Obama bereitet. Also Spionagegesetze und Witze über Predator-Drones, obwohl die eigentlich geheim sind und man darüber nicht reden darf, aber nur die kleinen Fische müssen ins Gefängnis. Obama macht einfach Witze auf der Bühne dazu. Sehr gut. Alexander, aufwachen jetzt monatlich Kohle für euch, 42 Euro, aber bitte nicht verbrennen. Nein. Nein, wir lassen das im Boden. We must keep it in the ground. I said keep it in the ground. Keep it in the ground. Ja, Alex aus Luxemburg. Ruwan, herzlichen Dank. Hier auch sehr treu. Kai, 28 Jahre alt und das erste Mal ohne Schulden. Nun an euch für gute Arbeit. Ökologische Grüße. Sehr gut. Du
für unser Land. Das ist richtig. Gut für unser Land. So eine Haltung. Ja, Manuel unterstützt uns. Dirk, Paul, schlimm ist das. Was für eine Propaganda macht ihr? Was ihr für eine Propaganda macht? Vielen Dank für die vielen tollen Podcast-Stunden bei der Gartenarbeit. Sehr gut. Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Ja. Mhm. Schlimm ist das. Schade. Schade auch für Deutschland. Ja, Jan unterstützt uns und gibt uns technische Hinweise zu PayPal. Habe ich auf dem Schirm, gucke ich mir an. Herzlichen Dank. Der Video geht wieder. Ja, es ist immer noch ruckelig. Ich habe die Auflösung mal runtergestellt, aber... Deutlich besser jetzt. Ja, ich gucke mir das nochmal an. Ich glaube einfach, also das mitgelieferte USB-C-Kabel, da kamen gar keine Daten durch. Also es war so schwach, das hat die ganze Zeit geflimmert und geflickert. Ich muss hier mal an der Kabelsituation was ändern. Ja, das ist irgendwie... Hast du von Mnet dir deine Kabel verlegen lassen? Ne? Genau, ja. Es wurde hier gebuddelt und gegraben und nichts außer Spesen ist gewesen und die Erdrakete natürlich. Der Witz schlechthin, den habe ich ja letztens auch sogar vergessen. Mhm. Wir haben doch gehört, dass die Münchner Städte oder Stadtsenat oder so sich aufgeregt hat, dass das Mnet, ja, ein städtliches Unternehmen, Vertragsstrafe zahlen muss. Ja, und da Münchner Steuergeld für drauf geht. Ja, aber das Geld geht ja an den Landkreis oder an diese Gemeinde, damit die quasi dafür, ja, so, weil sie das nicht bekommen, was sie bestellt haben, ist das natürlich völlig klar. Also im Prinzip hat sich der FDPler in München eigentlich nur aufgeregt, wie jetzt unser schönes Münchner Geld geht jetzt irgendwo nach Bayern in irgendeinen Landkreis. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf, dass die tatsächlich entschädigt werden jetzt. Also dass die Strafe direkt an die auch gezahlt wird. Ja, das war das Ding, an wen sonst? Also es kann ja nur die Gemeinde sein, die den Vertrag hatte mit dem Ausbauer. Ja. Darum, das hatte ich letztes Mal nicht erwähnt, darum ist es so absurd, dass die Münchner sich jetzt aufregen, dass sie da Geld bezahlen müssen. Mhm. Das ist euer Unternehmen, natürlich. Ach so, na gut, wenn so eine Strafzahlung stattfindet und direkt an die betroffene Kommune geht, ist natürlich, wer weiß, Geld kann der Skandal war ja so, dass Mnet ein öffentlich-rechtliches Unternehmen ist, ne? Keine Ahnung, ne? Aber... Und das Geheimhalten halten. Ja. Alex unterstützt uns und schreibt, kaufe 25 Kilo Nudeln, Sofortkauf. Ist das Werbung für Nudeln oder was? Nudeln, kauf sofort Nudeln. Ja. Dummes Zeug. Zum Schutz der Freiheit. Ja, aber wir wissen ja von Jan Frodeno, Nudeln zu viel Kalorien auf die Kohlenhydrate. Deswegen nicht mal er isst noch Nudeln. Ja, Daniel... Der Schritt aus den unsolidarischen Produzenten aus den unsolidarischen Prozenten der Hörenden, dank insbesondere auch an Hans, dem es ja wieder gut geht, wie ich gesehen habe. Ja. Wieder fit. Ist für Montag fit und willst du was spielen, Schwarzhörer? Ich habe sie leider noch nicht hier. Spiel durch. Na, Feuer ab. Schwarzhörerschaft beendet. Ingmar, Grüße. Dominik schreibt, kämpfe mal wieder gegen meine Depression und Angststörung. Daher ein Shoutout an alle, denen es genauso geht. Ihr habt eine normale Krankheit. Lasst euch helfen. Ja, lasst euch helfen. Dazu auch Nico Semsrott, ausführlich am Sonntag. Ja, Europa steckt in einer schweren Krise, ich auch. Hat auf Plakaten stehen, finde ich sehr gut. Ja, meine Frau ist ja Psychologin, deswegen sage ich hier, Leute, die können euch wirklich helfen. Außerdem empfehle ich für alle, die sich jetzt dafür interessieren, es gibt beim Was denkst du denn Podcast eine neue Ausgabe zum Thema Leiber überwinden. Und da geht man das mal durch, wie der Mensch so langsam Leiber überwinden. Und da geht man so ein bisschen in die Geschichte rein, wie der Mensch so langsam feststellte, dass er dann im Ende doch nur aus Biologie und Chemie besteht und kleinste Stromschläge echte Stimmungsänderungen verursachen. Also für alle, die sich für die Frage interessieren, wie kann denn was Immaterielles, also ein Gedanke, den man so hat, eine Stimmung, in der man lebt, physische, materielle Konsequenzen haben, ja, oder auch umgedreht. Wie können denn physische, materielle Ursachen Konsequenzen für Gemütszustände haben?
Da wird das so ein bisschen spontan, locker, flockig diskutiert, fand ich super interessant. Ja, weil wir besser sind als andere Tiere. Wir haben eine Seele. Genau. Richtig. Luca, Hans-Joachim, Klaus. Wir in Taiwan sind die Guten. Wissen wir, ich habe mich sehr gefreut über den Gogoro-Audiokommentar von Klaus. Wir kommen ja heute auch zurück auf Mobilität in Städten. Mit Konrad in dem Falle. Und er war im Eurasia-Podcast zu Gast, habe ich sehr gern gehört. Hier eine kleine Empfehlung. Ich denke, Klaus hat so ein fröhliches Reden, der sollte selber podcasten. Ja, aber erstmal. Wir sind die Guten. Ja. Fand ich jedenfalls irgendwie bezeichnet. Den Eurasia-Podcast sind halt so zwei Typen, die miteinander reden, wie es so ist in Indonesien und in Japan. Und dann kommt Klaus dazu und übernimmt das einfach komplett, das Gespräch. Und man denkt sich so, ja, wenn der Gast jetzt um so viel dynamischer ist als die beiden Gastgeber, ja, go Podcasting, Klaus. Sehr gut. Paul. Ich freue mich ja heute auf den Audiokommentar eines Bussardsopfer. Ist ja schon da, der Audiokommentar. Ich habe noch nicht gehört. Ja, ich bin gespannt. Den musst du heute spielen. Ja, werden alle gespielt. Es werden immer alle gespielt, ja, die da sind. Nikolas hat den per Mail gespielt. Sehr gut. Per Mail? Vergiss den nicht. Auf keinen Warte mal, Fall. Per Mail? Ich habe keine Mail bekommen. Ja. 15.05.20:23 Uhr. Momentchen, da gucke ich sofort nach. Jawohl. Ah, hier, alles klar. 16. Gut. Da, gut. Gut. Ja, wird natürlich 15. gespielt. 15.05. Okay. Ja. Paul, alle Spenden schon, mach auch mit. Ausrufezeichen, ganz genau. Oh, Ronny, wenn der Wolf das wüsste. Ja, was denn? Dass er zu schlau ist. Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. Der ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben. Wenn der Wolf auch wüsste, dass er wild ist. Wenn er im Wald bleibt, ist gar kein Problem. Ja, ist mit Sicherheit schön, ist mit Gefährlichkeit schön. Katrin, Annette, Dominik sagt Danke, wir sagen auch Danke. Daniel sagt ebenso Danke, wir sagen auch Danke. Stefan. Ja, du bist immer viel zu schnell. Ich will immer irgendwie auf dein Danke reagieren. Danke. Mhm. Bitteschön. Ja. Stefan, von den beiden Stefans, für Stefan und Thilo, sehr gut, sehr treu jeden Monat. Miriam, Robert, noch ein Robert mit Grüßen aus Dresden. Jan, noch ein Robert. Bastian, Thomas, der sagt Danke, Jungs. Wir sagen bitte, Junge. Bitte schön. Kerstin unterstützt uns. Nora und Julia ist hier noch erwähnt und natürlich noch ein paar männliche 1% Unterstützerkreis Club Mitgliedschaftsinhaber, den wir hier auch herzlich danken. For the many, not the few. The few. For what? Like for what? Gut. For what? Bevor wir jetzt was hören, ich will noch mal kurz anschließen an Manuela Schwesigs Eroberung des Schlosses in Schwerin. Mhm. Es gibt da noch ergänzende Hinweise, denn nicht nur zieht sie ihre Kreise ganz eng, also wie wir das bei Game of Thrones zu sehen, man wird plötzlich König und plötzlich besteht der ganze Hofstaat nur noch aus den eigenen Kumpels, sondern sie hält sich jetzt auch noch das Volk vom Leibe. Hallo aus Neubrandenburg, ich bin Jürgen Mladek, Chefredakteur des Nordkurier, eine Tageszeitung im schönen Nordosten Deutschlands. Wir machen morgen auf mit der Schlagzeile Landtag hält die Bürger auf Distanz. Es geht um verschärfte Brandschutzvorschriften rund um den Landtag, der in unserem Bundesland sich in einem Schloss auf einer Insel befindet. Bisher konnte man da schön demonstrieren auf der Brücke, die zur Insel führte, und direkt mit den Politikern ins Gespräch kommen, seine Anliegen vortragen, seinen Unmut äußern. Das geht nicht mehr, weil die neuen Brandschutzvorschriften das verbieten. Gibt ziemlich viele Leute, die das nicht so gut finden. Schwesig zieht die Zugbrücke hoch. Was ist denn da los? Langsam wird es gefährlich. Das Schweriner Schloss und Schwerin soll in King's Landing umbenannt werden. Queen's Landing natürlich. Aber ich meine, wie kannst du denn bitte Brandschutzvorschriften für eine Brücke, die über Wasser geht und aus Steinen besteht, geben, die verhindern, dass da Bürger draufgehen? Was ist denn das für ein albernes Theater? Da fahren Dienstwagen drüber. Große, schwere Limousinen.
Na gut. Also wir werden es im Auge behalten, du hältst uns da auf dem Laufenden, ja. Das ist übrigens ein Ausschnitt aus Medias Res gewesen. Da ruft er in jeder Sendung am Ende immer irgendein Redakteur, Chefredakteur, keine Ahnung, der lokalen Presse an und sagt, was die WWchen auf Seite 1 sind am nächsten Tag. Das ist eine sehr gute Rubrik. In dem Fall habe ich gedacht, das ist für uns alle auch interessant. Ich habe ja auch mal überlegt, ob wir nicht mal einen vom Nordkorea hier dazuschalten. Zum Thema Schwesig? Ja. Mach. Andermal. Ja. Irgendwann mal. Yes. Sie wird uns ja weiter begleiten. Mhm. Ich würde gerne, hast du irgendwie so Stimmungsmacher oder? Also ich habe Stimme und Stimmung, Industriepolitik, Mathe, Abitur, großes Thema, und dann zum Ende Strom, Autobahn, wenn wir dann umschalten ins Gespräch. Ey, lass mich mal Slopka machen, das will ich unbedingt noch heute durchmachen. Ist ein sehr aufwendiges Thema. Wie viel Zeit haben wir noch? Also bis Rekbeka. Okay, gut, alles klar. Ja. Wir müssen heute nur die Mobilitätssachen noch. Ja, die ist da heute auf jeden Fall. Das kleben wir heute dran, ja, sehr gut. Gut, also ich habe mir das Panel von Georg Restle, kennt man vielleicht, hier ist ein sehr ungeschätzter Kollege beim Aufwachen-Podcast, der Moderator vom Monitor, hatte Florian Klenk zu Gast, der vieles erzählt hat, was er auch schon bei Jung und Naiv damals erzählt hat, darum lasse ich den völlig weg. Na warte, wir sagen nochmal, wer Florian Klenk ist, weil es lohnt sich sehr, ihm auf Twitter zu folgen. Der Chefredakteur von Falter. Genau, also sucht ihn auf Twitter, es gibt da doch die ein oder anderen, die sehr engagiert mittlerweile mit ihrem Land ins Gericht gehen. Er gehört beispielsweise dazu. Dieser Raimon aus dem Europaparlament auch ein Österreicher. Dann natürlich Musik, wie heißt er? Nee, nicht Musik. Robert Dings, wie heißt er? Musik. Musik, richtig. Musik. Also Musik bei Twitter, Musik. Genau. Und irgendwas habe ich noch im Hinterkopf, komme ich gleich noch drauf. Irgendwer hat seinen Österreich jetzt auch nochmal. Wer war das denn? Irgendwer hat jetzt... fang du mal an, fällt mir wieder ein, dann komme ich nochmal drauf. Ich hab ja von Christian Kern leider gar nichts gehört die letzten Wochen, weil er ist doch der Spitzenkandidat der Sozen in Österreich. Nee, der will doch ins Europaparlament. Ja. Wusste ich nicht. Na gut. Gut, ich... Vanessa Wu war auch noch auf der Bühne, lasse ich auch komplett weg. Wer ist sie? Hier nur um, hab ich gesehen, aber kenne ich nicht. Ah, okay. Zeit online. Gesellschaftliche Themen, gute Frau. Aber wir kümmern uns jetzt nur um Margareta Slomka. Sie ist ja hier bekannt im Podcast für einen sehr, sehr guten Fernsehjournalismus. Das könnte für Deutschland sehr gefährlich werden. Und ja, sie ist berühmt für ihre harten Fragen, für die sie immer Fernsehpreise bekommt, bei denen wir dann so denken, ja gut, okay, es geht so. Ja, aber wir möchten jetzt lernen von ihr. Und ich möchte, dass du von ihr lernst. Und ich finde es ganz gut, dass du es noch nicht gesehen hast, sodass du spontan reagieren kannst. Das passt mir ganz gut in den Kram. Wir fangen mal an damit. Es geht ja um Fernsehen machen, Nachrichten machen, Mainstream und so weiter und so fort. Und wir regen uns ja oft auf über die Relevanzkriterien im Heute-Journal. Ne? Also womit machen sie auf? Was ist die Top-Meldung? Und so weiter und so fort. Wir kommen auch nachher zu Notre Dame und so. Freue ich schon mal. Aber wir fangen mal an mit den Relevanzkriterien für und von Marietta Slomka. Und das ist jetzt das große Thema. Da ist das, was Herr Palmer über die Deutsche Bahn sagt, also für mich, ich war jetzt in der Woche, als das hochkam, nicht im Moderationsdienst, aber für mich wäre es ganz sicherlich kein Thema. Ja. Sondern die Frage von Relevanz ist dann, hat es eine allgemeinere Bedeutung? Oder wenn solche Themen hochschwappen, fangen wir an, von der anderen Seite ranzugucken und zu sagen, warum wird das jetzt so nach oben getrieben? Mit welchen Methoden wird daraus jetzt ein vermeintlich allgemeines Thema gemacht? Und ich glaube, das ist auch ganz... Das habe ich gar nicht gemerkt die letzten Jahre, dass das heute schon quasi von andersrum sagt. Ja, also Oma Enner, wir erklären dir jetzt mal, warum die Flüchtlingskrise so hochschwappt. Ja, also was ich bis jetzt von dir gehört habe, Statement geht wahrscheinlich noch weiter, ist genau das Gegenteil von dem, wie sie tatsächlich im Heute-Journal ihre Themen auswählen. Du bist schon nach 32 Sekunden soweit. Ja. Lass mal zu Ende laufen, dann gehe ich ins Detail. Ganz gut ist, dass wir zwar natürlich die sozialen Medien auch bespielen als Redaktion. Das muss auch sein, das ist absolut richtig. Wir müssen es noch viel mehr vermutlich tun und sind da auch noch nicht aktiv genug. Aber ich glaube, dass es ganz richtig ist, sich nicht unbedingt vom Strom in den sozialen Medien den Eindruck aufdrängen zu lassen. Das müssen wir jetzt auch als Thema für uns setzen.
Ja, du erinnerst dich bestimmt, dass Elmar Thewissen und Klaus Kleber, als sie noch im Tech-Team zusammen Terror ist Scheiße Journalismus gemacht haben, beispielsweise über Übungen der GSG 9 in-depth, ja, embedded Berichterstattung hatten oder, und das habe ich immer noch im Ohr, ich weiß allerdings auch nicht mehr, welche Ausgabe das bei uns war, es gab morgens um 11 irgendwo eine Razzia zum Thema Terror, weil irgendwer hat wieder Silvesterknaller in zu hohem Maße und so weiter. Und daraufhin hat sich dieses Thema in der Heute-Journal-Redaktion festgebissen. Man wollte alle Stunde neu wissen, was ist denn da gerade los? Man hat auf Twitter verfolgt, wie die Leute es diskutieren, hat es am Ende dann als Aufmacher in die Sendung genommen. Und später hat Klaus Kleber uns das in der 250 dann erklärt mit, ja, aber das hat die Leute ja den ganzen Tag über interessiert und deswegen haben wir da am Abend mit aufgemacht. Dass überhaupt niemand von den Zuschauern am Abend, als er die Sendung guckte, überhaupt schon mal davon gehört hatte, dass es 11 Uhr eine Razzia gab, sondern das heißt nur Journalisten, die den ganzen Tag vor News-Bildschirmen sitzen, die von der DPA bespielt werden, überhaupt mitbekommen haben. Ja, das haben die da völlig ausgeblendet, sondern sie haben sich nur dafür interessiert, was auf Twitter diskutiert wird und sie haben sich gar nicht dafür interessiert, was eigentlich passiert ist in Deutschland, ja, weil Top-Thema wäre es nicht gewesen. So, und dass sie jetzt da sitzt und sagt, also für mich wäre ja das Boris Palmer Zitat, was er da gemacht hat auf Facebook, nicht so entscheidend gewesen. Ich hätte es nicht aufgegriffen. Nee, es entspricht genau dem Nachrichtenkriterium des Heute-Journals, die Sachen aufzugreifen, die auf Twitter tief und scharf diskutiert werden und sei es nur, dass man das in eine Moderation einbaut. Ja, aber es... Du wirst dich gleich noch ärgern, dass du das gerade gesagt hast. Pass mal auf. Aber wir bleiben nur ganz kurz bei der Relevanz und ihren Relevanzkriterien, weil wir kommen mal zum Klimaschutz. Georg, schmeißt mal Fridays for Future rein und Marietta, ja. Also Marietta, die war schon Klimaschützerin, bevor es Fridays for Future gab. Wie Paul Ziemiak. Relevanz ist das, was viele betrifft, nicht unbedingt immer übereinstimmt. Relevanz also ist auch das, worüber viele reden, kann auch relevant sein. Also Relevanz ist ja ein Ausdruck, der immer auch im Auge des Betrachters ein Stück weit liegt und manchmal von Thema zu Thema und von Tag zu Tag, manchmal von Stunde zu Stunde in einem fortlaufenden Nachrichtenflow auch anders bewertet wird. Wir finden zum Beispiel Friday for Future auch relevant, oder? Ja, aber wir finden den Klimawandel erst relevant, wenn Friday for Future plötzlich auf die Straße geht und haben jahrelang über Klimawandel relativ wenig berichtet. Wir nicht. Wir haben relativ viel berichtet. Es ist meine Wahrnehmung davon, wie das in der Öffentlichkeit stattfindet. Wir haben das gesendet im Mittagsmagazin am 7. Februar 2015, war bei uns Klimawandel-Thema. Das auch wieder, Klaus Kleber bei uns in der 250. So, und jetzt hast du dich, du hast diesen nächsten Clip quasi schon selbst vor einer Minute anmoderiert. Twitter, Facebook, du meinst, die Heute-Journal-Redaktion lässt sich leiten von den Themen da draußen. Was in den Social-Media-Webs Netzwerken los ist. Marietta sagt dir jetzt mal, das ist einfach alles dummes Zeug, Herr Schulz. Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass ich das ein bisschen an... Achso, ich hab jetzt mal was vorgezogen, was später in der Fragerunde kam, aber es passt jetzt alles gut zusammen, Relevanz, weil ich weiß jetzt leider nicht, wer das fragt, aber das scheint auch eine junge Journalistin zu sein, die mal so ein bisschen Bullshit ruft. Zweifel, dass man nicht darauf achtet, was im Netz gerade trendet und was nicht. Wir alle haben schwindende Kapazitäten, wie wir unseren Journalismus umsetzen und wenn dann da ein Reporter ist und ich kann mich entscheiden zwischen zwei Themen, dann zweifle ich an, dass die Redaktionen dann nicht gucken, was gerade im Netz trendet oder nicht, bei Google Trends, bei Twitter, bei Facebook. Und ich glaube schon, dass das ein Kriterium auch für die Redaktion ist, dann zu sagen, wir setzen lieber auf das Thema, über das gerade alle reden und setzen da unsere Kapazitäten ein. Also das ist zumindest der Alltag, den ich erlebe und ich finde, da sollte man auch ehrlicher mit umgehen. Jetzt in meine Richtung zielt, es ist tatsächlich so, dass wir in unseren Redaktionskonferenzen nicht darüber sprechen, was gerade bei Facebook oder Twitter trendet. Wir sprechen manchmal, es läuft online. Es ist unglaublich. Ein Hoch, damit meinen wir jetzt aber eher Spiegel Online oder also die klassischen Medien, die quasi... Es läuft online hoch, Stefan. Ja. Online natürlich anders arbeiten. Aber ich habe auch kein Tweetdeck bei mir offen auf dem PC, während ich tagsüber arbeite. Ich tue es wirklich nicht. Ich lese es dann später nach der Sendung, was auf meiner Timeline so los war. Und bin da aber auch jetzt nicht unter meinem Namen unterwegs, sondern rein passiv. Und wir haben tatsächlich immer noch andere Vorstellungen davon, nach welchen Kriterien wir eine Nachrichtensendung, die auch gar nicht so funktioniert, wie es zum Teil in Facebook zum Beispiel funktioniert, nur mit einzelnen Fotos und irgendwelchen wilden Behauptungen oder Diskussionen, die sich die Nachrichtensendung zusammensetzt.
Ich habe Schmerzen, ich hoffe, sie redet nicht mehr so lange. Das heißt aber nicht, dass man nicht Themen auch aufgreift. Also das MeToo, Tu jetzt mit W geschrieben, Hashtag, das hat mich dann, nachdem es dann schon mehrere Tage lief, so berührt, dass ich gesagt habe, lass uns bitte eine Fernsehgeschichte daraus machen. Aber dann auch nochmal selbst nachrecherchiert. Also nicht einfach Twitter abfilmen, sondern mit zum Beispiel Kolleginnen wie Vanessa Wu Interviews führen und daraus auch dann einen eigenen Magazinbeitrag machen. Aber wir haben in unseren Konferenzen 3 Stück am Tag und dann noch eine Stehung abends wirklich nicht Facebook vor uns liegen und gucken, was läuft da jetzt im Moment gerade. Das müssen Sie mir bitte auch glauben. Nee, glauben wir dir bitte nicht. Und es ist einfach, das ist eiskalt gelogen und das stimmt auch nicht. Und es ist einfach Bullshit, wirklich. Ich weiß auch nicht genau, was ich jetzt dazu sagen soll. Das wissen wir ja nicht. Ich war ja noch nie im Praktikum, also weiß ich nicht. Geh mal hin. Glaubst du? Also, wir haben so, also wir machen das jetzt, warte, zum 380. Mal hier. Und wenn wir eine Kritik haben, dann ist das genau die, dass Deutschland die Schicksale des Einzelnen, also das, was für die Leute wirklich wichtig ist, da nicht vorkommt, sondern dass man in so einer Berlin-Blasen, was wird denn gerade diskutiert, ach, jetzt haben wir auch noch Twitter, um das ein bisschen nachzuvollziehen, alles klar, na dann, da übrigens die Empfehlung, sich einfach mal Frank Rieger anzuhören. Twitter, das ist nur noch Lüge im Grunde. Vielleicht meint sie ja quasi das, was von den normalen Leuten auf Twitter Thema ist, das wird ignoriert. Aber vielleicht meinst du, das, was Paul Ziemiak und Co. auf Twitter verbreiten und das, was zum Tagesthema wird, das ignorieren sie nicht. Ja, also nehmen wir mal Kevin Kühner zum Beispiel, ne? Dem wird ja nachgesagt, er hätte Enteignungen gefordert, woraufhin er den Witz macht dann Tage später, dass wenn der Tagesspiegel nachschaut, wo finden denn Enteignungen statt? Dann heißt es plötzlich, 200 Enteignungsverfahren laufen gerade im Verkehrsministerium, also bei der CSU angesiedelt und von ihr beauftragt. So, jetzt könnte man sich dafür interessieren, ja, wo finden eigentlich Enteignungen statt? Man könnte sich für den Wohnungsmarkt interessieren, über den Kevin Kühnert sprach. Worüber spricht man aber die ganze Zeit? Über das Horse Race. Wie über Kevin Kühnert bei Twitter diskutiert wird. Ja, völlig unabhängig davon, worüber Kevin Kühnert sprach und warum er darüber sprach, nämlich weil das Menschen betrifft. Zum Beispiel Wohnen. So, ja, und dass sie jetzt so auf der Bühne sitzt und so eiskalt sagt, wir interessieren uns für die eigentlichen Geschichten und nicht für das Gespräch bei Twitter und bei Facebook darüber, das ist einfach gelogen. Warte mal ab. Du hast noch 7 Minuten Material, das du noch besprechen musst. So, jetzt habe ich, was mitgebracht, wo ich dachte, damit kann ich Stefan Schulz emotional abholen. Weil jetzt geht es um die Grundsteuer. Und Marietta Slomka erklärt dir mal, wie man beim Heute-Journal eine emotionale Grundsteuerberichterstattung hinbekommen kann. Ich glaube aber, dass die Gegenemotionalisierung, wie wir es zum Beispiel jetzt auch bei Europa oder bei einem Thema wie Klimawandel erleben, nicht in erster Linie Aufgabe von Journalisten ist, sondern eigentlich von Politikern, von Interessengruppen, von politischen Parteien, deren Botschaften dann wieder transportiert werden. Würden Sie nicht sagen, das ist auch unsere Aufgabe? Ja, aber es ist nicht meine Aufgabe, mich jetzt von morgens bis abends zum Heute-Journal hinzustellen und irgendwie dauernd wahnsinnig angefasst zu sein und die Tränen in den Augen zu haben. Nein, nein. Das macht Klaus Kleber. Notre Dame brennt! Ich bin so nah am Wasser gebaut. Weiter und so fort. Ja, ja. Also das kann es irgendwie nicht sein. Nein. Ha, und die Grundsteuer, die finde ich schon wichtig, aber man kann auch einen Bericht über eine Grundsteuer zum Beispiel emotional aufhängen, indem man einen Betroffenen, ja, so nennen wir das ja immer gerne, zeigt, der jetzt seine Miete nicht mehr zahlen kann. Und schon haben sie die Emotionen. Wow, das findet sie aber erstaunlich lustig, dass es Betroffene gibt, die ihre Miete nicht mehr zahlen können. Bricht sie gleich in Lachen aus. Ist ja wirklich, wirklich eiskalt hier. Frau Maria Taslokation für die Bodensteuer. Und das ist auch legitim, Menschen durch. Kleine Korrektur an der Stelle, sie heißt natürlich Bodenwertsteuer, für den Fall, dass ihr nachgoogeln wollt, was sie da sagt. Über menschliche Themen in etwas hineinzuziehen und nicht mit einer Grafik anzufangen, das ist dann auch nicht irgendwie verwerflich, finde ich. Natürlich haben Emotionen einen Raum in Nachrichten und gerade auch bei Sachthemen. Also das Goethe-Institut in Norwegen, Oslo, hat sich dafür interessiert, was ich zum Thema Storytelling zu sagen habe. Und ich habe daraufhin einen kleinen Text geschrieben, vielleicht nicht uninteressant für den einen oder anderen. Wenn Marietta Slomka hier sagt, sollten wir verlinken, war ein guter Text. Genau, verlinke ich. Und wenn Marietta Slomka hier sagt, wir sollten mal nicht mit einer Grafik anfangen, sondern
Und dann lacht sie ja so ein bisschen drüber, ja, Betroffene wäre natürlich doch nicht schlecht, auch wenn es nicht meine Aufgabe ist, bemitleidenswerte Opfer in den Vordergrund zu stellen. Also die ganze Idee beim Journalismus, gerade wenn er so bildgebunden ist, immer anhand von Personen Sachen zu erklären, weil man einen Protagonisten braucht, um einen Plot zu spannen, ja, und man sich die ganze Zeit nur an, wie hat er sich verhalten und wie haben wir uns gefühlt, als wir gesehen haben, wie er sich verhalten hat und so weiter, dann kommt man nie zum Kern der Sache, ja, Bodenwertsteuer, sie kann nicht mal den Begriff aussprechen, sagt Bodensteuer, ne? Wir wollen eine Bodenwertsteuer und die meinte sie auch und das ist, also, ich weiß aber auch nicht, so wie sie da schon wieder, also in dieser ganzen Haltung, wie sie da sitzt, ja, mit diesem und so, da, wo man genau weiß, also da kann Ressler jetzt noch 1000 Fragen stellen, ja, diesen Panzer bricht man nicht durch in dem Moment, weil die Zeit läuft einfach ab und die halbe Stunde hält sie auch noch durch, das so zu machen. Das ist, also ist frustrierend zu sehen. Ich fand Georg eigentlich ganz gut bei dem Panel. Du hast doch zwischendurch so an der Mimik von Slomka gesehen, dass er sich manchmal angesprochen gefühlt hat, aber dann einfach sich auf die Zunge gebissen hat und sich nicht gewehrt hat. Ja. Weil Georg so ein bisschen durch die Blume natürlich auch. Ja, ich erinnere mich gerade. Letztes Jahr bei der Republika hat Georg das genauso gemacht, in dem gleichen Saal mit Dunja Halali, Hayali. Hayali. Genau, das habe ich ja dann mit Hans später auseinandergenommen. Und das werde ich auch nochmal verlinken, weil das ist im Grunde, vielleicht sollte man es mal kombinieren, was wir hier zu Slomka sagen und was letztes Jahr auch bei Hayali, die sich ein bisschen gekonter und auch ein bisschen, sie hat den Spirit so ein bisschen mehr gefühlt, um ihre Argumente zu machen, ja. So eiskalt wie Slomka war sie nicht, aber das ist schon erschreckend hier. Was ich jetzt geil fand, jetzt kommt Marietta dazu, es geht um False Balance, ja, Georg hat so ein bisschen das Beispiel Klimawandel gebracht und die Zuschauer auch, ja, hier bei BBC, Leugner und Schützer, bei Fox News ist es ja eh Standard und Georg bringt dann das Beispiel mit den 100 Lungenärzten. Mhm. Ja? Und da fühlt sich Marietta jetzt aber nicht angesprochen. Fehler passieren und gleichzeitig sagt sie uns mal, was passiert, wenn sie mal einen richtigen Menschen bei sich in der Redaktion haben, der Bescheid weiß. Also ich hätte eigentlich in Deutschland gedacht, dass wir das Thema gar nicht so dramatisch haben, bis 100 Lungenärzte Anfang des Jahres behauptet hätten, da hatten das CO2 beziehungsweise Stickoxide und Feinstaub völlig ungefährlich sein und dass es daraufhin eine riesige Debatte in allen Talkshows in Deutschland gegeben hat und natürlich bis in die Nachrichten. Marietta hat schon das Mikro in der Hand. Fühlt ja, wir wollen mal erinnern. Also richtig, zeitlich, das war Anfang des Jahres. Was war eigentlich Ende letzten Jahres? Ach so, da hat heute schon auch schon diesen Lungenarzt die ganze Zeit im Gespräch, ja, und hat ihn hier zu Hause abgefilmt, wie er sagte, also diese Zigarette hier und so. Das war auch wir kennen ihn aus dem heute schon vor allem, ja. Wir haben den auch schon mehrfach dann nochmal in der Wiederholung gespielt. Das war im September schon, lange bevor sein Text kam, wurde er im heute schon hofiert. Mhm. Aber Sendungen hinein, obwohl es wissenschaftlich nachweislich Mumpitz war, der da behauptet worden ist. Also insoweit sehe ich schon auch für deutsche Medien eine Gefahr, dass man aus einem falsch verstandenen Drang nach Ausgewogenheit oder weil man müde wird, weil da irgendwelche Kampagnen laufen und die sagen, jetzt lass doch auch mal die anderen zu Wort kommen, dass man da anfällig wird dafür, diese False Balance dann doch eben einzunehmen. An der Stelle hilft es natürlich auch sehr, wenn eine Redaktion bisschen selbst rechnen kann und feststellt, 100 Lungenärzte sind aber ganz schön wenig. Ja, und nicht eine große Anzahl, die man jetzt wahnsinnig viel Raum ein. Es ging ja lange. Ich meine, es ging. Ja, es ging lange, weil es natürlich politisiert wurde. Und wenn etwas dann so politisiert wird, sind sie auch, wenn sie dabei sind, dann zu erklären, dass das Quatsch ist, natürlich mittendrin in der Berichterstattung. Aber ich erinnere mich noch, wie Marietta Slomka uns erzählt hat, was für ein Quatsch das ist. Ja, das haben wir nicht erklären müssen, sondern das hat Marietta gemacht. Genau. Ich glaube, dass es wichtig ist, ich will Ihnen ein anderes Beispiel nennen, um in diesem Wissenschaftsbereich zu bleiben. Letztens die Geschichte Brustkrebs künftig mit einem einfachen Bluttest erkennbar. Das war nun wirklich ein Beispiel dafür. Ja, das ist auch ein tolles Beispiel für dieses schöne Derailing. Ja. Lungenärzte, ja, da waren wir heute schon natürlich und so. Pass mal auf. Okay. Wo ich einfach auf Knien dankbar war, dass wir eine sehr, sehr gute Medizin- und Wissenschaftsredakteurin bei uns in der Redaktion haben, die auch immer da ist und nicht nur mal eben eingekauft wird, wenn wir sie brauchen und die auch immer Geld kostet, ja, klar. Die gesagt hat, Leute,
das kann nicht stimmen, wir lassen die Finger davon. Und wir haben die Finger davon gelassen, womit ich mich jetzt nicht vor, über alle andere erheben will, die das alles gemacht haben. Wir haben auch schon Fehler gemacht und sind solchen Dingen aufgesessen. Aber in dem Fall waren wir halt einfach ja, in unserer eigenen Redaktion gut beraten. Und ich glaube, dass das wichtig ist, eben auch Wissenschaftler in Redaktionen zu haben und Fachwissen permanent zu unterhalten. Also, wir regen uns das so oft auf, dass wir irgendwas thematisieren, wo du denkst, so, was soll das denn jetzt? Auch das Beispiel mit den 100 Lungenärzten. Im Prinzip sagt sie ja, wenn wir uns immer über False Balance beim Heute Journal aufregen, dass einfach an dem Tag nicht der richtige Mitarbeiter da war, der die Chefs in der Redaktion mal daran erinnert hat, ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein so. Dass Georg hier False Balance so als Grundbegriff einführt, finde ich gut. Den sollten wir auch nochmal erklären, denn der ist ja, würde ich sagen, auf Augenhöhe mit Horse Race zum Beispiel. Also False Balance ist ja dieses amerikanische Prinzip, man klärt alles nur noch in Talkshows. Man schaltet sich 10 Leute irgendwie gleichzeitig dazu und wenn der eine Meinung hat, hat der andere halt eine Gegenmeinung. Während ja in Europa zumindest dieser Running Gag vorherrscht, wenn es draußen regnet und der eine sagt, es regnet und der andere sagt, es regnet nicht, dann ist es nicht die Aufgabe des Journalisten, beide zu Wort kommen zu lassen, sondern vor die Tür zu gehen und zu gucken, ob es regnet oder nicht. So, ja. Und das finde ich hier eben auch problematisch, wenn, und das muss man eben auch nochmal dazu sagen, wenn, ohne dass das Wissen schon vorherrscht, dass da ein Fake drin steckt, ja, wenn Ärzte sagen, sie haben jetzt einen Test, der Brustkrebs schneller prognostiziert oder vorhersagt oder wie auch immer. Und dann sitzt eine Wissenschaftsredakteurin in der Redaktion und sagt, naja, ist ja ganz schön, dass da irgendwie 3 Institute, eine Uni und 17 Wissenschaftler, die daran arbeiten, eine Meinung zum Thema, wir haben jetzt ein Verfahren entwickelt, um das schneller zu machen. Ja, wieso ist eigentlich die eine Wissenschaftsredakteurin überhaupt, also warum sollte man ihr glauben? Ja? Also da ist doch so eine gewisse Unwucht. Entweder wir haben jetzt Vertrauen in die Wissenschaft oder nicht. Wenn wir im Nachhinein verarscht werden, muss man das aufarbeiten. Aber sich jetzt darüber zu freuen, dass man eine Wissenschaftsjournalistin hat, die angeblich, wie Marita Slomka gerade sagte, auf dem Fachgebiet, auf dem da gerade ein Theaterspiel vorgeführt wird, ja, mehrere Dutzend Leute, inklusive Institutsnennung und Universität und so weiter und so fort, ja, sagen, wir haben da einen wissenschaftlichen Durchbruch, dann würde ich das erstmal ernst nehmen und auch so reportieren und nicht im Nachhinein mich darüber freuen, ah, zum Glück war es ein Fake, weil ich hatte eh keine Lust darüber zu berichten. Weil entweder wir nehmen Wissenschaft ernst oder nicht. Wenn man dann verarscht wird, klar, sieht die Nachbereitung der Thematisierung ein bisschen anders aus. Und da muss man halt auch sagen, wir wurden verarscht, wurde ja dann auch gemacht, ja, weil es war ja wieder ein eigenes Thema für sich, dass da so ein Fake lief. Aber dann sozusagen, na zum Glück sind wir in der Redaktion klüger als die Wissenschaftler in Deutschland und in China. Ja, das kann auch nicht der Haltung sein, mit der man an die Sachen rangeht. Ja, eigentlich hätte man ja auch einen Beitrag machen können. Also, liebe Oma Erna, es ist gerade seit Tagen in der Zeitung, in anderen Medien, Brustkrebs mit Bluttest und so weiter und so fort. Ja. Wir haben mal recherchiert und zeigen dir mal, wie Bullshit das ist. Ja, und dann wollte ich noch sagen, dass der Lungenarzt vor allem im Heute-Journal so hofiert wurde, bevor, also dadurch kam er vielleicht erst auf die Idee, das habe ich schon 3-mal vom Heute-Journal eine Anfrage bekommen, hier eine Home-Story bei mir mit O-Ton und so, vielleicht sollte ich das einfach mal auf 2 Seiten aufschreiben. Ja? Also kann ja auch sein, dass da so eine gewisse Motivation einfach befördert wurde bei ihm. Hat Georg nochmal den BAMF-Skandal angesprochen, weil da kann sich nun keine Redaktion rausreden, so einfach wie Matthias Lomka das hier gemacht hat. Ja, weil der BAMF-Skandal, der mittlerweile zusammengeschrumpft ist auf gar nichts, weniger als nichts, muss man statistisch grob gerundet sagen. Marietta hatte da noch eine Redakteurin, die sich in Sachen Flüchtlinge auskennt und sie hat die dann daran erinnert, dass es vielleicht keine gute Idee ist, das hochzuschwappen. Nein, da hat das Heute-Journal auch nicht mitgemacht. Ja. Also das ist Wir kommen erst zum Höhepunkt, beziehungsweise zum Tiefpunkt. Ja? Und jetzt möchte ich den Dank an Paul aussprechen, Respublika Podcast, der hat nämlich eine Frage gestellt. Und Marietta hat sich gedacht, da antworte ich mal. Paul wollte wissen, ja, Notre Dame, das war ja, da habt ihr aber schön, da seid ihr gleich raufgegangen, ne? Top-Meldung und so weiter und so fort. Mit Tränen in den Augen, Klaus. Und Marietta bringt jetzt mal Notre Dame und vergleicht das mal mit den Toten im Mittelmeer. Ihr habt so ein bisschen schon im Intro gehört, aber jetzt, Stefan, halt dich fest. Okay. Meine Frage geht dahingehend, dass es ja auch jetzt in letzter Zeit immer wieder Kritik gab, zum Beispiel bei Notre Dame, dass da nicht live berichtet wurde. Wie wollen Sie als Medienverantwortliche damit umgehen, dass es schon einen großen Teil von Konsumenten gibt, die sofort Berichterstattung haben wollen, um jeden Preis?
Und kann man auch, oder wie würden Sie sagen, kann man sein Publikum auch dahingehend erziehen, dass es vielleicht auch manchmal Themen gibt, über die man gar nichts live berichten kann? Also Notre Dame ist ein unheimlich gutes Beispiel, weil man da wirklich unterschiedlich entscheiden kann, wann man dann damit drauf geht, ob man es als eine Breaking-News-Situation einschätzt oder nicht, ob man eine Sondersendung macht oder nicht. Im konkreten Fall, Klammer auf, ich war allerdings nicht im Dienst, aber ich habe natürlich mitbekommen, wie meine Redaktion entschieden hat, wurde da dann zum Beispiel ein sehr ausführliches Heute-Journal zugemacht, aber keine Sondersendung. Hätte man aber auch anders machen können. Dann geht es wirklich um Relevanzkriterien. Ist es relevant, wenn ein Gebäude brennt, aber keine Menschen betroffen sind und es auch kein Terroranschlag war? Ich glaube ja, weil Notre Dame nicht irgendein Gebäude ist. Aber man kann natürlich nach reinen Relevanzkriterien auch sagen, muss man nicht unbedingt. Kommt hinzu, das gab starke Bilder. Das klingt jetzt sehr zynisch, aber natürlich ist auch das in einer Fernsehredaktion ein Thema. Sie sehen leider die Flüchtlinge seltenst ertrinken. Auch das ist jetzt ganz schlimm, das so zu formulieren. Aber wenn Sie Menschen ertrinken sehen, wenn das gefilmt würde, abgesehen davon, dass wir dann wieder mit der Würde des Menschen abwägen müssten, was wir davon zeigen, könnten sie diese Dramen auch besser bebildern. Wie so viele Dramen auf dieser Welt, die selbst für investigative Journalisten kaum zu dokumentieren und zu bebildern sind. Notre Dame stand in Flammen und jeder guckt hin. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir jetzt als ARD oder ZDF, und ich kann jetzt nur für meinen Sender sprechen, daraus jetzt stundenlange Live-Berichterstattung machen. Wir sind kein Nachrichtenkanal. Okay, dazu habe ich gleich einen kleinen Clip, den müssen wir, der passt hier ganz gut. Also, es gibt ganz eindrucksvolle Bilder ganz kurz, also sie bestätigt damit, dass das politische Kalkül der Bundesregierung, der italienischen Regierung, der Europäischen Union, keine Rettungshelfer mehr auf dem Mittelmeer zu haben oder so wenig wie möglich, damit es keine schrecklichen Bilder gibt, wo wir durch müssen, wie Thomas de Maizière sagen würde, das klappt vollständig, weil sie sagt ja gerade, ja, hätten wir jetzt die Bilder von den sterbenden Menschen, dann würden wir darüber reden, aber jetzt haben wir sie nicht. Und ja, also zum Thema Bilder, es gibt natürlich unfassbar viele Bilder, die das wirklich im Detail erklären. Wir haben diesen großen Film über Flüchtlinge von Ai Weiwei und wir haben sehr viele Aufnahmen von Rettungsbooten, also Leute sind mit, 360-Grad-Kameras auf den Rettungsbooten mitgefahren, also auf den Flüchtlingsbooten. Die sind in Afrika mit eingestiegen und haben das gefilmt, wie das so zugeht auf dem offenen Meer. Selbst wenn man noch nicht zeigt, wie so ein Boot in Seenot gerät, sondern einfach nur, wie es nachts auf so ein Boot ist, wenn da 100 Leute auf, jeder hat 30 Quadratzentimeter irgendwie so, ja, und dann hast du irgendwie Wellengang und so, das hätte, wenn man das nur einmal zeigt, ja, ist die Stimmungslage eine andere und dann interessiert man sich auch anders dafür. Also jetzt mal ehrliche Frage, Stefan Schulz, ist es für Oma Erna egal oder nicht? Angenommen, es an einem Tag gehen 250 Menschen von Bord, sterben im Mittelmeer. Muss Marietta Slomka da unbedingt von diesem Tod, von diesen Toten die Bilder haben? Oder kann man nicht einfach 2 Jahre alte Bilder nehmen, die man quasi als Archivmaterial zeigt, damit Oma Erna Bilder im Kopf hat? Es ist doch jetzt scheißegal, ob diese 250 wirklich im Bild zu sehen sind. Ja. Oder vor allem, allgemein das Thema gesetzt werden muss. Ja, vor allem bei anderen Themen. Vorhin war hier so wichtig, dass man ja im Stile eines Magazins auch nochmal hinter die Story schaut. Das heißt, man muss gar nicht die Nachrichtenlage selbst bebildern, sondern man kann einfach ja dann sagen, wirklich für Oma Erna zielgruppengerecht eine Berichterstattung machen, die sie, also von der man glaubt, es wäre für ihre politische Willensbildung, es stehen ja Wahlen an, ja, wichtig. So, und diese Entscheidung hat man nie getroffen. Und dann hat Notre Dame gebrannt und dann ist es halt so, die Kamerabilder, also da sind genug Kameras da, also zeigt man das dann auch. Man ist dann froh darüber, dass keine Menschen verletzt sind, deswegen kann man es einfach senden, muss dann nicht die ganze Zeit noch staatstragend kommentieren. Ja, das ist ja, das erleichtert ja auch so eine Berichterstattung. Allerdings, kurzer Einschub hier, es gibt derzeit eine große Diskussion darüber, beispielsweise in der ARD, wie ist es nun so insgesamt, ja, also wenn es wenn man mal von seinem hohen Ross der Nachrichtenredaktion runterkommt und sagt, anders als Marietta Slomka eben zugestehen wollte, aber wie es tatsächlich ist, wenn Menschen über Sachen diskutieren, zeigen wir ihnen die Bilder dazu. Ja, also wenn Notre Dame brennt, zeigen wir die Bilder. Man hat Tagesschau 24, man hat das Internet, keine Ahnung. Ja, also man kann die ganze Zeit Live-Bilder senden, die sich dann unterscheiden von sehr viel anderem, was im Internet läuft, indem man einfach sagt, das ist aber hier ARD aktuell. Das ist nicht irgendwas, ja, sondern wenn du ein Interesse hast
Und sei es nur die gemeinsame Trauer mit anderen, die sich auch dafür interessieren, ja, dass das Gebäude da irgendwie brennt. So, dann hast du da einen Anlaufpunkt öffentlich-rechtlicher Natur und nicht hier, ja, connecting the dots im Internet, wo man noch irgendwie Auswertungen, Live-Auswertungen macht, welche Leute da auf dem Dach gerade rumrennen und eventuell das Dach angezündet haben. Und da gab es bei Medias Res in diese Diskussion eingreifend ein Gespräch mit Fritz Pleitgen, der nochmal zurück sich erinnert, der war ja damals ARD-Vorsitzender, 2001 beim 11. September. Ja, er blickt nochmal zurück auf dieses Ereignis, denn es ist jetzt 18 Jahre her und man hat sich damals plötzlich Gedanken gemacht und wollte eigentlich was ändern, man hat es bis heute nicht geschafft. Jetzt hören wir mal 36 Sekunden in dieses Gespräch und du sagst mir danach mal, was du auffällig fandest bei Fritz Pleitgen. Immerhin Top-Journalist, interessiert an der Welt, ein bisschen alt mittlerweile, okay, aber wir hören es mal kurz. Damals dieses Ereignis, der Angriff auf die Zwillingstürme in New York, das war natürlich ein welterschütterndes Ereignis. 11. September. Wir haben das damals, 11. September, das war glaube ich 2001. Also damals hat die ARD sehr schlecht ausgesehen. Das war ein unglücklicher Tag. Der Korrespondent in New York war nicht am Platz. Der kann ja nicht ewig am selben Platz sitzen. Er ist ja dafür eingestellt worden, dass er sich im Land umsehen. Er befand sich in Kanada, konnte nicht zurück. Ja, er war in Kanada und plötzlich war die Luftraum gesperrt und er wollte eigentlich nach New York. Ja, es ist natürlich blöd, kann er da nicht berichten. Damals hat man sich überlegt, nee, wir machen so für Hotspots und so, wir bauen jetzt mal was auf, dass wir unabhängig des Korrespondenten, ja, dann hat man ja auch dieses große Bilderteilen, also was bei CNN gesendet wird, darf man in der ARD immer einfach senden, da muss man gar nicht vorher nochmal fragen und Verträge unterschreiben und so weiter und so fort. Nee, dafür haben sie ja Verträge. Oder haben halt so pauschale Verträge am Anfang, genau. Was ich hier aber bezeichnet fand, dass Fritz Pleitgen nochmal so, ja, das war, glaube ich, 2001 sagt. Ja. Weißt du, ja, also keine Ahnung, ob das jetzt so eine Alterssache war, aber war ein unglücklicher Tag für die ARD. Das auch, aber wie, also wirklich jetzt, wie kann man denn vergessen, dass der 11. September im Jahr 2001 stattfand? Das verstehe ich irgendwie nicht, ja? Also das, ich habe da richtig so einen kleinen Schockmoment gehabt, als er so, ja, das war, glaube ich, 2001. So ein Ereignis unter vielen irgendwie, ja, ich weiß nicht mehr, war das 2003 oder 1999, keine Ahnung. Also es hat mich irgendwie so richtig, ich dachte, warte mal, die Leute entscheiden darüber, welche Nachrichten wir bekommen, ja, die nicht mal spontan sofort sagen können, mit Sicherheit, das war 2001. Ja, also fand ich irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung. Danke für diese Vorlage, weil jetzt geht's um Terror, weil Marietta meint so, immer wenn Terroranschläge sind, dann ist sie Moderatorin, das ist ihr Pech. Und jetzt geht es um den Breitscheidplatz und die Abwägung damals der Heute-Journal-Redaktion, angeführt von Marietta Slomka. Und kann sein, dass ich jetzt übertreibe und sage, das ist der Tiefpunkt ihrer Argumentation. Kann auch sein, dass ich es völlig falsch verstehe und du das anders aufnimmst. Aber wir hören da mal rein. Marietta über den Breitscheidplatz. Und es soll dann auch sortiert sein und überlegt sein und selbst beim Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz, den ich wie leider alle Terroranschläge moderiert habe, haben wir nicht stundenlang, wir haben mehrere Stunden, aber nicht 8 Stunden lang nur noch über den Breitscheidplatz berichtet. Wir haben nur 5, nicht 8. Weil das auch nicht die Aufgabe konkret von einem Vollprogramm wie dem ZDF ist. Und weil sie irgendwann auch an einen Punkt kommen, das merken sie, wenn sie CNN dann zum Beispiel sorgfältig beobachten, wo sie sich nur noch in so Schleifen der Spekulation und der Wiederholung bewegen. Es gibt nichts Neues, es gibt keine neuen Erkenntnisse, sie wiederholen, sie spekulieren, sie haben Talking Heads. Das ist für mich dann auch keine Nachrichtensendung im Englischen. Das kennt man gerade aus den USA-Berichterstattungen des ZDF-Heute-Journals nicht. Nee. Sinne. Und vor allen Dingen glaube ich, dass es uns gut zu Gesicht steht und sich da wirklich nicht treiben zu lassen. Und hey, das fällt schwer, nicht immer sofort schon direkt drauf zu gehen, nur weil das Netz voll ist. Natürlich saßen wir in der Redaktion und es kam die erste Agenturmeldung, LKW-Unfall fährt in Weihnachtsmarkt in Berlin. Da können Sie sich vorstellen, dass ich auf dem Tisch gestanden habe, weil ich ahnte, was auf mich zukommt und wir wussten, das ist wahrscheinlich ein Terroranschlag, aber wir wussten es noch nicht sicher und wir haben uns diese halbe Stunde genommen, bevor wir auf den Sender gingen und sagten, ja, es gibt diese Katastrophe hier in Berlin. Wir wissen noch nicht gesichert, ob es ein Terroranschlag ist, aber vieles spricht dafür und auch da sind Sie dann schon im Spekulativen. So, jetzt eine Frage an dich. Ich habe verstanden, dass sie da diese Katastrophe auf dem Breitscheidplatz beschreibt, das als Katastrophe korrekt klassifiziert, aber entscheidend für das Heute-Journal,
darauf zu gehen und zu senden, ist alleine, ob es Terror war oder nicht. Nicht, ob es eine Katastrophe war und wir allgemein darüber berichten sollten, weil es eine Katastrophe ist. Nein, es muss schon Terror sein. Eine Terrorkatastrophe. Ja, also, nö, ich habe es auch so verstanden. Was ich nur, also ich will sogar da nochmal einen Schritt weiter zurückgehen. Noch bevor feststeht, ob es Terror ist oder nicht, ja, ist die Nachricht in der Welt, ein LKW fährt in einen Weihnachtsmarkt. Jeder, also ich meine wirklich jeder, der das auf seinem Smartphone, egal in welcher Form, sei es als eine WhatsApp-Nachricht vom besten Kumpel, sei es als ein Tweet, wie auch immer, interessiert sich dafür, was da vor sich geht. Unabhängig davon, ob es Terror ist oder nicht. Diese Frage schwingt natürlich dann heute sofort mit, ja. Muss man jetzt Angst haben, ist das koordiniert, gibt es da irgendwo anders noch Vorfälle und so weiter. Diese Redaktion setzt sich natürlich, sobald die diese Nachricht haben, hin vor jeden Bildschirm, den sie haben, und dann wird alles abgegrast. Und was ich fordere von denen ist, dass sie unterstellen, dass das jedem Menschen in Deutschland, der diese Nachricht auch hat, genauso geht wie denen. So, die wollen dann einfach wissen, was da vor sich geht. Und wenn sie dann sagt, wir haben aber dann noch vernünftigerweise eine halbe Stunde gewartet, das Internet nicht. Also wenn man da jetzt ein gutes Gegenprogramm machen will, dann muss man das Programm auch machen. Es muss nicht im ZDF, ja, das Programm dafür unterbrochen werden. Dafür ist das Internet groß genug. Dafür kann man noch, was weiß ich, für Drittsender irgendwie mobilisieren, ja. Aber in den Momenten, wo Notre Dame brennt, wo, was weiß ich, Terror, Breitscheidplatz und solche Sachen passieren, ja, vielleicht habe ich da auch meine Meinung geändert zuletzt, aber da könnte man durchaus drüber nachdenken, ob man auch die Spekulation in den Redaktionen, von denen ich ja denke, sie handeln einfach verantwortungsbewusst und gehen da einfach die Sachen durch, ja, aber die, dass die das auch wirklich live senden, dass sie da einfach eine Kamera in ihre Redaktion stellen, so wie Ottaviani die Webcam in sein Studio stellt und die Musik, ja, also ich würde gerne, also jeder, also der menschliche Drang, sich sofort dafür zu informieren und die ganze Zeit Twitter zu aktualisieren, der ist einfach gegeben. Und ich finde, man sollte jetzt so ehrlich sein und Marietta Slomka sollte ihr eigenes Interesse an dieser Sachlage auch allen anderen in Deutschland unterstellen. Und wenn man diese Leute erreichen kann in dem Moment mit einem öffentlich-rechtlichen und sei es die andauernde Schleife, ja, das ist ja auch ein Nachrichtenwert, wenn man hört, ah, schon wieder alle 5 Minuten das Gleiche, ja, ich kann jetzt auch so langsam ausschalten, da passiert jetzt erstmal nichts, dann sollte man dieses Interesse der Leute auch bedienen, denn das Interesse wird auf jeden Fall bedient, die Frage ist nur, von wem? Und wir haben eine öffentlich-rechtliche Anstalt in Deutschland, die sowas leisten kann, also sollte die dann auch einfach auf dem Live gehen damit, ja, warum nicht? Im Internet einfach oben bei heute.de für alle, die sich dafür interessieren, so ein Ding einschalten. Und dann sieht man halt einen Redakteur, der wie Peter Klöppel 9 Stunden lang vom 11. September 2001 berichtet. Ohne Information. Aber Information ist in dem Fall nicht so wichtig. Nee, aber wir haben doch damals genau das kritisiert, dass sie stundenlang immer dasselbe berichtet haben. Sie hätten was wichtig war, innerhalb einer Viertelstunde im Heute-Journal versenden können und sagen, okay, alles Weitere auf heute.de, bei Phoenix live oder gehen Sie auf die Privatseite. Ja, aber das meine ich doch. Okay. Nee, das CDF-Programm dafür unterbrechen würde ich nicht. Aber ich würde unten kurz einen Hinweis geben, wenn Sie sich dafür interessieren. Phoenix ist Ihr Ansprechpartner, ja. Und dann schaltet man auf Phoenix und dann sieht man da 2 Leute am Tisch, die sich darüber Gedanken machen, was da passiert. Und wenn die nichts Neues zu berichten haben, ist das halt so. Aber das will man dann auch selber feststellen. Also die haben gerade nichts zu berichten. Und auf Twitter finde ich auch nicht mehr, als die mir sagen, okay, ja, und dann kühlt man so langsam wieder runter. Aber wir haben das ja auch beim Terror da in Christchurch gesehen und so. Mittlerweile ist das Publikum da einfach aktiv. Ja? Man will da einfach wissen, was da vor sich geht. Diese Videos werden nicht nur viel angesehen, sondern die werden auch viel, viel geteilt. Millionen und Millionen Mal werden die geteilt. Und dieses Interesse, dieses spontane Interesse muss... Und da haben wir eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die eben ja, der Facebook-Logik gegenübersteht, kann man dann einfach bedienen. Man hat dafür Phoenix, man hat Tagesschau 24. Es reicht völlig, wenn da 5 Leute ja, in der Zentralredaktion auf Bildschirme gucken und sagen, was sie sehen. Ja, aber man kann jetzt die Facebook-Twitter-Logik nicht länger, finde ich, bei sowas alleine laufen lassen. Und man muss, also das fordere ich einfach von Märta Slomka, das Interesse, was sie an der Nachrichtenlage hat, muss sie auch allen anderen, Oma Ernas und Opa Ennis, unterstellen. Und wenn sie da verantwortungsvoll mit umgehen will, finde ich, sollte man sich auch überlegen, wie man das bedient. Das ist ja auch unsere
fucking Aufgabe als Journalist. Also ich meine, warum gucken die uns, warum gucken die Jungen naiv? Weil, ey, wir, die finden, also unsere Hörer und Hörerinnen finden gut, was wir relevant finden. Ja. Ich meine, man hat das Publikum auf Terror getrimmt und wenn er dann stattfindet, ja, kann man ja nicht da sitzen und sagen, so wie sie jetzt, ja, dann haben wir erstmal ganz verantwortungsvoll nur intern bei uns die Köpfe heiß geredet und uns und Angst entwickelt und so weiter, um das, dann eine Stunde später auf den Sender zu gehen mit einem fertigen Stück. Das fand ich ja gerade auch interessant. Also sie bekommt die Nachricht vom Breitscheidplatz und springt dann auf den Tisch. Also hat sie sich quasi terrorisieren lassen von der Nachricht. Ja, jeder in Deutschland springt da auf den Tisch. Also. Ja, in Anführungszeichen. Ja, es kühlt jetzt so langsam, es könnte sein, dass es in 5 Jahren wieder so ein, ach Terror, ja alles klar, lese ich morgen nach und so, ja, es kommt so, aber derzeit haben wir noch so eine Lage, wenn du diesen Winter dann wieder hörst, ein LKW ist ein, ja, dann willst du einfach wissen, was da los ist. Gut. Letzter Clip, den habe ich nur für dich mit drin gelassen. Mhm. Es ist nicht nur Klaus Kleber, der die New York Times als Messlatte für das Heute Journal legt, sondern auch Maria Slomka und sie vergleicht sich auch mit denen. Aber ich glaube, dass man an Abgewogenheit oder Unparteilichkeit oder Fairness oder Distanz. Wahrhaftigkeit und Distanz schon arbeiten kann. Distanz, eben doch auch Distanz in alle Richtungen auf einen bestimmten Wertekanon. Und nur was ich interessant finde, und das bestätigt auch die Geschichte vom Falter, also die Entwicklungsgeschichte, dass wir eigentlich abgeschriebenen alten Mainstream-Medien gerade ganz gewaltig profitieren von diesen Polarisierungen in der Gesellschaft. Das gilt für die New York Times und die Washington Post, die wahnsinnige Abozahlen haben. Es gilt offenkundig für den Falter. Ich glaube, bei der Zeit läuft es auch nicht schlecht. Und im Heute-Journal haben wir jetzt zurzeit Marktanteile und Zuschauer wie seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr. Tendenz weiter nach oben, obwohl man doch eigentlich sagt, too long didn't read. Ja? Wahnsinnige Abrufzahlen. Also, ich sag mal so, hast du von der Kontroverse um James Charles mitbekommen? Nein. Okay, also bei Beauty YouTube gibt's gerade Ärger, weil eine Sister, wie sie sich selbst nennt, James Charles, berühmt für Make-up-Videos und so weiter, 16 Millionen Abonnenten auf YouTube gehabt, hat ein Video von Latz gesetzt gekriegt, in dem er kritisiert wurde. Dieses Video wurde innerhalb von einem Tag 50 Millionen Mal gesehen. Die Leute sind alle zu James Charles auf dem YouTube-Kanal gesehen, haben gesagt, dich deabonniere ich. Zack, 4 Millionen weniger Abonnenten. Wow. Das bewegt die Leute, ja. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, oh, die New York Times hat aber auch 2 Millionen Abonnenten und so. Und beim Heute-Journal gucken sogar 3 Millionen Oma Ernas zu. Aber in den Dimensionen Journalismus gegen die restliche Medienwelt, ja, muss man wirklich nicht in Freude darüber ausbrechen, dass im Journalismus irgendwie Abozahlen explodieren. Also die Welt beispielsweise, ja, -17% innerhalb eines Jahres. Ich weiß nicht genau, wovon sie da spricht, ja. Der Journalismus findet im ganzen Gefüge medialer Realität quasi gar nicht mehr statt. Das interessiert so im 1%-Bereich irgendwie Leute. Gut, wenn es da mal so einen kleinen Peak gibt, weil irgendwo was passiert ist. Aber ansonsten als Journalismus echt schwer, ja. Die Leute gucken 10 Stunden am Tag auf Bildschirme und Journalismus spielt da absolut keine Rolle mehr. Alles andere als Journalismus. Aber gut, man kann es natürlich auch sich immer hindrehen, wie Klaus Kleber ja bei uns schon sagte, er ist erfolgreich in der Altersgruppe der 60-Jährigen und keine wächst schneller als diese in Deutschland. Ist natürlich ein tolles Babyboomer-Argument, ja, so strukturell bedingt, aber Aussagefähigkeit für die Rolle des Journalismus und seine Bedeutung ist null, wenn nicht negativ. Gut. Tja, schlimm ist das mit Marietta. Ich bin ganz erschüttert. Ja. Ich wollte noch nachreichen. Ja. Und zwar war es Daniel Kehlmann, den kennen wir ja alle von seinen tollen Büchern, der nochmal das ein oder andere Zitat bei einem Preisempfang in Österreich losgelassen hat, nämlich: Ich möchte unseren schweigenden Kanzler kurz fragen, ob er sich darüber klar ist, dass künftige Geschichtsbücher ihn als den Mann bewahren werden, der es einer rechtsextremen Partei ermöglicht hat, diesem Land in seinem äußeren Bild und seinem inneren Gefüge Schaden zuzufügen, der sobald nicht mehr in Ordnung zu bringen ist. Und dann fügt er an, draußen in der Welt wird Österreich inzwischen zuverlässig neben Trumps Amerika, Orbans Ungarn und Bolsonaros Brasilien genannt. Finde ich ehrlich gesagt eine gute Einschätzung von außen. Aber bitte seien Sie mir nicht böse. Genau, mal nicht tagesaktuell, sondern hier einfach mal im großen Bogen. Wie hat sich's
entwickelt seit Regierungsübernahme, blau-schwarz oder lila-blau oder wie auch immer, nicht gut. Lass uns zum Thema Mobilität kommen. Damit nee, warte, ja, es ist erst 31, wir haben noch ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wie viele Clips du hast. Zum Thema Mobilität, also eine Sache ist mir wichtig, wir gucken mal kurz Mathe-Abi. Denn die Frage ist, ist es Mathe-Abi zu schwer gewesen? Ist ja nicht eine ganz unbedeutende Frage. Ja, ist ja nicht eine ganz unbedeutende Frage. Wir hören mal hier, es gibt jetzt eine Petition. Sie hat auch unterschrieben, die Online-Petition für ein faires Mathe-Abitur. Zu schwierig, teils nicht machbar seien einige Aufgaben gewesen. Zoe McDonald aus Hamburg hatte sich sehr gut vorbereitet, sagt sie, sogar einen externen Intensivkurs belegt. Doch vergangenen Freitag verzweifelt auch sie am Mathe-Abitur. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, das ist ja viel anspruchsvoller als die Übung, die ich zuvor gemacht hatte. Und dann bin ich halt direkt zu einer anderen Aufgabe gesprungen, jetzt in den Bereich Stochastik, weil mir das eigentlich immer recht gut lag. Und da war ich dann auch überrascht, als ich mir die ersten Aufgaben durchgelesen habe. In den sozialen Netzwerken wird das Mathe-Abi heiß diskutiert. Aus Bayern kursieren einige Aufgaben schon im Internet. Zu viel Text, zu kompliziert, das habe zu viel Zeit gekostet, heißt es. Ja, sie hat jetzt gesagt, es war zu kompliziert und im Bericht hieß es war zu viel Text. Das sind natürlich erstmal zwei ganz unterschiedliche Formen von Problemen, die das verursachen kann. Und dann ist es halt, Ich habe jetzt gerade ganz gedacht, wäre hilfreich, wenn sie sagen würde, ob in Hamburg ein 12-Jahres-Abitur gemacht wird, also ob sie eine 12-Klassen-Abiturientin ist, weil da wäre ja eine Antwort, es war einfach zu wenig Zeit. Also hätten sie noch ein Jahr länger gemacht, hätten sie wahrscheinlich mehr Mathestoff machen können. Wer weiß, ja. Die Lehrer müssen sich jetzt aus einem Pool bedienen. Es gibt ja jetzt, soweit ich weiß, überall Zentralabitur, oder? Auch in Westdeutschland ist es angekommen. Jedenfalls hatten sie hier dann in den Tagesthemen ein Nachhilfelehrer. Und das finde ich, also jetzt beginnt es auch so ein bisschen problematisch zu werden. Er kennt die Sorgen der Schüler. Milad Fahimi, Gründer und Leiter eines Nachhilfeinstituts. Für das Mathe-Abi entwickeln die Bundesländer eigene Aufgaben. Zusätzlich bedienen sie sich aus einem deutschlandweiten Fragenpool. Problematisch sei, wenn die Prüfungsaufgaben am Unterricht vorbeigingen. Also man kann eindeutig von einem systematischen Fehler reden, weil wenn permanent über schlecht ausfallende Mathe-Abiturs in ganz Deutschland geredet wird, dann ist das nicht jedes Mal zufällig, sondern da funktioniert etwas nicht. Kurzfristig gesehen ist das vielleicht eine Aufgabenstellung, die schlecht gestellt wurde. Langfristig gesehen ist das ein schlecht vorbereiteter Schüler. Ja, dass jetzt ein Nachhilfelehrer einfach darüber reden darf, dass es hier systematische Probleme in der Schule gibt, weshalb man Nachhilfe beispielsweise braucht, um sich aufs Abitur vorzubereiten, ist natürlich so eine Art von Hypernormalisierung, die ich nicht okay finde. Dann doch lieber den Schülern, denen es zu kompliziert ist, sagen, naja, es muss ja nicht jeder ein Abitur schreiben, ja. Also Jahrgänge über 50% Abiturquote ist vielleicht dann auch ein bisschen übertrieben und dass die Selektion dann erst so spät stattfindet, mit schlechten Noten in der abschließenden Klausur des Abiturs, finde ich auch ein bisschen problematisch. Naja, jedenfalls haben wir gehört, er bietet hier einfach an, Nachhilfe zu machen. Die Schülerin, die wir vorhin gehört haben, die hat auch schon ergänzenden Unterricht genommen. Also es sind schon asiatische Verhältnisse, ja, in denen es quasi normal ist, dass man neben der Schule dann nachmittags nochmal in die Schule geht, die man dann auch noch bezahlt. Jetzt kommt der Schulsenator aus Hamburg hier kurz zu Wort, Thies Rabe. Die Kultusministerien der Länder wollen reagieren, haben angekündigt, die Beschwerden der Schüler ernst zu nehmen. Die Hamburger Schulbehörde hat die Gymnasien angeschrieben, will sich die Klausurergebnisse genauer ansehen. Und müssen jetzt erstmal nachgucken, was das nun wirklich war. Und ob was schiefgelaufen ist, gilt es auch nochmal abzuwarten. Denn der erste Protest ist zwar da, aber wir wissen auch, Online-Petitionen sind so eine Sache. Wir haben deutlich mehr Petitenten online als überhaupt Menschen, die Mathematikaufgaben mitgeschrieben haben. Und deswegen gilt es jetzt, glaube ich, erstmal in Ruhe genau hinzugucken. Ja, ich will eine Liste hier von change.org, wer hier wirklich Abiturient dieses Jahr ist. Ja, und welche 100.000 Leute da einfach nur solidarisch sind. Ja, genau. Ist nicht eine ganz unberechtigte Kritik, weil Online-Petitionen sind halt Online-Petitionen. Man müsste halt doch qualitativ einsteigen in die Kritik derjenigen, die auch wirklich die Prüfung geschrieben haben. Machen wir auch gleich. Im SWR2-Forum
wurde vom Moderator, als das Thema aufkam, am 15.05. nochmal eine Beobachtung vom letzten Jahr geteilt, die ich ganz interessant fand. Vergangenes Jahr hatte ein Berliner Lehramtsstudent nachgewiesen, dass das Mathe-Abi für die Berliner Leistungskurse leichter war als das bayerische Abi, das dort jeder Schüler schreiben muss. Ja, das ist natürlich ein echtes strukturelles Problem, wenn irgendwo das Leistungskurs-Abi leichter ist als das Grundkurs-Abi woanders, wo es nämlich Pflicht dann beispielsweise auch ist. Es gibt ja nicht, oder mittlerweile vielleicht, aber es war ja nicht immer in allen Bundesländern Pflicht, Mathe-Abi zu schreiben, ne? Also man kam irgendwie drumherum, habe ich so mitbekommen, als ich so nach Nordrhein-Westfalen kam. Also, du hast ein Mathe-Abi geschrieben, also wir mussten das, ne? Fand ich dann schon ein bisschen, also in der Hinsicht. Du musst, also bei uns war ja auch 4 Prüfungsfächer. Und wenn du irgendwas anderes, Naturwissenschaftliches genommen hättest, hätte ich auch rumkommen. Also du hättest auch ums Mathe-Abi rumkommen können. Ja, aber ich hatte Leistungskurs, darum habe ich es natürlich gemacht. Ja, also bei uns in Sachsen und Thüringen war das nicht möglich, um ein schriftliches Mathe-Abitur rumzukommen. Das habe ich dann in NRW das erste Mal gehört, finde ich nicht gut. Jedenfalls, Frau Susanne Lynn-Klitzing macht hier nochmal, die ist Bildungsforscherin, den richtigen Hinweis auch, würde ich sagen, für diese Diskussion so insgesamt. Das Abitur, die Abiturnote setzt sich zu 2/3 aus den Leistungen zusammen, die die Schülerinnen und Schüler in der gesamten Oberstufe erbracht haben. Das heißt, den höchsten Anteil an der Abiturnote hat das, was Schülerinnen und Schüler kontinuierlich geleistet haben. Dann geht es um 1/3, das in den Abiturprüfungen erbracht wurde. Und dieses 1/3, das werden 4 bzw. 5 Prüfungen abgelegt, dann entfallen ungefähr 8% auf eine Klausur. Und jetzt müsste man sich überlegen, also maximal 8%, um die geht es jetzt, aber nicht mal um die, weil die Frage ist ja, 1 Punkt mehr oder weniger oder 2 Punkte mehr oder weniger müssten dann eben nochmal in ein entsprechend prozentuales Verhältnis gesetzt werden. Von daher glaube ich, da ist ganz viel Prüfungsaufregung drin, die man gut verstehen kann. Es ist aber auch so ein gesellschaftlicher Hype da drin. Man hört ja auch, dass bei diesen Petitionen die Eltern alle ordentlich mit unterschrieben haben. Ja, also das ist das eine. Mathe-Abi, naja gut, die Klausur ist gar nicht so aussagekräftig, auch nicht so relevant. Sie spielt im großen Gefüge der Abi-Note eh nur eine kleine Rolle und so weiter. Alles richtig. In der Hinsicht muss man auch, erinnert mich so ein bisschen an die Yoga-Studenten, die ich in Bielefeld kennengelernt habe. Die durften nämlich erstmal einfach so vor sich hin studieren und dann hieß es plötzlich, ach so. Yoga-Studenten? Yoga, genau. Nee, Jura, die saßen, also in Bielefeld ist Jura und Soziologie eine Bibliothek gewesen. Deswegen saßen die Juristen immer bei uns und haben die ganzen Tische blockiert. Und da studiert man halt erstmal vor sich hin, ja, bis dann so die Staatsexamen kommen und dann plötzlich nicht, also die Prüfung völlig entkoppelt ist vom eigenen Studium, was den ja, Ablauf, das Personal und sozusagen betrifft. Und dann ist man plötzlich so, hat man so einen Realitätsschock, der vielleicht manchmal ein bisschen spät kommt. Ja, also sie bettet das hier so ein. Allerdings in der Süddeutschen Zeitung kam ein Physiklehrer zu Wort, der als Zweitprüfer das Mathe-Abitur kontrolliert hat und der seinerseits, um sich auf die Korrekturen vorzubereiten, selber die Aufgaben durchgerechnet hat. Der wurde dann gefragt, was haben Sie festgestellt? Und dann sagt er, ich habe mich gleich am Samstag an die sämtlichen Aufgaben gesetzt, die den Schülern vorgelegt wurden. Als unabhängiger Zweitkorrektor muss ich mich ja vorbereiten auf die Klausuren, die auf mich zukommen, zumal ich zurzeit nur Physik und kein Mathe unterrichte. Und wie lange haben Sie gebraucht, wurde er gefragt. Und dann sagt er, 15 Stunden, verteilt auf 3 Tage. Montagabend war ich fertig. Die Schüler wählen zwar nur die Hälfte der Aufgaben aus, aber sie hatten auch nur 5 Stunden Zeit dafür. Ich habe also länger gebraucht, als ihnen Zeit gegeben wurde. Also wenn dein Prüfer länger für deine Aufgaben braucht, als dir für die Bestnote zugestanden würde, finde ich, ist das schon so ein bisschen, steckt vielleicht doch ein bisschen was drin, finde ich jedenfalls problematisch. Und sie konnten lange Pausen einlegen, noch mehr zur Zeit zum Denken, ja, fragt dann die Süddeutsche und dann sagt er, es gab noch einen Unterschied, ich hatte die Lösung, ich konnte kiebitzen, also er meinte, mal kurz, ja, spicken. Haben Sie das gemacht? Klar, wenn ich mal nicht weiter wusste, habe ich in den Lösungen geguckt. Das ist, die ist nie umfangreich, aber Anhaltspunkte für die Lösungswege gibt es schon und wenn ich mir noch unsicher bin, ob mein Lösungsweg gangbar ist, rufe ich meine Tochter an, die ist Profi-Mathematikerin. So, also wir haben einen Prüfer des Mathe-Abiturs, kein Schreiber, kein Prüfling, sondern einen Prüfer, der seinerseits feststellt, warte mal, ich brauche für die Aufgaben länger, ja, also ich hätte hier nicht beste Punktzahl erreichen können, vielleicht nicht Martinus 13 Punkte.
Und er hatte den Vorteil, selbstbestimmt zu Hause, ja, also nicht die Prüfungssituation, 5 Stunden am Stück und so weiter, sondern er konnte selbstbestimmt, er hatte die Lösung, musste also nur, ja, den Lösungsweg findet man ein bisschen einfacher, wenn man die Lösung kennt. Und wenn er Fragen hatte, konnte er noch seine Profi-Mathematikerin aus dem Familienkreis anrufen. Und wenn das alles so zusammenkommt, finde ich, weiß auch nicht, dann scheint mir das Mathe-Abitur vielleicht doch ein bisschen schwer gewesen zu sein. Aber wissen Sie, was ich das halte? Weiß, ich halte das für inhuman. Oh Gott. Ja, also dieses Mathe-Abitur-Sachen, so sehr ich dafür bin, die Aufgaben hart, hart, hart zu machen, weil wir mussten auch hart, hart, harte Aufgaben machen, aber vielleicht sollte man hier doch nochmal nachgucken. Also ich finde auch eine 5-Stunden-Prüfung, es ist die längste Prüfung, die es überhaupt gibt. Die begegnet einem nie wieder im Leben. Also sowas wie Mathe-Abitur bereitet dich auf gar nichts vor, Deutsch-Abitur, ja, Leistungskurs-Abitur. Das ist einfach eine Prüfungssituation, die bereitet dich auf gar nichts vor, weil die kommt so nie wieder. Du hast nur nirgendwo 5 Stunden Prüfungssituation. Wird weiterhin so praktiziert. In dem Falle wurde hier mit Umfang um sich geworfen. Vielleicht, keine Ahnung. Also in dieser Radiosendung beim SWR 2 Forum war noch so ein Schüler aus Baden-Württemberg, glaube ich, oder Rheinland-Pfalz. Der meinte so, die werden auch nochmal vorbereitet auf die Art der Prüfung. Die bestehen halt aus 3 Teilen und am Ende gibt es auch nochmal ausdrücklich so ein, das ist ein Transfer, den man hier leisten soll. Da geht es jetzt nicht um die Lösung, sondern da kommt auf jeden Fall was dran, was du in der Schule noch nicht gelernt hast und dann ist die Frage, kriegst du es trotzdem irgendwie hin? Ja, und solche Sachen muss man vielleicht nicht in 5 Stunden langen Sitzungen machen, sondern das reicht dann auch weniger, wenn die Aufgaben dafür cleverer sind oder so, keine Ahnung. Aber vielleicht ist das mal ein Anlass, um das Mathe, das Abitur selbst in seiner langen Sitzungsprüfungszeit einfach mal zu hinterfragen, weil so richtig okay finde ich das auch nicht. Ich hatte meine Geschichts-Abi-Prüfung das Thema DDR. Hm. Das Problem war, dass wir bis zum Ende der Schulzeit mit meinem Geschichtslehrer, wir sind nur bis zum Zweiten Weltkrieg gekommen. Also wir haben, glaube ich, irgendwie Potsdam-Konferenz noch und Gründung DDR und BRD miterlebt. Aber ab 1949 war nichts. Und dann war das die Abi-Prüfung. Ja, das ist halt ein Problem. Das ist einfach, genau. Das geht nicht. Wenn es einen Lehrplan gibt, muss er eingehalten werden. Ich habe es akzeptiert. Ich hatte keine andere Wahl. Ich habe dann, glaube ich, trotzdem irgendwie noch 12 oder so geholt, weil du kannst ja da vieles quasi anwenden, was du aus den Gründen für die DDR und so weiter gelernt hast, aber das war auch scheiße. Aber ich bin jetzt damals, also ich weiß nicht, ob ich damals dann auch eine Petition unterschrieben hätte, weil am Ende war das quasi einfach nur, ja, wir haben das aber nicht geschafft. Ich habe dann zu lange bei dem und dem Thema gebraucht. Ja, wenn Prüfung nicht zum Unterricht passt. Wobei das hier wahrscheinlich, so wie ich es mitgekriegt habe, nicht das Riesenproblem ist, sondern hier war es einfach der Umfang der Prüfung. Also du hast eine 5-Stunden-Prüfung und hast dann eigentlich Aufgaben für 7 Stunden. Also ist doch irgendwie Quatsch. Gut. Wollen wir zur Mobilität kommen? Ja. Gut, ich fange mal an. E-Roller ist ja jetzt gerade ein Thema. Die sollen ja jetzt legalisiert werden. Und ein Problem ist, die haben jetzt in Bamberg zum Beispiel mal 300 E-Roller getestet an erwachsenen Menschen, war ein gutes Testergebnis. Ein Problem ist jetzt, was das Verkehrsministerium von Andi Scheuer durchsetzen will, dass das auch auf dem Gehweg möglich ist und sogar schon 12-Jährige nutzen können. Der politische Streit ist nun, dürfen die Roller auch auf den Gehweg? Oh, Achtung, hallo. Dankeschön. Da ist Ärger programmiert. Verkehrsminister Scheuer will das für leistungsschwächere Roller erlauben, auch schon für Kinder ab 12. Doch im Bundesrat ist die Mehrheit dagegen. Das Land Berlin etwa hält das für gefährlich. Der Gehweg ist ein besonderer Schutzraum für Fußgängerinnen und Fußgänger, Kinder, ältere Senioren. Da haben Tretroller keinen Platz. Wir kritisieren aber auch, dass diese Fahrzeuge in einem Motor enthalten schon ab 12 Jahren erlaubt sind. Üblich ist aber bei Fahrzeugen mit Motoren das Alter 15 Jahre und dafür treten wir als Berlin ein. Ja. Wir reden ja nachher mit Konrad, das haben wir schon vor einer Woche aufgenommen. Da optiere ich dafür einfach wie Fahrräder, ja, auf der Straße. Zack. Ja. Spur anmalen, grün, ist jetzt für Roller. Darf ein Auto nicht mehr drauf fahren. Auf dem Gehweg wird geschoben, nicht gefahren. So, aber so ein Thema, was kann man da als ZDF-Redaktion machen? Man muss mal wieder Oma Erna fragen, man muss mal auf die Straße gehen. Und ich bringe das jetzt einfach nur mit, weil die das vor meiner Haustür gemacht haben. Und das hat mich natürlich angesprochen. Was sagt meine Peer Group? Was sagen meine Nachbarn,
zum Thema E-Roller. Die Autofahrer müssen aufpassen, die Scooterfahrer müssen aufpassen. Ich glaube, das ist kein Problem. Ich finde es gut, dass es gibt. Ich wohne am Alex, ich sage nein. Außengebiete ja. E-Scooter finde ich ist okay, aber nicht auf dem Fußgängerweg, passt überhaupt nicht. Radweg ist zu eng, aber ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Auf dem Gehweg, man hört sie nicht. Und auf dem Fahrradweg weiß ich nicht, ob sie sich da an die Verkehrsregeln halten würden. Ich denke mal, hohe Unfallgefahr. Ich wohne am Alex, ich sage nein. Wobei man sagen muss, wenn die Sonne ein bisschen rauskommt in Berlin, ne, ist Alex voll, dann hat man gar keinen Spaß mehr da. Auch nur irgendwie mit einem Roller rumzufahren. Also, wenn sich zwei Menschen, die in Berlin wohnen, zufällig auf dem Alexanderplatz treffen, dann überlegt jeder 10 Sekunden, was für eine Ausrede man hat, gerade auf dem Alexanderplatz zu sein. No. Ich will nur in den Saturn. Ich will eigentlich nur in die U-Bahn. Ich bin an der Weltzeituhr verabredet. Ich wollte das schon immer mal machen. Ich bin hier nicht absichtlich. Mhm. Ja? Ja. Gut, und jetzt kommen wir zum Thema, was ich gedacht habe, hey, das ist doch Stefan Schulz Thema. Elektro-LKWs, schienenbasiert. Ne? Du willst ja Oberleitung haben. In Schweden werden jetzt, ich sag mal jetzt, Unterleitungen getestet. Lastwagen mit E-Antrieb. Bisher scheitert das an der geringen Reichweite. In der Nähe von Stockholm wird an der Lösung geforscht. Auf der weltweit einzigen Teststrecke für schienenbasierte Elektro-LKW. Fabian Wrede zeigt, wie das funktioniert. Über diese Schiene bezieht der LKW während der Fahrt Strom. Der soll später ausschließlich über erneuerbare Energien gewonnen werden. Ein kostengünstiges und einfaches System. Der LKW kann ohne Probleme wieder aus der Schiene ausscheren. Bislang müssen Elektro-LKW mit tonnenschweren Akkuzellen ausgestattet werden, um längere Reichweiten zu erzielen. Mit dem schwedischen System reichen kleine und leichte Batterien. Kleine technische Frage, diese Schiene steht aber nicht unter Strom dann einfach, oder was? Oder wie genau ist das gesichert davor, dass ein Fußgänger da einfach drauf tritt? Und ich glaube, da muss natürlich Strom drauf sein, aber es wird wahrscheinlich wie bei einer Steckdose sein, dass der Strom fließt erst, wenn A und B. Ja, aber dann muss sich der LKW so richtig einhaken, dann kommt da irgendwie Schmutz rein in diese Vertiefung der Schiene und dann... Ja, darum wird ja getestet. Wir sehen, gucken gleich auf die A5, da ist der Test anders. Mhm. Aber das fand ich hier so, weiß nicht. Also das widerspricht das mal meinem Intuitiven. Ach, schade. Ja. Aber die werden sich ja was dabei gedacht haben. Mhm. Auf jeden Fall will Schweden in Sachen Elektrotechnik auf dem neuesten Stand sein und Deutschland uns was beweisen. Ja, hier emissionsfreier Verkehr. Schweden will und kann. Während Skandinavien voll auf Elektro setzt, ist Deutschland noch Dieselland. 2017 gab es insgesamt 37.606 Erstzulassungen von Zugmaschinen, davon die meisten Diesel. Mit reinem Elektroantrieb wurden ganze 10 Lkw zugelassen. Wie es anders geht, zeigt 10 von 37.000. Ja. Läuft. Wir gucken gleich, wo die 10 fahren. Hier wird schon der Müll voll elektrisch abgeholt. Bis 2035 will Schweden den CO2-Ausstoß um 20% reduzieren. Wir wollen eines der ersten fossilfreien Wohlfahrtsländer der Welt werden. Deswegen setzen wir sehr auf den Transportsektor. Ich finde es wichtig zu zeigen, dass das geht. Dann kann man dem Rest der Welt sagen, seht her, das alles kann man machen. Schweden hat aber den Vorteil, dass es reichen würde, die Autobahnen zwischen Stockholm, Göteborg und Malmö elektrisch umzurüsten. Europaweit fehlt aber ein gemeinsamer Standard für Elektro-Lkw. Ein einheitliches System in Europa wäre fantastisch. Da würde die EU natürlich eine wichtige Rolle spielen. Doch Vorgaben für die Elektromobilität fehlen bisher aus Brüssel. Schweden dagegen will bis 2030 Verbrennungsmotoren bei Neuwagen verbieten. Also wie ich das jetzt gesehen habe. Ich wollte nur, falls wir einen Hörer oder eine Hörerin haben, die sich bei dieser Schienentechnik und die Fragen, die Stefan gerade gestellt hat, auskennt, bitte lasst es uns wissen. Ja, also die Schiene scheint einfach 2 Vertiefungen zu haben. Und dann ist da einfach so ein Ding oben, dass das gleichzeitig frei kratzt und sich von unten den Strom abnimmt. Aber naja, gut, ist ein Testlauf. Testläufe gibt es auch in Deutschland. Diese 10 LKWs mit E-Motor, wo fahren die? Na, sie fahren nicht in Schleswig-Holstein, denn dort gibt es zwar schon Oberleitung, allerdings
sind die LKWs noch nicht da dafür. Also man wollte eigentlich den Testbetrieb starten, aber es durften nur 10 zugelassen werden. Die müssen jetzt hier auf der A5 fahren bei uns. Mhm. Jedenfalls ist die Teststrecke A5, über die ich ja nun auch schon mehrfach sprach, weil ich immer also einmal drunter durchgefahren bin. Sie ist hier Richtung Darmstadt, glaube ich, wenn man in den Süden rausfährt. Und sie ist jetzt in Betrieb. In Hessen ist die erste E-Autobahn Deutschlands in Betrieb genommen worden. Auf einer 5 Kilometer langen Teststrecke können Hybrid-Lkw jetzt in beiden Fahrtrichtungen mit Strom fahren. Dazu koppeln sie sich an eine Oberleitung an und laden so ihre Batterien. 5 Speditionen wollen das bis 2022 testen. Mit dem Feldversuch soll geprüft werden, ob Waren so klimaschonender und leiser auf der Straße transportiert werden können. E-Highway. Ja, der E-Highway. Also, ich finde es eine bemerkenswerte Anlage. Ich finde, die Technik selbst ist sehr bewährt. Alle, also wirklich alle superschnellen Züge, Japan und so, die haben jetzt auch wieder so einen Shinkansen-Nachfolger vorgestellt mit 550 km/h und so ein Kram. Das funktioniert alles mit diesen Stromabnehmern oben. Also, da gibt es anscheinend keine Geschwindigkeitsbegrenzung oder Reibung oder so, ist alles kein Problem. Man kann einfach drunter durchdüsen, tausende Kilometer lang und es funktioniert. Deswegen finde ich das auf einer Straße ganz gut. Mit der Schiene unten, wenn dann, da ist dann Regen und Schnee, keine Ahnung, dann verliert einer Ladung und dann ist da irgendwie Öl drin. Also so, keine Ahnung, was da so alles passieren kann. Oben den Strom abzunehmen, scheint mir irgendwie schlüssig zu sein. Die Anlage zu bauen, gut. Ist halt mehr als, also man kann natürlich auch erstmal Hotspots in Deutschland miteinander verbinden, so wie in Schweden. Den Rest dann mal gucken, aber dass man erstmal die hunderten Autobahnkilometer, die man so insgesamt zurücklegt, es gibt ja Wege, die einfach mehr gefahren werden. Die kann man, mit denen kann man ja anfangen, also alles, was zum Frankfurter Flughafen führt oder so, keine Ahnung. Finde ich schon mal ganz gut, mal gucken, was daraus wird. Und ob man aus einem 5-Kilometer-Test überhaupt irgendwas ableiten kann, was nützlich ist. Aber gut, kann man ja dann durchrechnen. Weitere Informationen zum Thema, bevor wir jetzt gleich talken. In Düsseldorf haben wir doch gelernt, da gibt es jetzt so eine eigene Spur, ne, auf den E-Roller und Fahrgemeinschaft nicht fahren dürfen, aber der Bürgermeister mit seinem Dieselbus dann doch und so. Die CDU-Fraktion hat jetzt, also die Düsseldorfer CDU-Fraktion, ja, hat jetzt gefordert, Parkgebühren für Fahrräder. Es kann doch wohl nicht sein, dass die alle ihre Fahrräder hier mitten in der Stadt abstellen, das kostet jetzt Gebühren. Also manchmal greift man sich an den Kopf, liebe CDU, was soll der Scheiß, wie gesagt, ja, wenn ihr sie wählt oder jemanden kennt, der die wählt, sofort Schläge ins Gesicht, bitte. Wir wählen CDU, CDU, wähl auch du, CDU. Ja, und Schläge ins Gesicht meine ich natürlich metaphorisch. Wer was Lustiges lesen will, alles zum Uber-Börsengang, also größter Fail aller Zeiten, würde ich sagen. Ja, und Fridays for Future war bei der VW-Hauptversammlung. Ich kenne die Rede allerdings nicht. War bestimmt gut. Wird Luisa vielleicht am Montag drüber berichten? Ne? 20. Mai, 19 bis 22. War aber in dem Fall nicht Luisa, sondern jemand anders da. Ja, das... Eine richtige Schülerin, keine Student. Mhm. Nein, alle dürfen sich fürs Klima einsetzen. Kurz nochmal das Thema autonomes Fahren. In Braunschweig wird gerade getestet von der Uni, wie sich denn das autonome Abbiegen managen lässt. Und das fand ich dann ganz interessant. So, wir befinden uns jetzt in der Anfahrt auf die Forschungskreuzung und ich werde jetzt das automatisierte Fahrsystem aktivieren. Forschungskreuzung. Jetzt übernimmt das Fahrzeug automatisiert Gas, Bremse und Lenkung. Ich nehme die Füße vom Pedal, die Hände vom Lenkrad und wir nähern uns jetzt automatisiert der Kreuzung an. Das System kommuniziert dabei mit der Infrastruktur, also mit der Ampel, und empfängt zum Beispiel gerade, dass die Ampel auf Rot gesprungen ist. Wir sehen es jetzt angezeigt. Es ist unübersichtlich an so einer Kreuzung. Die Fahrradfahrer haben grün, der Gegenverkehr auch und man selbst auch. Wer darf nun fahren? Ziemlich schwierig für ein automatisiertes Fahrzeug, das zu entscheiden. Deshalb hat Testfahrer Florian Krauns auch zur Sicherheit immer den Fuß am Bremspedal. Jetzt halten wir an einer virtuellen Haltelinie an. Das Fahrzeug hat erkannt, dass wir Gegenverkehr haben. Und wartet jetzt so lange, bis die Fahrt frei ist. Alleine würde das automatisierte Fahrzeug diese Abbiegesituation derzeit noch nicht beherrschen können. Es ist auf Daten von außen angewiesen. So muss die Situation auf der Straße mit dem Auto vernetzt werden.
Deshalb haben die Forscher diese Kreuzung besonders ausgestattet. Hier sehen wir verschiedene Kamerasysteme. Hier zum einen das System, das so ein bisschen aussieht wie ein Blitzer, ist es aber nicht. Das ist ein Kamerasystem, mit dem wir hauptsächlich Fußgänger und Fahrradfahrer identifizieren können. Und diese Informationen können wir in die automatisierten vernetzten Fahrzeuge schicken, sodass diese wissen, ob sie gerade abbiegen können oder ob da ein Fußgänger gerade quert oder nicht. Ich frage mich, ob die Kameras nur erkennen, ob es ein Mensch ist und ob das schon reicht oder ob er das gerade wortwörtlich gemeint hat. Ja, also da kann ich nur identifizieren, ob das ein Mensch ist, sondern ob das Stefan Schulz ist. Ja, das Problem ist vor allem, wenn dein Auto auf externe Infrastruktur angewiesen ist, um autonom zu fahren, dann ist es auch fast wertlos, weil du müsstest dich sowohl auf die externe Infrastruktur verlassen, sonst bleiben auf einmal alle Autos stehen, ja. Also stell dir mal vor, die Ampel funktioniert nicht mehr und dann kommt nicht ein Polizist und regelt den Verkehr, sondern plötzlich kann gar kein Auto mehr fahren überhaupt, ja. Also das geht natürlich auch nicht. Und die muss natürlich erstmal vorhanden sein als Infrastruktur. Also in der Sicht ist das schon echt problematisch. Und diese Kameras zeichnen den sonstigen Verkehr auf und stellen die Daten ebenfalls in Echtzeit dem Auto zur Verfügung. Dadurch kann das Auto erkennen, wann sich eine Lücke im Verkehrsfluss ergibt. 2,5 Jahre lang haben die Wissenschaftler nun am Linksabbiegen geforscht und gemerkt, das Schwierigste wird wohl sein, dass es künftig ein Nebeneinander zwischen automatisierten und herkömmlichen Autos geben wird. Getrennte Fahrspuren könnten eine Lösung sein. Ja. Mhm. Darum ist halt 5G so wichtig. Dort, wo 5G und Glasfaser ist, entsteht Leben und Wachstum. Und wo es fehlt, hat man kaum eine Perspektive. Ranga Yogeshwar ist ja auch nochmal in so einer Reportage, die er irgendwie gemacht hat für das Digitale. Wir wissen ja, alle Fernsehleute gehen mal irgendwo in Silicon Valley und so. Er hat auch nochmal so ein paar Testfahrten gemacht. Ich habe den Clip jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, der ist auch nochmal interessant, um zu sehen. So richtig gut funktioniert es alles nicht. In der einfachen Laborwelt funktioniert es schon. Doch in der Wirklichkeit sind die Algorithmen hoffnungslos überfordert. Doch die Werbung schert das nicht. Baby, you can drive my car. Mercedes. Bei unseren Testfahrten gab es ausnahmslos eines: Pannen. So. Mal eine unerklärliche Vollbremsung. Auch beim zweiten Versuch. Bei diesem Fahrzeug sind die Sensoren überfordert durch ein am Rand parkendes Auto. Tja. Und hier übersieht das intelligente Auto einen ausscherenden PKW. Und irgendwas nebenbei machen. Gar nicht schlecht. Ich wieder. Das hat jetzt zum Beispiel nicht geklappt. Im Gespräch mit den Entwicklungsingenieuren wird jedem klar, wie groß der technische Aufwand ist, damit ein Auto von selbst fährt. Was ich von vollautonomen Fahrzeugen denke, es würde mich überraschen, wenn es die bereits in den kommenden 10 Jahren gibt. Doch ich wäre genauso überrascht, wenn sie nicht in 20 oder 30 Jahren kämen. Allerdings unterschätzen die meisten den technologischen Aufwand, der nötig ist, um ein autonomes Fahrzeug für alle möglichen Alltagssituationen zu entwickeln. Das ist viel schwerer als angenommen. Ja, also man kann eine Stadt ausrüsten, damit das funktioniert, aber so richtig autonomes Fahren ist es dann nicht. Und schwierig. Weiterhin schwierig. War jedenfalls hier so ein Ausschnitt, wo jemand genauso da saß wie eben in dem Film und dann so erklärt, ja, guck mal, der sieht gerade alles an. Oh, den hat er jetzt nicht gesehen, ja. Und dann fährt einfach nur ein weißes Auto vor dir auf der Autobahn in deine Spur und zack, wärst du reingedonnert. Naja. Gut, wir haben mit Dr. Konrad Götz geredet aus Frankfurt. Er arbeitet beim Institut für sozial-ökologische Forschung, befasst sich mit Mobilität und urbanen Räumen und war sehr interessant. Wir reden über alles Mögliche. Yes, let's go. Viel Spaß. So, wir schalten jetzt nach Frankfurt. Stefan, bei dir um die Ecke wohnt oder arbeitet Konrad Götz. Hallo Konrad. Hallo Thilo und Stefan. So, du arbeitest im Institut für sozial-ökologische Forschung. Kannst du uns mal sagen, was du da machst?
Also Institut für sozialökologische Forschung bedeutet, dass wir sozialwissenschaftliche und ökologische Fragestellungen zusammen betrachten. Also das heißt, wir arbeiten interdisziplinär. Wir trennen nicht das Sozialwissenschaftliche von den technischen Fragestellungen und umgekehrt. Wir sagen, das muss man zusammen betrachten. Und du, ich kann dafür mal ein Beispiel nennen. Also wenn Sie jetzt neue Techniken entwickeln und Sie bringen die einfach auf die Straße, dann werden die ja häufig erstmal nicht akzeptiert. Und so eine Frage ist eine typisch sozialwissenschaftliche. Wie und warum bringt man die Leute dazu, eine gute neue Technik zu nutzen? Habt ihr da schon Antworten gefunden? Also wir haben ja oft über das Elektroauto gesprochen die letzten Monate. Ja, also beim Elektroauto, das ist ein großes Thema. Da sind es mehrere Faktoren. Aber ein Faktor ist, dass die Menschen keine große Nachfrage bisher entwickeln und die Dinger nicht kaufen. Und da gibt es sehr viele Antworten. Die liegen zum Teil in der Technik selbst, aber zum Teil auch in der großen Vorsicht und in der großen Ängstlichkeit der Leute, die meinen, sie bleiben damit liegen, die meinen, das sei noch unausgereift oder die meinen, überhaupt so eine Technik ist noch voller Macken und Mucken und lieber bleibe ich doch beim alten. Und beim 130 Jahre alten Verbrennungsmotor. Der natürlich ein Ablöseding ist, weil vorher gab es ja E-Motoren im Auto. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber das ging ja alles mit E-Motoren los. Habt ihr bei euch im Haus schon eine Haltung dazu, dass Andreas Scheuer als Umweltminister die E-Roller letzte Woche vom Fußweg geschubst hat? Also eine Haltung im Haus haben wir dazu noch nicht entwickelt. Aber man muss sich jetzt erstmal überlegen, dass ja die Fußgänger eine ganz wichtige Fortbewegungsform ist. Ja, die Fußgänger, die Fußwege, das ist eine ganz wichtige Fortbewegungsform. Und man kann sich durchaus überlegen, und vielleicht ist es sinnvoll, dass jetzt sozusagen massig E-Roller auf den Fußwegen eventuell da ein gewisses Chaos anrichtet. Naja, aber es gibt ja einen sehr bekannten Fußgängerforscher, den Jan Gehl in Dänemark. Und der sagt, wenn, dann machen wir das mit Shared Space, dann müssen sozusagen große Räume da sein, in denen die verschiedenen Fortbewegungsformen miteinander stattfinden. Dann geht es, ja, dann geht es zusammen. Aber wenn Sie jetzt, nehme ich mal Frankfurt, Bockenheim, wenn Sie auf diesen schmalen Fußgängern dann da drin noch die E-Roller haben, könnte das zu einer schwierigen Situation führen. Ja, aber die Wende zur E-Mobilität, und ich will jetzt mal beim Roller bleiben und nicht gleich wieder zum Auto kommen. Wir haben ja ab und zu immer mal Zäsuren, wie beispielsweise, wir haben vor 40 Jahren plötzlich Schnellzüge gehabt, die richtig schnell und richtig ausdauernd mit Verkabelung oben fahren. Dann hat man aber zu Kohls Zeiten gesagt, kein eigenes Schienennetz, oder sogar zu Helmut Schmidts Zeiten, kein eigenes Schienennetz, sondern es wird alles integriert auf einem. So, wenn ich jetzt den E-Roller sehe, wie er, was weiß ich, in Austin bei dieser South by Southwest-Konferenz gehippt wird, wie wir dann immer sehen, dass vieles, was dort beginnt, dann die ganze Welt erobert und man in Europa jetzt auch schon überlegt, was macht man mit E-Rollern. Es gibt ja in vielen Städten, Frankfurt ist eine, die ist ganz aussagekräftig dafür, Flüsse und dann Verkehrsnadelöhre über diese Flüsse, also Brücken. So, und da hat man ja in Frankfurt beispielsweise Brücken, die sind 18 Meter breit und davon sind dann 3 Meter für den Fußgängerverkehr, aber 4 Autospuren, die am Sonntag keiner braucht. Alle drängeln sich auf dem Fußweg. Jetzt haben wir E-Roller, die entweder 12 oder 20 oder 25 km/h fahren. Bräuchten wir nicht jetzt ein neues Konzept für einen Fußweg? Und ist Ihr Haus nicht eins, das jetzt die nächsten 30 Jahre auch mal, was weiß ich, die dänische Forschung aufgreift und sagt, okay Leute, wir haben jetzt E-Roller. Wir prognostizieren jetzt einfach mal so und so viel Verwendung, weil die Leute kommen damit wirklich schneller. Sie müssen nicht erst irgendwie das schwere Fahrrad aus dem Keller, sondern man greift zum E-Roller, wie man sich einen Schuh anzieht. Die Einstiegshürde in diese Fortbewegung ist total klein. Also gehen wir mal davon aus, dass das ein Mega-Boom wird. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht ein neues Fußwegkonzept beispielsweise?
ich würde es ein bisschen breiter sehen. Wir brauchen ein neues Raumkonzept. Also für die anstehende Verkehrswende, wozu diese Roller gehören und wozu diverse elektrische Kleinfahrzeuge gehören. Zweispurig, dreirädrig, vierrädrig. Brauchen wir insgesamt ein neues Konzept des Raumes, eine andere Raumverteilung. Und dann wird es schon klappen. Also wenn Sie dem Autoverkehr, wenn Sie es wagen, dem Autoverkehr, sagen wir mal, überall dort, wo es geht, eine Spur wegzunehmen. Also auf den besprochenen Brücken in Frankfurt geht es wunderbar. Und auf sehr vielen Straßen geht es wunderbar. Und es geht überall dort, wo wir in den, ich meine, das muss man sich ja mal überlegen, dass wir in den 1960er Jahren begonnen haben mit dieser Strategie, dass wir 4- bis 6-spurige bis 8-spurige Schneisen durch die Städte hauen. Das Stuttgarter Neckartor ist ja das beste Beispiel, da habe ich gewohnt. Und da können Sie ganz leicht den Raum neu verteilen. Und dann gibt es auch keine Konflikte zwischen Fußgängern, Rollern und Fahrradfahrern, wenn Sie den Raum neu verteilen und sagen, der erste Schritt ist eine Spur frei für alle Null-Emissions-Fahrzeuge. Die kriegen eine eigene Spur. Und dann sind wir einen Schritt weiter. Ich würde nur sagen, wir müssen ein bisschen die älteren, nicht so schnell laufenden schützen davor, dass sie jetzt, sagen wir mal, in einem relativ verblüffenden Chaos mit Rollern, Fahrrädern und so weiter gelangen. Aber wenn wir genug Raum haben, dann ist die Gefahr der Konflikte gebannt. Und dann können wir locker sowas Ähnliches wie Shared Space machen. Das heißt, wir teilen uns den Raum zwischen ähnlich sich fortbewegenden, ich sage jetzt mal, Null-Emissionsfahrzeugen. Also es wäre durchaus denkbar, dass wir Fußwege haben, die wir wie Autobahnen in 3 Bahnen einteilen, links für die Überholer, rechts für gemütliches Laufen und Ausfahren. Ich meine, selbst auf einer Rolltreppe gilt rechts stehen, links gehen und es funktioniert ja auch. Und einen Fußweg einfach mal einzuteilen und eben den Radweg vielleicht sogar wirklich auf die Straße zu verlegen, wo er hingehört. Und dann E-Mobilität in allen Formen. Es kommt ja auch, wenn die Leute älter werden, wird ja auch vermehrt bei den Älteren jetzt elektrisch gefahren. Also haben wir ja schon eine Weile diese Rollstühle und so weiter, aber das wird ja auch einen Boom geben demnächst. Muss ja auch alles auf dem Gehweg eigentlich. Ja, es ist eigentlich schon einer. Ich meine, an dem E-Bike-Boom kann man wunderbar sehen, wie sich eine neue Technik ausdifferenziert, wie da jetzt die Konkurrenz und die Kreativität der Entwickler und der Firmen losgeht und wie unterschiedlich die Angebote sind. Und ich war also bereits in den 1990er Jahren gab es bei uns Projekte zu Elektro-Zweirädern und damals war das Image dieser Fahrzeuge, das sind eigentlich keine ernstzunehmenden Fahrzeuge, das ist eher was nur für Alte und war überhaupt nicht schick und jetzt ist es so, dass es sich völlig geändert hat durch diese vielfältigen Angebote und auch natürlich durch eine riesige Nachfrage. Hinsichtlich der Attraktivität. Also es macht Spaß, auf dem E-Roller zu fahren. Welche Konzepte gibt es, um Akzeptanz vom Auto weg? Also gehört ja auch eine Demobilisierung der Akzeptanz des Autos dazu. Welche Konzepte werden da bei Ihnen so ausgebrütet, wie man sowas hinbekommt? Wir duzen uns hier, haben wir doch schon mal gesagt. Konrad, sorry. Also wie sehen so Akzeptanzbeförderungskonzepte bei euch im Haus aus? Also das stärkste Akzeptanzbeförderungskonzept ist, wenn der Raum tatsächlich anders aufgeteilt wird, wenn Sie nahräumlich sich gut fortbewegen können. Das heißt, wenn Sie, also nehme ich jetzt wieder mal die verschiedenen Stadtteile in den, sagen wir mal, in den Gründerzeitvierteln Frankfurt, Stuttgart, München und so weiter. Dort können Sie ja super zu Fuß gehen und mit dem Fahrrad und Roller und so weiter sich fortbewegen. Und wenn das gewährleistet ist und gleichzeitig ein guter ÖPNV da ist, dann haben Sie erstmal so eine Art Grundakzeptanz. Und wenn Sie dann noch die entsprechenden Zielgruppen dort haben, die damit beginnen, ohne Auto gut leben zu können, dann haben Sie so eine Basis. Und dazu kommen muss aber, dass die Kommunalpolitik wirklich ernsthafte Schritte geht in Richtung Abschied vom Auto. Und diese müssen nicht nur gut kommuniziert sein, sondern die müssen mit den Bewohnern
in den Stadtteilen Schritt für Schritt durchgeführt werden, damit nicht hier plötzlich eine neue Planung durchs Hintertürchen kommt und die Leute plötzlich mit Verärgerung und Widerstand reagieren, sondern sie müssen die Planung partizipativ mit den Leuten vor Ort machen. Das klingt jetzt so, als müsste es immer von oben kommen. Aber das genaue Gegenteil ist oft der Fall. Die ganzen Ideen, zum Beispiel des Carsharing, sind ja von unten geboren. Ja? Also das waren ökologische Leute, die angefangen haben, Autos zu teilen. Und solche Initiativen und gute Ideen, zum Beispiel im gemeinschaftlichen Wohnen, gibt es heute viele. Und man muss im Grunde von zwei Seiten die Akzeptanz fördern. Die eine Seite ist, dass sie bei denen, die noch nicht ganz so weit sind und die noch auf ihr Heiligsblechle stehen, dass sie denen die attraktiven Alternativen zeigen, dass sie sie ausprobieren lassen. Aber die es schon anders machen, dass sie das fördern. Und da gibt es viel mehr Initiativen, als man eigentlich glaubt. Also gerade in Berlin, in den Initiativen des gemeinschaftlichen Wohnens, die versuchen das zu koppeln mit Mobilitätskonzepten, und von denen kann man sehr viel lernen. Ja, beim Thema Bewegung von unten, da denke ich immer so ein bisschen auch an Kampf. Also man muss jetzt beispielsweise die Straße zurückerobern. Wenn jetzt, angenommen sonntags, beginnen jetzt Leute, die in Sachsenhausen wohnen, aber mal in die Innenstadt wollen, die würden einfach auf einer Autospur auch zu Fuß in die Stadt gehen. Also sonntags einfach sagen, das ist jetzt unser Weg. Fänden Sie das gut oder würden Sie da auch sagen? Ja, wunderbar. Es ist ja wunderbar. Es gibt ja immer dienstags in Frankfurt, kommen alle Skater, das ist jetzt ja schon uralt, kommen alle Skater. Ich habe das zufällig vor zwei Tagen wieder beobachtet. Ja, es werden plötzlich drei Spuren gesperrt. Das war direkt in der Innenstadt an der Paulskirche. Die Polizei kommt, sperrt drei Spuren. Die Autofahrer hupen, sind verrückt, werden sauer. Dann wird es ihnen erklärt. In dem Moment, wo es ihnen erklärt wird, fahren sie rechts ran, warten, stellen Motor aus, und dann wird relativ lange kommen diese ganzen Skater. Und so könnte man sich vorstellen, Fußgänger, Fahrradfahrer, ja, schrittweise erobern sich den Raum zurück, könnte man sagen. Konrad Huber, du beobachtest eine gute Aktion. Konrad, du beobachtest wahrscheinlich auch die politischen Aktivitäten rund um die Verkehrswende. Jetzt haben wir ja bei der Klimaschutzpolitik Greta, die ja uns immer ermahnt, okay, es gibt das, was notwendig ist zu tun, und das, was politisch möglich ist. Wenn wir nur daran denken, was politisch möglich ist, können wir unsere Hoffnung einstellen. Denn es gibt keine Hoffnung mehr. Wie ist das denn bei der Verkehrswende? Also wo siehst du dort, was notwendig ist und was die Politik nur für möglich erachtet? Ja, also die Politik war ja jetzt über Jahrzehnte eingeklemmt, oder ist es noch, also in dem Totschlagargument Automobilindustrie, Arbeitsplätze plus große libidinöse Besetzung, also lustvolle Besetzung des Automobils durch die User. Und das zusammen hat im Grunde die ganze Situation verfestigt. Also man kann sagen, die über Jahrzehnte war das Auto einfach das Rückgrat der gesamten Mobilität, und das war klar. Und wer das irgendwie angezweifelt hat, ist sofort mit dem Argument der Arbeitsplätze sozusagen stillgelegt worden. Und das war ja auch ein sinnvolles Argument, denn über diese Arbeitsplätze werden ja, über die Steuern wird das ganze Sozialsystem finanziert, das darf man auch nicht vergessen, findet sehr viel soziale Integration statt. Also zunächst mal ist es auch verständlich, dass die Politik sehr, sehr lange so gearbeitet hat und im Grunde heute noch so arbeitet. Die ist immer noch in diesem Modus. Und jetzt ist es langsam unabdingbar, dass diese Verkehrswende stattfindet, aus den verschiedensten Gründen. Ein Grund ist natürlich die Klimapolitik, aber es ist natürlich auch Feinstaub. Es ist aber auch vor allem, weil diese Form der Mobilität mit den individuellen riesigen Autos, die ja in einer Spiralendynamik immer größer, schwerer werden, dass dieses System sich selbst blockiert. Das heißt, es garantiert ja an vielen Ecken keine Mobilität mehr. Und von daher gibt es auch ein Druck vom System aus, die Sache zu ändern. Also nicht nur von außen oder von irgendwelchen Minderheiten, die wollen, dass die Verkehrswende stattfindet.
Aber wie war nochmal die Frage? Aber siehst du, dass die Politik das bereit ist, umzusetzen, was notwendig ist und nicht nur, was sie quasi für politisch für möglich halten? In Sachen Verkehrswende. Ich würde sagen, in den Kommunen, ja, da gibt es Ansätze, da gibt es deutliche Versuche, sehr viele. Es läuft meistens in Pilotprojekten ab, das muss man ehrlich sagen. Aber in den Kommunen gibt es relativ viele Pilotprojekte und wird vieles versucht. Und allein schon dem Carsharing jetzt mehr Platz zu geben und eigene Plätze einzuräumen, ist ein ganz wichtiger Schritt. Der ÖPNV wird tendenziell auch besser. Also der öffentliche Verkehr ist in seiner Qualität. Ich meine, Hamburg strebt jetzt an, einen 5-Minuten-Takt zu machen. Das ist ganz wichtig, dass wir bei der Nutzung des öffentlichen Verkehrs nicht mehr planen müssen, dass wir nicht mehr unbedingt schauen müssen, wann fährt der nächste, sondern dass wir wissen, also wie in Städten, wo die U-Bahn auch wirklich schnell ist, wie in Berlin, da gehe ich ja nicht zur Haltestelle, weil die U-Bahn in 12 Minuten fährt, sondern ich weiß, die kommt 2- oder 5-minütlich. Also das ist ein ganz wichtiger Schritt und sowas läuft in der Politik jetzt so langsam an und hat auch Akzeptanz. Dort, wo es gemacht wird, hat es Akzeptanz. Aber die Politik ist überhaupt noch nicht mutig an einem Punkt. Und das ist tatsächlich darüber zu sprechen, dass wir eine Reduzierung des Autoverkehrs brauchen. Dort an das Thema traut sich die Politik nicht ran. Also das wäre notwendig. Das hat ja Kretschmann in Baden-Württemberg ganz am Anfang seiner Regierungszeit versucht und hat ganz schnell wieder aufgehört. Und der zweite Punkt ist die Verhaltensveränderung. Auch das ist tabuisiert. Die Politik hat Angst davor, darüber zu sprechen, weil sie nicht gerne die Bürger kritisiert. Sie muss ja auch nicht die Bürger kritisieren, aber wir müssen über neue Praxisformen sprechen. Und das ist völlig ausgeblendet bisher bei der Politik. Du sagst ja, dass das Verhalten zu ändern sehr einfach sei. Warum scheut sich die Politik denn da? Es ist, sagen wir mal so, es ist für jeden einfach, der Neues ausprobiert. Aber der erste Schritt ist ja, wenn du Verhalten veränderst, hast du ja erstmal was Ungewohntes. Das ist erstmal ein bisschen mühsam. In der ersten Phase, wenn du deine Fahrt zur Arbeit umstellst auf ein multi-optionales Verkehrsverhalten, also klingt jetzt doof, Kombination von Verkehrsmitteln, das ist ja die Zukunft. Oder das ist auch schon die Gegenwart für viele, aber das ist das, was ansteht. Also Abschied von der Fixiertheit auf ein Verkehrsmittel und kluge Kombination mit elektronischen Mitteln der Verkehrsmittel. Dieser Umstieg, wenn das jemand macht, der bisher immer völlig klar und sagen wir, routinisiert Auto gefahren ist, also in der Routine drin, jeden Morgen, jeden Abend, dann fällt es schwer. Das ist dieser erste Schritt, den man bei jeder Verhaltensveränderung hat, auch wenn Sie Ihr Essen umstellen oder wenn Sie insgesamt einen anderen Lebensstil wollen. Das ist immer schwierig. Also der erste Schritt ist für die, die eine Routine haben, schwierig. Und wenn Sie es dann lernen, dann ist es plötzlich ein Aha-Effekt, den Sie übrigens auch bei Elektrofahrzeugen erleben, dass die Leute plötzlich merken, ach, das macht ja einen Wahnsinn Spaß. Also insofern, es ist schwierig und es ist leicht zugleich, wenn Sie es dann mal gemacht haben. Und diejenigen, die es freiwillig machen, die sagen so, ich stelle jetzt um, für die ist es immer leicht, weil die wollen es ja, die haben innere Motive und da ist es nicht so schwierig. Aber darüber, das in die Kommunikation zu bringen, da scheuen eigentlich alle zurück, kann man sagen. Aber warum? Das hören wir ja immer von den Grünen und den Linken. Das hast du ja gerade angesprochen mit Kretschmann. Warum trauen sich die Grünen das nicht? Ich glaube, die Verhaltensänderung geht sehr stark an einen Grundwert unserer liberalen Gesellschaft. Es ist die Angst, dass die Menschen glauben, es würde manipulativ in ihren Lebensstil eingegriffen. Also das ist meine Interpretation, dass
jeder Eingriff in die Freiheit des Individuums oder das Sprechen über Verhaltensänderung als Eingriff in die Freiheit des Individuums begriffen wird. Und das ist ja in gewissem Sinne auch zu Recht tabu, ja, also wenn es irgendwie manipulativ wäre, es gibt ja eine Diskussion über das Nudging, ob man die Leute per Nudging an der, das Verhalten ändert. Das sind kleine Stupser, wo ich unmerklich zu was hinmanipuliert wäre. Nein, wenn, dann geht es um eine ganz offene Kommunikation der Verhaltensänderung und die ist ja tatsächlich notwendig. Und da fürchtet die Politik, dass sie abgewählt wird, dass sie Macht verliert, wenn sie die Verhaltensveränderung anspricht. Ja, aber kann man nicht so ein bisschen von der Autoindustrie lernen hinsichtlich der Attraktivität des Autos, die begann ja, oder die wird ja nun sehr genährt von so einem Bild, das uns über diese Werbung da, also gezeigt wird einfach. Ja. Das Auto rollt über die Straße und man ist so gut abgeschottet und sicher und gleichzeitig so, es liegt einem die Welt so zu Füßen und so weiter. Wir haben ja auch einen großen Fitnesstrend. Also wenn man jetzt uns, wenn man sich Social Media anguckt, dann sind alle nur noch am Laufen und kümmern sich um Gesundheit und Fitness und so weiter. Liegen da nicht Potenziale drin, um irgendwie zu sagen, wenn du aufs Auto verzichtest, dann tust du was für dich, du tust was für deine Gegend, in der du wohnst und so weiter und so fort. Also liegen da nicht schon so viele Bausteine, die man nur mal in so ein Werbebild eigentlich zusammenbauen müsste? Doch. Ich bin völlig deiner Meinung, die Kommunikation für Behavior Change haben wir gerade zusammen mit der Agora Verkehrswende ein Papier dazu rausgegeben. Die Kommunikation für Behavior Change müsste mit attraktiven Bildern arbeiten und müsste das, was wirklich attraktiv ist, das müsste man nicht erfinden, das wäre ja keine das wäre ja keine Fantasie, sondern diese Erfahrung macht ja jeder, der mehr zu Fuß geht, der mehr Fahrrad fährt. Diese Attraktivität zu kommunizieren wäre möglich. Es wird wahrscheinlich deswegen nicht gemacht oder nicht mit ausreichenden Mitteln und ausreichender Professionalität gemacht. Klammer, es gibt Ausnahmen, Klammer zu, können wir gleich mal drüber reden. Aber es liegt da auch wenig Geld. Die Automobilindustrie hat da natürlich eine Priorität. Je gleicher die Autos werden, desto mehr muss man sie lifestyleig, also nach Lebensstilen, differenzieren und verkaufen. Deswegen wird sehr viel Geld in eine lebensstildifferenzierende Werbung gelegt. Aber im Bereich der Alternativen zum Auto ist natürlich weder bisher die Kreativität so richtig ausgebildet in den Agenturen, die das dann machen würden, noch gibt es genügend Geld. Aber das wäre genau der Punkt, dass wir so ein positives Framing, wie man das jetzt ja neudeutsch nennt, also einen positiven Bedeutungsrahmen um das Thema strickt und damit auch diejenigen gewinnt, die bisher zögern. Mir fällt da gerade was ein, hier zum Thema Frankfurt, so als Idee. Wir haben ja in Frankfurt einen Ironman und einen Marathon, aber die größte Sportveranstaltung ist dieser GP-Firmenlauf, wo in der Stadt sich Unternehmensmitarbeiter, und es ist ausdrücklich, man kann nur als Unternehmensmitarbeiter dort rennen, könnte man, also wäre es nicht denkbar, man macht so ein großes Konzept, man schlägt das irgendwie vor, dass man sagt, der Arbeitsweg als Trainingseinheit. Und dann macht man Gamification draus. Jeder nimmt seine App irgendwie, keine Ahnung, und dann wird miteinander verglichen, wer hat den, was weiß ich, die 3 Kilometer Fahrradweg zur Arbeit am schnellsten bewältigt, wer hat vorher noch eine extra Runde gedreht und so weiter. Man macht da so ein, also nicht nur der Wettkampf, der dann einmal im Jahr stattfindet und die ganze Stadt steht Kopf, sondern man macht das so als Dauerprojekt irgendwie. Gute Idee. Aber wem schlägt man das vor? Ja, also bisher wo ist das Geld dafür, um sowas zu machen? Ja, also es ist bei den Krankenkassen. Stimmt. Die Krankenkassen also, müssen sich mal, im Grunde mit den Kommunen zusammentun. Machen, es muss jemand machen, der einen Gewinn davon hat, der davon etwas gewinnt. Ja. Und da fallen mir zuallererst die Krankenkassen ein, die machen auch sowas im Fahrradbereich. Gibt es sowas von einer Organisation, die jetzt nicht als besonders hip gilt, die AOK. Und die fördert aber zum Beispiel Fahrradfahren zum Arbeitsplatz und macht da sowas Ähnliches, aber wirklich im sehr Kleinen. Im Grunde ist es ja, wenn das mit der gleichen Energie daherkäme wie so ein Firmenlauf, wäre das ja was ganz anderes. Und
es würde auch diese absurde Trennung, also ich finde es eine sehr gute Idee, weil es gibt ja eine ganz absurde Trennung, dass die Leute mit ihrem Bike, mit dem Auto auf den Feldberg fahren und dann dort Sport treiben. Also dass der Sport... Ja. Genau, man fährt erstmal hin mit dem Auto, ja. Und das, ja, man fährt erstmal dahin oder man rennt dann am Wochenende, ja, und den kurzen Weg zur Arbeit fährt man mit dem Auto. Und diese Verbindung wäre sehr gut. Sie hat nur, sagen wir mal, sie hat nur ein ganz kleines Erfordernis und das haben viele Betriebe, fangen damit an. Vielleicht braucht man eine Dusche in der Firma, wenn der Weg lang ist. Ja, man muss irgendwas machen, dass die Leute, die im Business-Kostüm da auftreten müssen, sich wieder umziehen können. Aber das geht. Ja, da ist Frankfurt echt weit. Also ich kenne sehr viele Unternehmen hier, die mit eigenem Fitnesscenter und so weiter und so fort alles, Umkleideräume, Duschen, alles separat haben. Müsste man echt mal überlegen. Wie kommst du zur Arbeit, Konrad? Fahrrad. Aber du bist nicht bei der AOK. Ich habe 5 Minuten von der Wohnung zum Institut und früher hatte ich 7 Minuten. Ich bin es noch näher hingezogen und am Wochenende nutze ich meine Frau hat so eine Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr, da darf ich mitfahren. Die ganzen Dienstreisen laufen mit dem Zug, außer wir müssen nach Afrika oder sowas. Es geht eigentlich ganz gut. Das will ich mal als Brücke nutzen, außer Thilo fragt noch, ja? Ja, ich, weil du ja sagst, du fliegst ganz selten, da fällt mir ja gerade ein, der Schellenhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt ja, oder hat bei Precht gesagt, dass wir eigentlich den innerdeutschen Flugverkehr einstellen müssen, solange es natürlich immer unter der Prämisse, solange es keine alternative Energie für, also statt Kerosin gibt, sodass man sauber fliegen kann. Innereuropäischer Flugverkehr müsste eigentlich auch so weitestgehend eingestellt werden und durch Zugreisen ersetzt werden. Bist du auch der Meinung? Und sind wir da auch wieder bei der Politik, die sich nicht traut, darüber zu sprechen? Also das ist locker möglich. Also aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung vom Umfeld aller Institute, die in diesem Bereich forschen, weiß ich, dass es möglich ist, die innerdeutschen Flüge auf jeden Fall und ins angrenzende Ausland bis zu einem gewissen Grad, also bis zu 800.000 Kilometer geht es mit schnellen Zügen. Und wie gesagt, am Ende der Strecke kann man ja ein Carsharing-Fahrzeug nutzen, falls man aufs Land muss. Das ist aber, sagen wir, dienstlich eher selten. Wenn man das privat muss, gibt es immer die Möglichkeit, am Schluss ein Sharing-Fahrzeug zu kriegen. Ich denke, das wäre gut möglich. Und da im Flugverkehr ist die Politik auch extrem ängstlich. Es ist auch, gilt als Jobmotor in Frankfurt, ist das Fliegen auch ein großes Tabu. Ich denke, das wäre möglich, ja. Ja, dabei hat die Bundesregierung die Erfahrung gemacht, als Air Berlin pleite gegangen ist und ihre 60-Euro Pauschalbuchungen durch Deutschland nicht mehr funktioniert haben, sind irgendwie die Hälfte der Flüge ausgefallen und die Bundesregierung arbeitet trotzdem noch sehr effektiv. Es ist also, da ist eigentlich ein Erfahrungswert drin. Gut, ich wollte, ja. Ja, aber da fällt mir gerade ein, wir propagieren ja hier immer weniger Reisen, mehr Digitalisierung nutzen, ja, anstatt irgendwie zu den Konferenzen zu fahren, ob nun per Flugzeug oder mit dem Zug, warum nicht einfach zu Hause bleiben und das quasi digital per Skype machen und so weiter und so fort. Gehört das nicht auch zur Verkehrswende, dass wir einfach weniger reisen? Ja, gehört dazu, ist auch in vielen Betrieben Strategie, bei uns auch. Telefonkonferenzen sind völlig normal, Skype ist auch normal. Wir müssen einfach sehen, es gibt irgendwas an der Face-to-Face-Kommunikation, da gibt es irgendwas, was unersetzbar ist. An welcher Stelle das einsetzt, weiß ich nicht genau. Aber es gibt Events, wo sie anwesend sind und wo die Atmosphäre, dass sie unter den Leuten sind, mit denen sie reden wollen und hier eine Face-to-Face-Kommunikation haben, wo das noch irgendwie einen sehr starken und positiven zusätzlichen Effekt hat. Und da steckt irgendwie was Unersetzbares drin. Ja, Spontanität und Variation steckt da vor allem drin. Und ich denke, wir können es nicht und sollten es auch nicht komplett ersetzen. Aber wie gesagt,
Ein Haufen Treffen werden schon jetzt durch Konferenztools ersetzt. Und ich denke, man kann da noch ein Stück weitergehen. Man kann sich immer überlegen, wo und wann das möglich ist und wann sozusagen, wenn es Routine ist, wenn es nicht darum geht, die großen Kreativitätssprünge zu haben in einer zum Beispiel wissenschaftlichen Diskussion. Immer wenn es um Routine-Sachen geht, dann ist es durch digitale Instrumente ersetzbar. Eine Frage noch zum Flugverkehr. Glaubst du denn daran oder braucht es eigentlich ehrliche Preise? Ja, also irgendwie nicht mehr per 19 Euro von London nach Berlin fliegen können oder von Berlin nach Mailand mit Ryanair fliegen können, sondern wenn man fliegen will, dann muss man halt 1.000 Euro bezahlen, weil allein 800 Euro der Schaden für die Umwelt ist. Und dann kommt man ja auch schon auf CO2-Steuer und Kerosinsteuer. Glaubst du, dass eine Kerosinsteuer in Deutschland möglich ist oder hat die Bundesregierung recht, wenn sie sagt, das geht eigentlich nur auf europäischer Ebene? Ja, es geht auf national, selbstverständlich. Man sagt gerne, es geht nur auf europäischer Ebene, weil man will natürlich keinen Konkurrenznachteil haben. Das ist ja die Befürchtung. Wenn wir es machen, dass dann die globale Konkurrenz uns mit ihren Preisen die Einnahmen wegschnappt. Das ist ja das Argument. Aber es geht national. Ich denke, es geht national. Und ich würde sagen, erste Schritte dazu sollten gegangen werden. Und ich denke auch, unsere Flughäfen sind hinsichtlich der Konflikte, die mit den Flügen verbunden sind, mit dem Wachstum, auch an ihren Grenzen angelangt. Und es würde überhaupt niemand stören, bei den ganzen Dienstreisen ist es sowieso egal, ob sie die Kerosinsteuer drauf haben oder nicht. Die werden sowieso gemacht. Und ansonsten bei den Privatflügen würde ich sagen, der erste Schritt wäre in der Tat bei Europa, die Preise so zu machen, dass die Bahn wirklich konkurrenzfähig ist. Ja, aber man müsste dann quasi eine CO2-Steuer-äquivalente Abgabe fürs Landen oder sowas abkassieren, oder? Weil das beträfe dann alle, die in Deutschland starten und landen, also im Hoheitsgebiet Deutschland, wo man Steuerhoheit hat, zuzugreifen und abzuschöpfen, das würde dann gelten. Es wäre dann keine klassische CO2-Steuer, also im Sinne von, wir besteuern jetzt das Kerosin, sondern man sagt einfach, die Landegebühr muss jetzt so einen Umweltanteil mithaben und darüber schöpft man dann ab, oder wie wäre so ein Konzept ganz konkret? Also im Flugverkehr bin ich jetzt nicht der totale Experte, muss ich sagen. Aber der erste Schritt wäre ja erstmal die Subventionen zu beseitigen. Der Flugverkehr ist von Mehrwertsteuer befreit. Warum eigentlich? Und ich denke, die Flughäfen haben jetzt schon gestaffelte Preise. Und das ist auch sinnvoll. Und ich würde sagen, man spricht ja immer davon, die Preise sollen die ökologische Wahrheit sagen. Wenn wir gleichzeitig versuchen, über eine Preiserhöhung an den Orten eine Steigerung so einzuführen, dass es eine Steuerungswirkung auf die Leute hat, dann ist es gut. Wo die genau liegt, weiß ich nicht genau. Da gibt es zwischen Ökonomen und Soziologen immer große Diskussionen, wann setzt wirklich eine Steuerungswirkung ein. Aber ich würde sagen, wenn ein konkurrenzfähiges Alternativverkehrsmittel zur Verfügung steht, dann kann man das ja mal experimentell ausprobieren. Ja, gut, dann will ich mal zurück in den urbanen Raum, wo du Experte bist, weil mir brennt eine Frage vor allem unter den Nägeln. Wir haben ja, um mal dieses Bild aufzumachen, so zwei Sachen, die uns im Leben wichtig sind. Eine Wohnung und Mobilität um diese Wohnung herum. So, und jetzt erleben wir ja gerade, dass auf der einen Seite beim Wohnen nämlich wir so eine riesige Katastrophe haben durch, was weiß ich, Verdopplung der Neumieten innerhalb von 10 Jahren und so weiter und so fort. Also vor allem der dichte urbane Raum ist ja davon betroffen. Mobilität ist aber, wie wir es besprachen, noch ziemlich frei, weil einfach jeder besitzt sein eigenes Auto. Also der ist völliger Herr über sein Auto. In Berlin dagegen 85% Mieter. Also da haben viele ihr eigenes Auto, aber nicht ihre eigene Wohnung. Und genau, wenn die Wohnung einem nicht selber gehört, ist das plötzlich ein Megaproblem, weil man will umziehen und dann kostet die Wohnung plötzlich doppelt so viel. Wenn wir jetzt so Mobilitätskonzepte haben, wir haben ja über Sharing und so weiter gesprochen, in dem das Gerät, mit dem man sich fortbewegt, immer weniger das eigene Eigentum ist,
Droht dann nicht sowas Ähnliches wie auf dem Wohnungsmarkt? Also, dass wir irgendwann nachts in 20 Jahren vom Theater nach Hause wollen und weil es gerade regnet und die Nachfrage hoch ist, kostet meine Fahrt nach Hause plötzlich 75 Euro? Du musst es staatlich machen. Gute Überlegung. Flatrate. Na, ich meine, Andi Scheuer hat jetzt den Taxifahrern gesagt, ich will hier wenig tun, Uber lasse ich hier zu und ich habe hier gar nichts dagegen, dass das alles privatisiert wird, was Mobilität in der Stadt betrifft. Wenn man das konsequent weiterdenkt, heißt das ja, in 20 Jahren ist der Nahverkehr so eine kleine Säule für die Pendler, aber wenn man nachts mal nach Hause will irgendwie, dann muss man auf einen privaten Dienstleister zurückgreifen, der das eiskalt ausnutzt, dass es minus 10 Grad sind, weil ich trete die Fahrt dann auch für 75 Euro an. Also ist eine lustige Idee oder sagen wir mal, kann man drüber nachdenken, wenn es da eine wirkliche Knappheit gäbe. Und die ist aber nicht zu erwarten. Wir haben im Moment das gegenteilige Problem in New York und in Deutschland, dass die zusätzlichen neuen Mobilitätsangebote, Sharing-Angebote, Mitnahmeangebote, Uber, eher dazu führen, dass wir ein Überangebot neuer Möglichkeiten, sich fortzubewegen haben und die Leute das obendrauf neben ihrem privaten Pkw nutzen. Also im Moment haben wir eher ein Überangebot, was zu noch mehr Automobilität führt und die Welt, eine Welt, in der sozusagen diese Angebote so knapp werden, dass ich hier ausgenommen werde, weil ich gerade in einer ganz schwierigen Situation kein Fahrzeug bekomme, kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Ja, aber zumal schon jetzt stehen ja die Autos im Straßenraum und sie können schauen, wie weit die sind und sie können sich dorthin bewegen. Also die Situation sehe ich bisher nicht. Also vor 15 Jahren hat man auf dem Wohnungsmarkt in Berlin auch gedacht, ach, hier gibt's keine Knappheit, alles ist zu viel, wir hauen mal die Wohnung für 9.000 Euro das Stück raus. Und jetzt, nur 15 Jahre später, hat man plötzlich so eine Knappheit, dass man Milliarden und Milliarden braucht, um diese Wohnung wieder also zu vergesellschaften, um die Mietpreise ein bisschen runterzuhalten. Und bei der Mobilität, also es gibt ja Rush-Houren und wenn man jetzt sagt, okay, du kannst dir ein Auto für 30.000 plus kaufen oder eben auf so einen Sharing-Dienst zurückgreifen, der sich dann durchmonopolisiert, wie wir das bei Uber und Lyft schon sehen. Also da gibt es doch Marktmechanismen, dass die das einfach ausnutzen, wenn dann, was weiß ich, ja, anderes ausfällt. Na gut, das, und so. Das ist richtig. Also die Gefahr und der Wunsch, das zu monopolisieren, ist da. Also die wollen das monopolisieren und damit die Preise hochsetzen. Das muss aber, da braucht es unbedingt Regulation. Man muss in diesem Markt Konkurrenz erhalten. Man muss auch nicht kommerzielle weiterhin zulassen und denen Chancen geben. Aber wenn Sie, also Sie haben ja vorhin die Elektroroller angesprochen, wenn man sich vorstellt, dass wir flächendeckend überall auch Kleinstfahrzeuge zur Nutzung haben, dann ist es wahrscheinlich schwierig, dort tatsächlich so zuzuschlagen, wie sie es jetzt gemalt haben in dem schrecklichen Bild dieser Monopolisten, die mir plötzlich meine Mobilität sehr teuer machen. Ja, also ich denke da immer so, wenn hier die Eintracht spielt, wo es auch schwierig ist, mit dem Auto ranzufahren, man parkt dann irgendwo kilometerweit weg auf dem Rasen und so weiter. Ich kenne Leute, denen ist es wirklich 100 Euro wert, nach so einem Spiel schnell vom Stadion wegzukommen. Und die geben so einem Taxifahrer einfach 100 Euro, um die 8 Kilometer in die Stadt zu fahren. Und das ist so ein Szenario, wo ich denke, wenn in solchen Städten wie Frankfurt so viele Leute, also in Frankfurt haben einfach viele Leute viel Geld, das sehen wir auch auf dem Wohnungsmarkt. Und die können ja solche Märkte, solche Mobilitätsmärkte dann wirklich kaputt machen. In solchen Momenten, wo es eben drauf ankommt, dass man Mobilität braucht und dann steht halt die Under Class irgendwie eine halbe Stunde an der S-Bahn-Station und die Upper Class lässt sich dafür 100 Euro in die Stadt reinschatteln. Also ich sehe da so eine Gefahr drin, wenn man so das weiterdenkt, was wir jetzt immer wollen, nämlich, dass das Auto nicht mehr einem selbst gehört, sondern, also dass es nicht mehr so viel rumparkt, sondern auch wirklich bewegt wird und dann eben viele sich ein Auto teilen und so weiter, dass da einfach so Mechanismen sind, dadurch, dass es eben so ein physisches Projekt ist, also es gibt sehr viele Nadelöhren in Städten und so weiter und so fort, dass da so eine Gefahr drin steckt, wenn die Räume noch dichter werden und noch mehr Menschen und noch weniger Raum zur Bewegung, dass dann einfach solche Marktmechanismen da auch krasser eingreifen, als wir uns das heute vorstellen können. Okay, kann man drüber nachdenken. Ich denke aber,
Das Beispiel zeigt unheimlich deutlich, dass es auch Grenzen der Sharing-Mobilität gibt. Ich glaube, und das ist auch immer wieder eine große Diskussion, wie weit wird eigentlich diese Sharing-Mobilität gehen? Wie weit ist Eigentum wichtig? Ich glaube, das Beispiel weist darauf hin, dass eigene Fahrzeuge, und das muss kein Auto sein, sondern eigener Elektroauto, ein eigenes Fahrrad, und da ist ja auch ein Riesenfortschritt im Diebstahlschutz und so weiter. Also das ist ein eigenes Fortbewegungsmittel, was Ihnen diesen teuren Zugriff auf Ihre Mobilitätsfreiheit praktisch verbietet oder unterbindet, dass das nach wie vor eine große Rolle spielen wird und dass ein großer Teil der Bevölkerung weiterhin mit einer eigenen Beweglichkeitsgarantie sozusagen rechnen wird und darauf pochen wird. Und deswegen ist es, dass alles Sharing ist und nur noch Dienstleistung, halte ich für unwahrscheinlich. Das ist genau die Frage, die ich stellen wollte. Angenommen, ich will mir jetzt ein Auto kaufen, ja, ich will mir Eigentum anschaffen und es soll ein E-Auto sein. Ich brauche jetzt kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich nach Konrad Götz gehe. Ich habe den letzten Satz nicht verstanden. Ja, also würdest du mir jetzt ein schlechtes Gewissen machen wollen, wenn ich mir ein Auto kaufen will, also ein E-Auto? Ich möchte ein eigenes besitzen. Nein, ich würde mich freuen. Endlich einer, der es macht. Ja, aber ich trage doch nicht zur Verkehrswende bei. Du sagst doch, wir müssen weniger Auto fahren, wir müssen weniger besitzen, wir müssen auf Ride-Sharing, Ride-Pooling umsteigen. Also wir müssen das als ein Stufenmodell sehen. Wir brauchen bessere Autos, also Elektroautos, weniger Autos, mehr Fahrräder, mehr zu Fuß gehen, mehr ÖV, einen besseren ÖV, flexible Systeme. Aber wenn sich jemand ein Auto kauft, dann eben ein besseres Auto. Ein kleines und elektrisches. Ja, also ein kleines und elektrisches, der Markt, das ist ja meine These, dieser Markt ist überhaupt nicht noch gar nicht richtig am Laufen. Ja, deswegen ist sind die E-Bikes ein wahnsinnig gutes Beispiel, weil sich dort zeigt, wie so ein Markt sich entwickelt, wie der kreativ wird und wie sich plötzlich die gesamte Landschaft ändert, auch die Diskurse. Wenn man sich anguckt, die FAZ schreibt jetzt ganze Seiten über Elektrobikes, also dort hat sich radikal was geändert und da geht das Feuerwerk der Ideen erst richtig los. Und bei der Elektromobilität ist es so, dass dieses Feuerwerk noch gar nicht stattgefunden hat. Die Idee ist vor 130 Jahren auf den Markt, also erfunden worden. Die Idee ist da und die Entwicklung hat aber nicht richtig stattgefunden. Am Anfang gab es ja diese bekannten vielen Elektrotaxen in New York und es gab viele Elektroautos. Es war die erste wichtige Technik. Aber dann kam die aus verschiedenen Gründen die Dominanz des Verbrenners. Und wir haben dieses Ideenfeuerwerk, diese Konkurrenz der verschiedenen Konzepte noch gar nicht erlebt. Es gibt jetzt diese ersten Versuche, das bisherige Leitbild der riesigen Rennreiselimousine, des SUV auf die Elektromobilität zu übertragen, was ja völliger Unsinn ist. Ja. Und deswegen völlig richtig, kleine Autos, und das ist ja das, was der Professor Schuh mit seinem Elektroauto versucht und auch vertritt, kleine Autos mit relativ kleinen Akkus, ewig haltbar, denn ich muss die nicht alle durchfärben und in eine Lackierstraße schicken mit einem Alu-Chassis, dann hält das ewig. Ich brauche nicht mehr in diese Verschleißwirtschaft reinzugehen, sondern die Sache ist einfach, hält ewig, kann leicht gebaut werden. Und wir können ein bisschen runterkommen von dieser Spirale des immer schwereren, immer schnelleren, immer stärkeren Fahrzeugs. Ich habe ja die Angst, ich meine, du bist auch kein Fan von Stadtpanzern, aber dass die Elektro-Stadtpanzer uns bald übernehmen. Weil das ist, da gibt es ja die ersten, ja. Also die deutschen Autohersteller, da scheint mir, Porsche, glaube ich, hat jetzt ein Elektro-SUV auf den Markt gebracht oder will einen auf den Markt bringen. Das kann doch nicht in deinem Sinne sein, oder? Nee, das ist, also
Diese Strategie ist die allerfalscheste für eine Verkehrswende. Aus Sicht der Konzerne ist es natürlich verständlich. Das Leitbild ist in den Köpfen und gleichzeitig weiß man, dass man mit großen Fahrzeugen relativ große Gewinne macht und mit kleinen Fahrzeugen geringere. Es ist ja bekannt, dass der Smart bei Daimler nie so richtig in die schwarzen Zahlen gekommen ist. Deshalb ist es sozusagen ökonomisch nachvollziehbar. Aber für eine Verkehrswende und für ein neues intelligentes, nicht nur ökologisch intelligentes Verkehrssystem, völliger Unsinn. Ja, meine letzte Frage wäre, wenn du jetzt ganz in der Gegenwart praktische Umsetzung, welche europäische Stadt hat denn für die deutsche Durchschnittsstadt, die deutschen Städte sind ja alle irgendwie so ziemlich gleich, alle nach dem Krieg so mit sehr viel Raum und sehr viel Grün auch aufgebaut worden. So. Welche europäische Stadt sollte denn für deutsche Städte besonders Vorbild sein? Ja, also alle reisen nach Kopenhagen. Hm. Alle reisen nach Kopenhagen. Das kommt drauf an, welchen Schwerpunkt wir setzen wollen. Wenn wir primär eine super Fahrradstadt wollen, ja, dann ist es wirklich Kopenhagen. Wenn wir eine super ÖPNV-Stadt wollen, dann kann man auch nach Wien schauen. Also das hängt so ein bisschen ab, welche Konzeption von Stadt und von Stadtmobilität Sie haben wollen. Ob wir sagen, okay, also zum Beispiel ist so eine Stadt wie Frankfurt, die ja eigentlich sehr kurze Wege ermöglicht, wäre eine ideale Stadt für eine gute Fahrradstadt. Und da könnte man sich Kopenhagen angucken. Und wenn man sagt, okay, ich will eine Spitzen-ÖPNV-Stadt, dann ist auch an manchen Ecken Berlin schon ein Vorbild. Also wir müssen uns meiner Ansicht nach das Beste aus den Welten zusammensuchen und aus diesem Baukasten die Stadt der Verkehrswende bauen. Also dann vor allem rund ums Fahrrad und rund um, wahrscheinlich dann, wenn du Berlin sagst, den unterirdischen Verkehr. Aber auch rund ums zu Fuß gehen. Also das, was eben der Herr Gehl in verschiedenen Städten verwirklicht hat, also die Qualität des Raumes. Es geht ja, also das entscheidende Stichwort ist ja bei ihm, dass die Aufenthaltsqualität gut ist. Und das heißt, wir brauchen auch Räume, wo man sich zu Fuß gut fortbewegen kann, wo man auch mal stehen kann und sich unterhalten kann, wo ich einen angenehmen Raum habe. In Frankfurt ist das am Main zum Beispiel wunderbar. Und solche Räume brauchen wir auch nicht. Wir dürfen es nicht nur als dynamische Mobilität denken, sondern wir müssen uns das auch vorstellen als Räume, in denen wir uns sinnierend, flanierend und mal sitzend wohlfühlen. In einer alternden Gesellschaft. Jetzt haben wir so oft über Frankfurt geredet und die urbanen Räume. Ich bin Mecklenburger, ich komme vom Land, also vom richtigen Land. Wie ist denn da die Verkehrswende? Also worauf müssten sich meine Eltern einstellen? Die haben immer noch ihr Familienauto, die brauchen das Auto, um zur Arbeit zu kommen. Ladestationen, Elektroladestationen, die kann man sich an einer Hand abzählen in MacPom. Also welche Herausforderungen erwarten uns auf dem Land im Vergleich zur Stadt? Also gerade auf dem Land, es gibt ja eine Riesendiskussion um autonomes Fahren und es ist schwierig offenbar, es in den Griff zu bekommen. Aber es ist eigentlich nicht sinnvoll, dass das autonome Fahren auf der Autobahn A9 primär betrieben wird. Wenn es irgendwo sinnvoll ist, dann könnten wir, also Sharing-Konzepte auf dem Land scheitern ja bisher daran, dass wir zu wenig Nutzungen haben oder dass die Dichte zu gering ist. Und gerade auf dem Land wäre es äußerst sinnvoll, wenn ich mir mein Sharing-Fahrzeug per Knopfdruck holen würde und es würde autonom anzuckeln und mich abholen. Also solche Konzepte kann man sich auf dem Land vorstellen. Ansonsten wird das Auto auf dem Land weiterhin eine große Rolle spielen. Dass der ÖPNV auf dem Land ständig ausgedünnt wird, ist ein Fehler. Auch da kann man von anderen Ländern lernen. Wir könnten sagen, okay, auf dem Land muss es eine Mobilitätsgarantie in einem bestimmten Takt geben. Unter länger als eine halbe Stunde dürfen Sie nicht warten oder eine Viertelstunde, je nachdem, was man da anlegen will. Aber wir müssen eine Mobilitätsgarantie für die Leute auf dem Land zur Verfügung stellen.
Und das müssen wir einfach als Versorgungssystem sehen. Ja? Das muss natürlich bezuschusst werden, aber das ist ein Versorgungssystem, das sich wie Essen und Trinken oder eine Arztversorgung einfach braucht und einfach zur Verfügung gestellt werden muss. Und das kann anders gestaltet werden, wenn wir mit kleineren, wie der öffentliche Verkehr spricht immer von Gefäßen, also mit kleineren Gefäßen, die sich auch autonom fortbewegen können und die gerufen werden können und die vor allem flexibel fahren, die auch die letzte Meile, also die Fahrt nach Hause und wieder zurück, besser bewältigen können. Da sind neue kreative Ideen gefragt, aber die werden zum Teil ja auch schon ausprobiert. Und können wir was von China lernen, von der chinesischen Verkehrswende? Oder müssen wir ein paar Gefahren schon erkennen, weil die scheinen ja weiter zu sein? Ja, also in der Elektromobilität sind die deutlich weiter. Die Chinesen, also was wir vielleicht nicht übernehmen sollten, ist, es wird ja immer gesagt, das große Vorbild, die planen schnell und ziehen das Ganze durch und dann ist es da. Und wir können natürlich auch ein bisschen beschleunigen. Wir sind manchmal wirklich ein bisschen zu langsam. Aber bei uns hat man ja relativ gute Partizipationsprozesse, Bürgerbeteiligungsprozesse, bei denen sollten wir bleiben. Also von den Chinesen sollten wir das durchziehen nach harter Hand, das sollten wir nicht übernehmen. Aber dass man, wenn man einmal beschlossen hat, eine Strategie zu gehen, daran auch politisch konsequent festhält, das kann man eigentlich schon verlangen. Und da würde ich einfach nicht von den Chinesen lernen, sondern von den Schweizern, die eine riesen Routine drin haben, langfristige Ziele, also die vereinbaren Ziele, in einem Konsens unterschiedlicher politischer Fraktionen, dann wird, weil die immer die Befürchtung haben, dass sie in einer Volksabstimmung dann verlieren, dann wird die Bevölkerung systematisch einbezogen und dann können sie Schritt für Schritt dicke Bretter bohren. Und das wäre eher, meiner Ansicht nach, eher das Vorbild als das chinesische, also bei der Planung. Die Schweiz hat vieles. Und das andere, was wir auf keinen Fall übernehmen sollten, ist natürlich der Einsatz künstlicher Intelligenz zur Gesichtserkennung und Steuerung und Bepunktung der Bürgerinnen und Bürger. Das ist so eine Methode des Nudging, die wir in Europa, glaube ich, ablehnen. Weißt du was? Ja. Der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung war diese Woche in der Bundespressekonferenz und hat seinen Tätigkeitsbericht vorgestellt. Und der hat unter anderem davor gewarnt, dass das Elektroauto zu einem neuen Überwachungstool werden kann. Ja, also dass quasi das Elektroauto dem Staat mit einer Blackbox und so weiter alles über mich und meine Fahrgewohnheiten und meine, keine Ahnung, ich habe eine Ampel bei Rot überfahren oder bin im Dorf 60 gefahren statt 50. Siehst du die Gefahr? Ist das... Das ist auf seinem Radar. Das hat mit dem Elektroauto gar nichts zu tun. Ja. Schon heute sind in den, sagen wir mal, relativ hochcomputerisierten Fahrzeugen GPS-Module eingebaut. Dein Hersteller deines Autos weiß theoretisch in jedem Moment, wo du bist. Diese Daten werden einfach für schlechte Zwecke bei uns nicht genutzt. Man könnte diese ganzen Daten dazu nutzen, die Verkehrsteilnehmer dazu zu zwingen, besser zu fahren und dann die Versicherungsprämien danach anzupassen, die Krankenkassenprämien danach anzupassen und damit eine Verhaltensmanipulation herzustellen. Und das tun wir aber nicht, das tun wir in unseren Gesellschaften nicht und wir müssen gut aufpassen, dass wir weiterhin auf dieser Schiene bleiben, dass wir einen sehr starken Datenschutz da bevorzugen und wie gesagt, das könnte man jetzt schon locker mit jedem Fahrzeug machen, wird aber nicht gemacht, weil wir bestimmte Grundwerte in der Gesellschaft haben und an denen eisern festhalten. Ja, also in jedem neuen Auto, das man heute ab Werk kauft in Deutschland, sind mehrere SIM-Karten verbaut, die auch die ganze Zeit funken. Und selbst der Winkel, in dem eine Tür geöffnet wird, wird irgendwie registriert. Wenn man dann nachfragt bei den Autoherstellern, da sagen die, wir wissen nicht, ob wir die Daten nochmal brauchen, aber wäre ja schade, wenn wir sie nicht erheben.
Und dann macht man halt so eine Sammlung pro forma, bei der man dann hoffen muss, dass der gesetzliche Rahmen so bleibt, dass diese Daten niemals irgendwie verwendet werden. Aber sie fallen auf jeden Fall schon mal an. Konrad, ich habe noch ein kurzes letztes Thema, was mich nochmal interessiert, falls du noch Zeit hast. Du bist ja Soziologe. Stefan ist ja auch Soziologe. Ja. Was nützt dir dein Soziologiestudium im urbanen Verkehrssektor bei deiner Forschung? Das würde ich jetzt einfach nur verstehen. Ich bin ja kein Soziologe, kein Akademiker. Naja, erstmal ist die empirische Ausbildung der Soziologen wichtig, wenn sie Befragungen machen und wenn sie jetzt die statistisch auswerten. Vor allem, wenn wir Zielgruppenanalysen machen, wenn wir sagen, okay, ich möchte mal wissen, welche unterschiedlichen Typen sind denn da im Raum, wenn wir Clusteranalysen machen und rausfinden, was es für unterschiedliche Gruppen gibt. Weil wir denken, oder sagen wir mal, meine Art von Soziologie ist, immer in Segmenten zu denken, nie zu sagen, der Mensch oder die Bevölkerung, sondern immer zu sagen, da gibt es die und da gibt es die und da gibt es die und wir müssen einfach in Zielgruppen und unterschiedlichen Lebensstilsegmenten denken. Das ist sozusagen das Grundhandwerkszeug, was einem hilft. Und dann speziell die verstehende Herangehensweise, also das heißt die qualitative empirische Forschung in der Soziologie treibt, da verstehen sie, warum Menschen handeln, wie sie handeln. Also warum sie zum Beispiel bestimmte Leidenschaften für Fortbewegungsformen haben, da ist sehr viel Emotion dabei. Und das kann eigentlich nur eine verstehende Soziologie, das kann keine Technikwissenschaft. Und da hilft ja qualitative Methoden, Gruppendiskussionen, Tiefeninterviews und solche Methoden helfen da sehr. Gab es irgendeine Erkenntnis, die du bei den Qualitätsbefragungen gemacht hast, die dich überrascht hat? Also wo du was verstanden hast, womit du nicht gerechnet hättest? Ja, wir haben Interviews durchgeführt und früher hieß es doch immer, das Auto ist ein Statussymbol. Ja, und bei vielen ist es das auch immer noch. Aber als wir dann Leute befragt haben, und es waren vielleicht zufällig, vielleicht nicht zufällig Frauen, die wir mit der Idee konfrontiert haben, ohne Auto zu leben. Und dann haben die gesagt, ja, ich habe mir das schon öfter überlegt und es ging ja auch. Und dann haben wir nachgefragt, ja, und warum geht's denn nicht? Und dann kamen also von unterschiedlichen Leuten Antworten in die Richtung, dann bin ich nicht mehr so richtig drin. Dann bin ich nicht mehr so richtig dabei. Und unsere Interpretation war, aha, das Auto ist nicht so sehr ein Symbol des Status, also des Oben und Unten, sondern eher des Drinsein und Draußensein. Also in bestimmten sozialen Milieus, also sozialen Gruppen, ist es quasi unmöglich, das Auto zu verlassen, weil ich dann nicht mehr dabei bin. Und das fand ich eine sehr gute Erkenntnis. Gut. Konrad, vielen Dank für deine Zeit. Ja, bitteschön, hat Spaß gemacht. Wir finden dich viel zu selten in den deutschen Medien, ist uns aufgefallen. Du bist uns nur bei Dreisat mal aufgefallen, ansonsten so im Heute-Journal, Tagesthemen, finden wir dich leider viel zu selten. Ich bin bei WDR 5 dann untergebracht, ja. Ja, also das ist, sagen wir mal, die Auswahlpolitik der großen Sender ist da, greift ja relativ selten auf Wissenschaftler zurück. Hm. Man versucht vielleicht ja meistens sehr zuzuspitzen und bei den Zuspitzungen wird dann meistens eher auf engagierte Laiendarsteller zurückgegriffen. Vielleicht hört ja die eine oder andere Redaktion hier auch mal wieder zu. Konrad, danke für deine Zeit. Grüße nach Frankfurt. Ja, bitteschön. Vielen Dank. Danke. Ciao, ciao. So, das war Konrad. Ja. Leider nicht kommt auf Twitter. Nach Frankfurt. Hier tobt die Zukunft. Oder Berlin. Oder MacPom. Ja. Nee, wir brauchen hier, ich rufe auf, sonntags bitte die Brücken über den Main einfach zum Fußweg machen. Eine Autospur reicht. Jawohl. Gut, dann wünschen wir euch ein tolles Wochenende. Game of Thrones Finale.
Bundesliga-Finale, was will man mehr? Ja, dann Frankfurt, was los? Eine Woche später. Ich setze auf Frankfurt. Hoffentlich kann Frankfurt in die München Bayern schlagen. Ja. Ja! Na dann. Tut mir leid, Max, aber die Bayern sollten diesmal nicht Meister werden. Wie, warte mal, Bayern spielt noch um die Meisterschaft. Die müssen gewinnen, um Meister zu werden? Ja, wenn Frankfurt Bayern besiegt, dann kann Dortmund Meister werden. Ich dachte, die Bayern, die sind schon durch und es wird so ein, vielleicht besteht eine Chance, aber wenn Bayern wenn noch gewinnen Frankfurt, müssen. Frankfurt muss gewinnen, um in die Champions League zu kommen. Und wenn sie gewinnen, überhaupt international Dortmund, zu spielen. Ja, wenn sie verlieren, dann kann es passieren, dass sie nicht Europapokal spielen. Ja. Egal, das war, hört Rasenfunk, der sagt euch, der sagt alles. Wir sind hier nicht zuständig, das ist nicht unser Bier. Ja, hier beim Rasenfunk sagen sie. Wir kümmern uns. Nicht. Ja. Hier. Also gut. Ich gucke ja, wie gesagt, immer nur Fußball 2000 anstatt die Spiele und das letzte in der Kneipe tat mir schon ein bisschen leid insgesamt. Hm. Gut, am Sonntag gibt es Nico Samsrott bei Junge Naiv, sehr sehenswert. Er ist nicht in Character, sondern ernsthaft. Sehr, ist er sehr in Pulli? Spannend. Ja, klar. Das schon. Ja. Das schon. Ansonsten Montag 19 bis 22 Uhr im Basecamp. Ihr wisst ja Bescheid. Mr. Show und so weiter und so fort. Muss man mit Stefan reden, ob wir das am Dienstag denn hier als Folge nutzen. Wird ja sehr aufwachig. Mhm. Ich hatte noch eine Woche lang dran gearbeitet, jemanden zu besorgen, womit ich dich locken könnte, hinzukommen, damit du der oder diejenige interviewst. Aber hat leider nicht geklappt. Wir quatschen drüber, ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag hier zu einer normalen Aufwachenfolge. Yes. Und Freitag, wie gesagt, in Heidelberg beim Symposium. Genau, 1000 Fragen. Also das heißt heidelberger-symposium.de und ist am Freitag um 14.45 Uhr für anderthalb Stunden. Hm. Kostet, glaube ich, 18 Euro Eintritt oder so. Ja, ich habe mich gestern geärgert beim Anwaltstag. Ich habe ja auch hier gesagt, komm vorbei. Hätte 120 bis 220 Euro gekostet. Ja, ist teuer. Ja. Es war ein lustiges Panel. Ich habe ja über Fake News im Tatort geredet und es gab einen Professoren Medienrecht aus Dortmund, der Tobias, und der hat mal analysiert die Tatorte der letzten Jahre und im Schnitt machen die Ermittler, ja, um die es ja beim Tatort geht, 3 Rechtsverstöße pro Tatort. Was dazu führt, wenn dieser Fall, den sie ermitteln und lösen, am Ende vor Gericht kommt, wird wegen Verfahrensfehler das Verfahren eingestellt. Ist das immer so gravierend? Ja. Das ist ganz interessant. Ja, irgendwie zum Beispiel keine Belehrungen, keine Rechtsbelehrungen. Ne? Also alles, was sie jetzt uns sagen, kann gegen sie verwendet werden. Passiert oft nicht. Oder irgendwelche Einbrüche, Hausfriedensbrüche. Ja, brauchen wir da jetzt einen Untersuchungsbefehl? Ach, wir machen das einfach so auf die Art. Mhm. Der ist bereit, auch mal in den Podcast zu kommen. Also vielleicht müssen wir mal irgendwann mal mit ihm drüber reden. War sehr interessant. Ja, ich habe ja, wie gesagt, das einen Tatort in meinem Leben gesehen. Ich habe noch gar keinen gesehen. Ja. Wir sind also bestens vorbereitet auf dieses Gespräch. Ja, aber es ging, der Tatort war der Ausgangspunkt. Ich habe auch nochmal gefragt, guck The Wire. The Wire ist das Beste. Ja, da wird erklärt, wie es funktioniert. Und warum man ab und zu auch mal einen Rechtsverstoß als Ermittler machen muss. Ja, das weiß ich nicht. Gut. Folge 381 brauchen wir auf jeden Fall eine Unterstützung. Präsentatoren und was? Produzenten und Produzentinnen. Ihr wisst ja, wie ihr das werdet. Und falls ihr übernächsten Sonntag nicht zu Hause seid, vergesst nicht, wählen zu gehen per Briefwahl. Mhm. Kann nicht schaden. Ihr wisst ja, wir sind hier der CDU-Podcast. Bitte wählen. CDU! Nein. Wählt bloß grün, nicht. Links, DiEM25 oder wen noch? Wen kann man noch wählen? Piraten. Grün, links, DiEM25, Piraten und die Partei. Und die Partei natürlich, ja. Ja, es gibt noch 2 Folgen von uns zur Europawahl. Die Partei mit Samsrott und Volt. Ja. Falls ihr das was sagt. Gut, das war's. Egal, es war trotzdem ein toller Nachmittag. Toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Das war's von uns. Danke nochmal an Konrad Götz und ein schönes Wochenende. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und
Deutschland, alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut. Wir wählen CDU, CDU, wähl auch du, CDU. Die Podcastlandschaft wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Circa 1% der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Die anderen 99% sind Schwarzhörer. Dies sind ihre Geschichten. I did what I did for the good of the realm. The realm. Do you know what the realm is? It's the thousand blades of Aegon's enemies. A story we agree to tell each other over and over till we forget that it's a lie. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao. Vielen Dank. Nur, in Buzzcast ganz vorne ist schon ein Hinweis drin, warum isst man eigentlich immer so viel? Hast du es gelesen? Nein. Können wir ein kleines Quiz machen? Okay, warum isst man eigentlich immer zu viel? Warum fällt einem heute so schwer, einfach mal weniger zu essen? Man muss doch nur seinen Mund zulassen und sich auf dem Sofa setzen und einfach mal nichts essen. Wo ist das Problem? Keine Ahnung, aber ich habe die Regel, sobald ich weiß oder merke, dass ich satt bin, höre ich auf zu essen. Die Geschichte vom Suppenkasper. Der Kasper, der war kerngesund, ein dicker Bub. Und kugelrund. Er hatte Backen rot und frisch. Die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Doch einmal. Ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Am nächsten Tag. Ja, sieh nur her, da war er schon viel magerer. Da fing er wieder an zu schreien. Ich esse keine Suppe. Nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Kasper dünn und schwach. Doch als die Suppe kam herein, gleich fing er wieder an zu schreien. Ich esse keine Suppe, nein. Ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Am vierten Tage endlich gar der Kasper wie ein Fädchen war. Er wog vielleicht ein halbes Lot. Glück auf, aufwachen. Stefan, mein Freund, lass mir dir als Neuläufer sagen, Angriffe von Mäusebussards, das hattet ihr in der letzten Sendung, sind gar nicht so selten. Wobei ich dazu sagen muss, ich spreche da aus einer sehr subjektiven Sicht der Dinge. Und man muss dafür wirklich nicht Ultramarathonläufer sein, wie du es in der letzten Sendung gesagt hast. Ich wohne ja im Luftschutzkurort Gelsenkirchen. Also wir haben hier zwar auch ein bisschen Natur, aber ist jetzt nicht so das typische Gebiet, wo man sagen würde, da lebt Mensch und Mäusebussard dicht beieinander. Aber ich habe hier auch eine Laufstrecke, die will ich zwischen Mai und Sommer nicht laufen, weil dort nämlich seit ein paar Jahren tatsächlich ein Mäusebussard nistet.
Und die, also es wird wohl ein Pärchen sein, die verteidigen ihre Brut. Und in dieser Zeit, also wenn die anfangen da Flugübungen mit ihrem Nachwuchs zu machen, in dieser Zeit werde ich zu 100% von diesen Mäusebussards angegriffen, wenn ich denn daher jogge. Und das ist wirklich nicht angenehm, wie in diesem Bericht gesagt wurde, wenn so ein großer Vogel dich anfliegt. Also zum einen schlägt er so mit den Flügeln, das ist nur so ein bisschen gruselig und ist nicht schlimm, aber wenn er dann wirklich mit den Krallen über deinen Kopf kratzt, ist das wirklich nicht so ganz angenehm. Kleine Anekdote noch, erster Angriff, oder Angriff sollte man wahrscheinlich gar nicht sein, ist ja mehr so eine Verteidigung vom Vogel, er will dich ja nicht wirklich angreifen, du dringst ja nur so in sein gefühltes Territorium ein, liegt bestimmt so sowas wie 5 Jahre zurück. Und ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Also ja, da war ein Vogel, aber warum hat er mich angegriffen? Also was sollte der Grund sein? Ich habe auch im Netz, im Internet, dann nichts dazu gefunden. Und deswegen habe ich mir dabei erstmal nichts gedacht. Ich bin dann da wieder hergelaufen und habe dann festgestellt, dass mir jemand entgegenkam, und zwar mit dem Kinderwagen. Und der wurde nicht angegriffen. Aber ich bin dann die gleiche Strecke, den gleichen Weg gejoggt und mich hat der Vogel wieder angegriffen. Tag später bin ich da wieder her. Da war da ein Fahrradfahrer, der wurde auch nicht angegriffen, aber ich wurde wieder angegriffen. Und in der Woche danach habe ich dann extra einen Umweg gemacht über passenderweise einen Friedhof, der so ein paar hundert Meter von diesem Baum oder von dem Gebiet, wo ich den verortet hatte, entfernt war. Und dann wurde ich wieder angegriffen. Also dachte ich schon, dieser Mäusebussard hat es auf mich persönlich abgesehen. Und ich hatte tatsächlich Angst, dass er herausfindet, wo ich wohne. Aber ich habe dann über die Jahre herausgefunden, dass es offensichtlich dann doch Beobachtung gibt dazu und dass ich nicht alleine bin. Es ist wohl so, dass dadurch, dass der Lebensraum von Mensch und Mäusebussard eben immer enger wird, findet sowas halt auch öfter statt. Der Mäusebussard verteidigt eben sein Brutrevier. Und das kann man hier auf diesem Weg, wo ich immer angefallen werde, auch gut verstehen. Das ist eben ein relativ abgelegener Feldweg, wo relativ wenig los ist. Und wenn ich dann da mal durchkomme, dann fühlt er sich eben gestört. Gelsenkirchen hat da mittlerweile auch ein Warnschild hingebaut, wo drauf steht, Achtung, brütende Greifvögel, Durchgang auf eigene Gefahr. Also das passiert offensichtlich dann doch nicht nur mir. Ich habe dazu gelesen noch, dazu gibt es tatsächlich wenig Studien. Ich habe mal versucht, da wirklich eine wissenschaftliche Studie zu finden. Da gibt es nicht viel zu. Es gibt aber Vermutungen, dass es wohl daran liegt, dass dieses Auf und Ab und das arme Geruder von Joggern die Vögel wirklich so ein bisschen triggert. Deswegen ist dem Menschen mit dem Kinderwagen nichts passiert und deswegen ist auch dem Menschen mit dem Fahrrad nichts passiert. Aber bei mir, wenn ich da durchjogge und eben so auf und ab wippe und mit den Armen wahrscheinlich ruder, dann passiert es mir wirklich in dieser Zeit zu 100%, dass ich da angegriffen werde. Ich schau mal, eigentlich will ich den Vogel nicht so gerne stören, deswegen laufe ich da nicht her. Vielleicht gehe ich da doch nochmal in das Gebiet und versuche euch das mal videografisch festzuhalten. Aber eigentlich lasse ich ihn gerne in Ruhe, denn das ist natürlich die Botschaft. Mich stört das jetzt nicht so. Ich finde es eher ganz cool, dass wir solche Vögel hier in unmittelbarer Nähe in der Stadt haben. Ich suche mir einfach eine andere Laufstrecke für die Zeit. Das ist nämlich der positive Nebeneffekt. Meine Laufstrecke ist dadurch eher länger geworden. Also gut für mein Training. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Guten Morgen. David hier aus Dortmund. Ich klinge etwas asthmatisch, dafür entschuldige ich mich. Ich wollte nochmal sozusagen indirekt weiterführen, das Gespräch, sage ich mal, über dieses Thema ist optimierter Klimaschutz des Individuums neoliberal oder nicht, wobei ich jetzt gar nicht so sehr auf den neoliberalen Aspekt eingehen möchte, sondern in ein ganz praktisches Argument machen möchte. Ich habe mal vor ein paar Tagen probeweise einige CO2-Rechner ausprobiert. Das habe ich vorher nie getan. Warum? Schlichtweg deshalb, weil ich naiverweise davon ausgegangen bin, dass ich mit meinem super geringen Lebensstil im Grunde gar nicht so klimaschädlich leben könne. Das war wohl ein Irrtum. Also
kurz gesagt, bei den ganzen Rechnern, die ich ausprobiert habe, variiert das nur ganz marginal, aber ich würde immer noch etwa 2 Erden verbrauchen, in Anführungszeichen. Also wenn jeder so leben würde wie ich, dann würden wir 2 Erden verbrauchen. Das hat mir Folgendes klar gemacht. Die Selbstoptimierung hat definitiv ihre Grenzen. Bei mir setzt sich das jetzt so zusammen. Ich esse fast kein Fleisch mehr. Ich ernähre mich nahezu vegetarisch. Kann also an der Ernährungsschraube gar nicht mehr so viel drehen. Ich könnte immer noch ein wenig drehen, aber nach den CO2-Rechnern würde das gar nicht so viel CO2 einsparen. Ich versuch's allerdings trotzdem. Ich habe kein Auto. Ich fahre nur Fahrrad. Bus und Bahn nutze ich vielleicht 3-4 Mal im Jahr, wenn so richtig schlechtes Wetter ist. Ansonsten fahre ich wirklich nur Fahrrad. Geflogen bin ich noch nie. Ich wohne in einer sehr kleinen Wohnung, etwas unter 30 Quadratmetern. Jetzt komme ich zu einem Treiber bei mir. Das ist nämlich die Heizungsanlage mit Nachtspeicher und so. Das verbraucht ist tatsächlich ein großer CO2-Treiber. Aber aktuell lässt meine, ich sag mal, studentische Lebenslage es auch gar nicht zu, dass ich mir irgendwie eine andere Wohnung suche mit einem anderen Heizungssystem. Zumindest werde ich hier in Dortmund keine Wohnung in dieser Preisklasse finden, die das erheblich besser machen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls unglaublich gering. Also an der Stellschraube kann ich gerade auch nicht viel drehen. Ja, was kommt dann noch drauf? Die CO2-Rechner rechnen noch eine Grundernährung drauf. Also das, was ich essen muss, um gesund und ausgewogen ernährt zu sein. Das ist so eine Art Fixwert, der wird da pauschal draufgerechnet und an den kann man im Grunde auch nicht ändern, weil wenn ich dann weniger oder schlechter esse, dann bin ich ja nicht mehr gut ernährt und das kann ja nicht zielführend sein. Ja, und dann kommt noch ein großer Wert drauf, nämlich mein Anteil an der Infrastruktur. Also mein Anteil am Energiesystem, mein Anteil am öffentlichen Verkehrssystem, mein Anteil an Straßenbau und so weiter und so fort. Und der macht bei mir auch nochmal einen sehr großen Anteil aus. Und an dem kann ich ja mit direkter Selbstoptimierung auch gar nicht verändern. Das heißt, man hat hier nochmal ein Pro-Argument für die Fridays for Future-Aktion, weil man da nämlich dann offenbar erkannt hat, dass eine Veränderung, eine Verbesserung im nicht ausreichend herbeigeführt wird durch Selbstoptimierung, sondern eben auch zwingend erforderlich macht, dass die Infrastruktur nachhaltiger gestaltet wird. Das bedeutet dann, Entschuldigung, ist noch früh am Tag. Das bedeutet dann, dass dieses Selbstoptimierungsgedöns einfach irgendwann ganz stark an seine Grenzen trifft und das legitimiert wiederum die Demos, die sich ja auch für bessere Infrastruktur und das Einhalten von Klimazielen und so weiter einsetzen. Das nur ganz kurz dazu. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja, hallo, mal wieder eine sehr interessante Folge über CO2 und hier ein kurzer Kommentar zur Abgabe in der Schweiz dazu. 2019 hat man hier 6,40 Franken pro Monat zurückbekommen, sind im Jahr knappe 77 Franken. Die Tonne kostet dort gerade 96 Franken. Das bezieht sich ja auch hier nur auf den Bereich fossile Brennstoffe für Wärme- oder Stromerzeugung. In diesem Bereich verbraucht man in Deutschland so circa 15% des CO2s, was eben bei 10 Tonnen pro Kopf circa 1,5 Tonnen sind. Von diesen 1,5 Tonnen sind dann quasi in der Schweiz 0,8 umsonst, die anderen 0,7 werden dann eben besteuert. Ganz interessant ist hier noch ein dynamischer Mechanismus des Preises des CO2s. 2014 lag der noch bei 60 Franken pro Tonne. Aufgrund nicht erreichter Ziele in der Reduktion des CO2-Ausstoßes stieg der dann über 84 Franken 2016 auf 96 Franken 2018. Da auch wiederum 2016 die Ziele und 2017 die Ziele nicht erreicht wurden. Ganz interessant auch noch, dass die Rückverteilung nicht nur an die Bevölkerung, sondern auch an die Wirtschaft erfolgt.
in der Wirtschaft leider anhand der Lohnsumme in die Rentenversicherung, was dann wohl leider bedeutet, die Banken bekommen die meisten CO2-Abgaben zurück. Das macht wohl nicht so viel Sinn, aber war vielleicht hier das Praktikabelste. Ja, Dankeschön und tschö. Hallo Thilo, hallo Stefan, Henning hier. Ich wurde in eurer letzten Folge ein bisschen getriggert von dem Herumstochern zum Thema Artensterben und welche Arten denn vor den Dinosauriern ausgestorben seien. Deswegen wollte ich mich da als Biologielehrer kurz ein bisschen einmischen. Also eine der wesentlichen Erkenntnisse von Darwin war ja, dass Arten andauernd aussterben. Und das bedeutet, wenn hier vom großen Artensterben, also beziehungsweise dem sechsten Artensterben die Rede ist, dann meint man damit große Aussterbeereignisse, bei denen viele Arten auf einmal aussterben. Im Unterschied zu dem ansonsten permanenten Aussterben, was immer so sukzessive stattfindet. Und als die Dinosaurier ausgestorben sind, eventuell durch einen Meteoriteneinschlag am Ende der Kreidezeit, also vor 60 Millionen Jahren, war das eben eines dieser großen Aussterbeereignisse. Aber es gab davor sehr viele und Beispiele, die man vielleicht auch kennt aus Bilderbüchern oder so, die man mal geschenkt bekommen hat, zwecks Bildung, sind zum Beispiel die Trilobiten, was so frühe Arthropoden, also frühe Insekten oder krebsartige Lebewesen waren, die hunderte Millionen Jahre lang existiert haben und dann nach und nach ausgestorben sind, lange vor den Dinosauriern. Andere Beispiele sind Säugetiere, die ausgestorben sind, bevor der Mensch groß Einfluss genommen hat, zum Beispiel die Riesenfaultiere. Es gibt hunderte Beispiele von Arten, die dominant waren oder auch nicht so dominant waren und dann ausgestorben sind. Zur Unterscheidung von Artensterben und Klimawandel lässt sich noch sagen, dass das derzeitige Artensterben wirklich nur zum Teil auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Also es gibt Arten, die sehr stark davon beeinflusst sind, insbesondere Meeresbewohner zum Beispiel, die von der Erwärmung der Meere betroffen sind, oder kälteliebende Lebewesen, die deren Lebensraum schrumpft, also wie die Eisbären beispielsweise. Aber die meisten Arten, die in den letzten 50 Jahren ausgestorben sind, sind tatsächlich kleine Nagetiere, kleine Vögel und kleine Insektenarten. Und die sind viel, viel stärker von der Intensivierung der Landwirtschaft betroffen als vom Klimawandel. Also 2 Grad mehr stören die im Grunde nicht. Aber die Tatsache, dass der Mensch ihnen durch die intensivierte und mechanisierte Landwirtschaft die gesamten Lebensräume nimmt, hat da sehr viel größeren Einfluss. Insofern macht es schon Sinn, das Artensterben und den Klimawandel zu trennen, da das Artensterben, das wir derzeit beobachten, vermutlich eher von dieser Intensivierung der Landwirtschaft herrührt als von dem Klimawandel, der ja aktuell noch nicht voll durchschlägt. Das mag in der Zukunft anders aussehen, aber derzeit macht diese Unterscheidung absolut Sinn. Ja, vielen Dank für eure Arbeit und frohes Schaffen. Hallo alle zusammen, hier ist der Marc. Ich schicke euch das erste Mal einen Audiokommentar. Erstmal natürlich möchte ich euch alle Aktiven, also Stefan, Tyler, Thilo und Hans grüßen und natürlich auch alle passiven Zuhörer. Ja, zum Thema. Ich habe mir jetzt vorhin die Folge angehört, die vorletzte war das allerdings, zum Thema Niedrigstand des Rheines. Stefan stellte sich ja die Frage, wer vermisst, beziehungsweise er sagte ja, er hat nichts vermisst, ihm fehlt kein Geld dadurch, dass auf dem Rhein 20% des Materials nur noch verschifft werden kann und wo die 5 bis 6 Milliarden Wirtschaftsleistung, die da durch vielen hin sind, war ja im Raum. Und ich kann da jetzt mal nur unsere Perspektive drauf schildern, und zwar: Wir, also in dem Fall mein Vater, ist seit mehreren Jahrzehnten Pächter von verschiedenen Tankstellen hier am Niederrhein und von einer Gesellschaft allerdings, aber halt verschiedene Standorte. Und ja, Benzin, Diesel etc. wird ja hauptsächlich über den Seeweg transportiert, dann bis zu Umschlagplätzen irgendwo an einem Fluss, dort dann umgefüllt in Tanklaster und dann vor die Haustür an die Tankstellen geliefert. Und durch den Niedrigstand des Rheines letztes Jahr hatten wir halt wirklich extreme Probleme, die in der Form auch nicht da waren in den letzten Jahrzehnten. Klar kann es immer mal passieren, dass wir leer sind, weil mein Vater vergisst zu bestellen
oder ich vergesse zu bestellen oder wer auch immer gerade dann da ist, vergisst zu bestellen und dann kommt der Tanklaster mal 3 Tage später und dann kann es sein, dass die Leute bei uns 2-3 Tage keinen Diesel kaufen können. Das kommt aber vielleicht einmal im Jahr vor oder so, maximal, aber dass da wirklich so wie letztes Jahr, da waren wir ungefähr alle 8 bis 10 Tage trocken. Trocken bedeutet wirklich, dass du an der Tanksäule auf den Hahn drücken konntest und da kam wirklich nichts raus. Und das dann teilweise Diesel- und Benzintank. Und das ist wirklich katastrophal gewesen. Leider muss man das so sagen. Im Prinzip, nur um mal so ein paar Zahlen zu nennen, wir verkaufen im Monat pro Station ungefähr so 170.000 Liter Benzin und Diesel zusammen. Und in der Zeit damals, wo der Rhein so niedrig war, und die Tankschiffe uns nicht erreichen konnten, haben uns im Monat ungefähr so 20 bis 30.000 Liter gefehlt. Ja, das ist jetzt kein großer Anteil, aber dennoch merkt man das. Und jetzt muss man sich mal das auf die ganze Relation, auf eine Region vorstellen. Wenn wir den Sprit nicht bekommen, bekommen natürlich alle anderen Tankstellen in unserer Umgebung den Sprit auch nicht. Und dann kann man die 20, 30.000 Liter im Monat, die da fehlen, mal kumulieren mit, ja, ich mache mir jetzt nicht die Arbeit und guck mal, wie viele Tankstellen es hier in der Umgebung gibt, aber es werden einige sein. Und so kommt man dann auch mal relativ zügig auf eine relativ hohe Zahl. Und wenn man dann bedenkt, wie viele Regionen am Rhein darauf angewiesen sind, dass der Sprit, der Treibstoff halt über den Seeweg angeschippert, dann kriegt man auch ungefähr eine Vorstellung darüber, wie viele hunderttausende Liter in dieser Zeit einfach gefehlt haben. Und die kann man ja dann mal den Umsatz nehmen, den man dann in dem Falle berechnet. Und so kommt man dann, natürlich ist es nicht alles nur Flüssiggas, / Benzin etc. gewesen, aber da kommt schon einiges zusammen. Und für uns war es auf jeden Fall doppelt ärgerlich. Einerseits fehlt uns natürlich ein Umsatz, ein gewisser Teil an Umsatz. Wir müssen Pachten bezahlen etc. Und natürlich auch unsere Lebensunterhalte. Und da fehlt Geld natürlich einfach. Man stellt sich, ja gut, ihr habt natürlich auch nicht immer dieselben Produzenten, nicht immer denselben Income. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich mit so einer normalen Niedrigphase eures Geldflusses schon zurecht sein. Ihr habt natürlich noch Nebeneinkünfte, aber für jemanden wie mein Vater, der darauf angewiesen ist, dass er den Sprit verkauft, ist sowas natürlich total ärgerlich. Abgesehen davon hat man mit den Gesellschaften auch noch Verträge, wo man halt Boni bekommt für eine gewisse Anzahl verkaufter Liter. Und ja, dann gibt es natürlich tatsächlich auch noch Wettbewerbe unter den Stationen. Das heißt, in der Region, wer verkauft in einem gewissen Zeitraum, in einer gewissen Region die meisten Liter Benzin. Und dann werden die beispielsweise zu Reisen eingeladen von der Gesellschaft. Also da hängen halt schon viele Sachen mit dran, die man natürlich so nirgendwo zu hören bekommt. Deswegen habe ich mir gedacht, ist es der angemessene Zeitpunkt, vielleicht auch mal einen Hörerkommentar zu machen. Ansonsten, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe. Ansonsten kommt noch ein Nachtrag. 5 Minuten reichen auch. Ich danke euch für alles. Vielleicht kommt zwischendurch nochmal ein Hörerkommentar der Kritik. Manchmal bin ich nicht mit allem einverstanden, aber das ist ja auch gut so. Man muss ja nicht immer einverstanden sein. Grundsätzlich finde ich eure Arbeit richtig und wichtig. Auch für Deutschland. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Hallo Thilo, hallo Stefan. Ich habe 2 Kommentare. Das erste ist zum Breitbandausbau. Hier in Bamberg hat vor ein paar Jahren zusammen mit einem relativ kleinen Provider, soweit ich weiß, die Stadtwerke haben angefangen, Bambit anzubieten. Schöner Name. Und es war früher immer so, dass die Hackordnung so in der Stadt war, Telekom, wenn das nicht anders geht. Ansonsten, wer Kabel hatte, ich hatte früher Kabel, das ist dann ja Vodafone geworden, hat man Kabel genommen, weil da konnte man ja schon immer 100 Mbit haben. Und dann kam Bambit und die haben jetzt halt auch mal 100 bis 500 Mbit angesagt, weil die halt über die Stromnetze Fiberglas bis an die Kästen gelegt haben. Und du hast halt auf der letzten Meile immer noch die Telekom. Und soweit ich weiß, ist angesagt, dass wenn die das Glasfaserkabel, wenn die das durchgelegt haben mit dem Kupfer bis zum Haus, in 2 Jahren kommen sie hinterher und legen Glasfaser in die ganzen Häuser. Und dann ist bei uns auch ein Gigabit-Welt. Aber das machen die Stadtwerke und anscheinend auch sehr erfolgreich. Und ich hatte letztens eine Störung. Und es ist halt was anderes, wenn du hier eine Bamberger Nummer anrufst, jemand mit freundlichem Fränkisch dran geht und der weiß, hier, ich gehöre hier zur Stadt, ich bin Stromkunde und bin schlecht gelaunt. Das Einzige, was sie nicht haben, ist IPv6. Das ist aber eher so ein Nerd-Problem. Teil 1. Teil 2 zu Fusion.
Als Metaller, als Kleiner, finde ich das sehr interessant. Also die Fusion hat 70.000 Leute, Wacken hat mehr Leute. Wacken ist ein Ding, da geht man davon aus, dass der Zeltplatz die halbe Zeit brennt. Jedenfalls ist das immer so die Legende, ja. Darf mich gerne jemand Jüngeres korrigieren. Früher war das so. Und auf Wacken gibt es keine Polizeistelle, soweit ich weiß. Ja, das läuft alles in Ruhe ab. Kann es sein, dass die Fusion bei gewissen konservativen Menschen den Ruf hat, ein Ausbund des Drogenkonsums und des Drogenhandels zu sein und sie deswegen die Polizei dorthin stellen wollen? Weil, soweit ich weiß, beim Wacken Open Air gab es das Problem nie. Und naja, man kann sich vorstellen, die Metaller trinken jetzt mehr Bier. Aber da werden auch ordentlich Drogen getan. Also es hat, glaube ich, wenig damit zu tun, dass das so viele Leute sind, sondern es hat mehr damit zu tun, dass man den ganzen Drogendelikten an die Karre fahren möchte. Hallo Thilo, hallo Stefan, hallo Aufwachen-Gemeinde. Aufwachen-Podcast 379 im hessischen Ried, Ausbau von Glasfaserkabel, sehr spannend. Ich bin jetzt zwar nicht aus Riedstadt, aber nicht weit davon entfernt, in Gernsheim. Und ja, leider nicht im Ort. Im Ort ist wohl die Versorgung relativ gut. Und das Neubaugebiet, das von uns aus hier fast, das wird sichtbar sein. Das können wir also quasi über die Bundesstraße hinweg sehen. Wird Glasfaser bekommen? Ja, aber das Glasfaser wird natürlich am Ortsrand, sprich an der B44, Umgehung an Gernsheim, leider Halt machen und in den Stockweg, wo wir sind, nicht hin. Also wir haben das vor allen Dingen uns, unser Betrieb hier, Pferdezuchtbetrieb, der Abholkameras in den Abholboxen hat, damit der Chef auch von zu Hause aus Frankfurt mitverfolgen kann, wenn bei uns Fohlen geboren werden, weil dort eben das nicht reichte. Für den Upload mussten wir einen LTE-Router installieren. Das heißt, unsere Telekommunikationsdaten gehen jetzt quasi via Handykarte nach draußen und kommen rein. Und es ist auch keine Aussicht, hier schnelleres Internet zu bekommen, weil es für diese paar Hanseln, die im Stockweg leben, das ist uninteressant. Da ist nichts verdient. Da ist selbst, wie gesagt, das Eckchen Neubaugebiet Gernsheim, was wirklich ein paar hundert Meter weg ist, ja, das ist versorgt und wir sind es eben nicht. Und der Letzte hat eben den letzten beißen die Hunde oder demnächst vielleicht der Wolf. Das war's für mich. So, war nur mal was Kleines, Kurzes heute. Hallo, liebe Aufwachengemeinde. Hier ist der Barki aus Köln und ich möchte einen kleinen Sprechbeitrag zum Festival leisten und ob Polizisten auf ein Festivalgelände gehören oder nicht. Ich war schon auf Festivals, wo ich sagen würde, ja, gut, dass da Polizisten waren. Und ich war schon auf Festivals, wo ich sage, gut, dass hier keine Polizisten sind. Es kommt ganz drauf an. Also es gibt Festivals, wo ich einfach vom Klientel und auch von den konsumierten Drogen her sagen würde, ja, hier ist eine gewisse Sicherheitsgefahr. Das ist eigentlich auf Festivals der Fall, wo die Hauptdroge der Alkohol ist. Also es wird eigentlich auf allen Festivals Alkohol konsumiert. Aber da, wo das hauptsächlich konsumiert wird, auf Festivals, wo die Leute wirklich buchstäblich Alkohol mit dem Schlauch konsumieren, da kommt das immer wieder zu Schlägereien. Das habe ich auch selber beobachtet. Und da ist das sicherlich nicht verkehrt. Aber auf Festivals wie zum Beispiel dem Fusion Festivals oder auf anderen Festivals, wo elektronische Musik läuft und wo es halt nicht hauptsächlich um Alkohol geht, sondern wenn überhaupt, dann, ja, was heißt wenn überhaupt? Ich meine, klar, es werden Drogen konsumiert, aber das sind dann keine Drogen, die aggressiv machen.
Also im Gegenteil eigentlich, das sind dann eher empathisierende Drogen, die vielleicht im Betäubungsmittelgesetz stehen, aber das hat ja nicht unbedingt was auszusagen. Auf jeden Fall auf Festivals, wo elektronische Musik läuft, die haben eine ganz eigene Kultur und allein schon die Präsenz von Menschen in Uniform will einen erheblichen Teil der Erfahrung kaputt machen. Und ich persönlich habe auf Techno-Festivals beziehungsweise auf Festivals, wo ausschließlich elektronische Musik läuft, wie das auch beim Fusion-Festival der Fall ist. Also da habe ich nicht einmal eine Situation erlebt, wo ich sagen würde, ja, hier hätte jetzt ein Beamter stehen müssen und das sehen müssen. Nee, im Gegenteil. Gut, dass die da nicht sind und dass die da nicht sehen, was passiert. Und ich möchte mich herzlichst beim Aufwachen-Team für die enorme Leistung bedanken. Ich persönlich kann Nachrichten nur noch durch die Aufwachen-Brille ertragen. Und da Nachrichten für mich der einzige Zugang zum Weltgeschehen sind, kann man verkürzt sagen, dass ihr, also das Aufwachen-Team, mein Zugang zum Weltgeschehen seid. Und vielleicht würde ich mich gar nicht mehr damit auseinandersetzen, wenn ihr nicht wärt. Für mich seid ihr eine Bereicherung. Danke dafür. Hallo Aufwachen, hier ist Jonathan. Ich wollte eine Frage beantworten von Stefan, zumindest versuchen sie zu beantworten, der in Folge 379 gestellt hat. Warum fordern jetzt alle möglichen Politiker, Steuern zu senken, wenn doch die Prognose ist, dass die Steuereinnahmen gehen in den nächsten Jahren? Die Steuereinnahmen zurückgehen, das liegt ja vermutlich an einem geringeren Wirtschaftswachstum, was der Herr Gatscher da prognostiziert hat. Also die Steuereinnahmen sind ja sozusagen immer ein Prozentsatz des Bruttoinlandprodukts. Und das wächst eben weniger schnell jetzt und deswegen als prognostiziert und deswegen gehen auch die Steuereinnahmen zurück. So, und jetzt haben die Wirtschaftswissenschaftler haben da so Modelle. Und zwar sagen grundsätzlich zwei verschiedene Modelle, das keynesianistische Modell und das neoklassische Modell, das wird dann neoliberal genannt, oft, aber eben in der Wirtschaftswissenschaft ist das das neoklassische Modell, klassisch-neoklassische Modell. Und damit versucht man eben Politik zu machen. Also nur basierend auf diesen Modellen, da gibt man dann eine Zahl ein, so ist das Wirtschaftswachstum, so viel investieren wir, was passiert? So, da beeinflussen sich dann irgendwie alle möglichen Faktoren, also die Arbeitslosen, die Arbeitslosenzahlen, den Gütermarkt, die Produktivität und den Reallohn und die beeinflussen sich auch gegenseitig. So. Und das neoklassische Modell, das kommt eben immer zum Ergebnis, dass wenn man die Steuern erhöht, dass es zu einer Inflation kommt. Beziehungsweise nicht, wenn man die Steuern erhöht, sondern wenn der Staat die Ausgaben erhöht. Ja? Und wenn der Staat eben mehr Steuern einnimmt, dann gibt er auch mehr aus. Also kommt es zu einer Inflation. So. Und das will man nicht. Und das keynesianistische Modell, das kommt eben zu einem anderen Ergebnis. Das sagt, an der Stelle spielt es keine Rolle. Wenn der Staat mehr ausgibt, dann ist es nicht schlimm. Der hat ein anderes Problem, also der hat an einer anderen Stelle ein Problem, aber ist ja gut. Und was es heute gemacht hat, ist das IFO-Institut zu befragen und das ist eben ein neoklassisches Institut. Und was sie auch gemacht haben, ist die CDU zu befragen, die eben auch neoklassisch eingestellt sind, und es ist uns die AfD befragt,
die sind auch grundsätzlich eben noch viel krasser, quasi, wie heißt es, libertär ist eigentlich sozusagen die grundsätzliche, war mal der grundsätzliche Ansatz von denen. Ja, mittlerweile sind sie halt einfach nur noch neonazistisch, aber gut. Also die haben nur Leute gefragt, Stefan hat zumindest nur Leute abgespielt, Antworten abgespielt von Leuten, die eben neoklassisch eingestellt sind. Hätten sie den Fratscher gefragt, der ist eben keynesianistisch eingestellt, hatte dazu eine andere Antwort. Grundsätzlich muss man aber auch immer sagen, bei solchen Sachen, das basiert eben auf mathematischen Modellen, die zwar in sich logisch sind, aber an sich überhaupt nichts mit Realität zu tun haben. Die haben sich irgendwelche Leute in den Anfang des 20. Ende des 19. Jahrhunderts Anfang des 20. Jahrhunderts, egal, mal ausgedacht, um die Wirtschaftswissenschaft irgendwie seriöser zu machen und haben sich an den damaligen physikalischen Modellen bedient. So, die haben einfach die physikalischen Modelle genommen, haben die umbenannt, bisschen umgemodelt. Und es basiert überhaupt nicht auf Evidenz, ja, auf Realität, sondern es ist einfach ein mathematisches Modell, was so Pi mal Daumen manchmal stimmt, ja, manchmal auch nicht. Völlig egal. Die haben beide das Problem, dass sie Wirtschaftswachstum in den Mittelpunkt stellen. Die haben beide das Problem, dass sie die Ökonomikus in den Mittelpunkt stellen. So, und genau. Und ich muss sagen, dass eben mittlerweile fast alle Parteien der Neoklassik folgen, auch wenn es dass fast alle Parteien entweder der Neoklassik oder dem Keynesianismus folgen und selbst wenn du dich auf den Markt beziehst, hast du immer noch Wirtschaftswachstum als grundsätzliche Voraussetzung damit drin. Also das ist leider ganz schön heftig. Wie sehr diese Annahmen, die überhaupt nichts mit einem modernen Menschenbild zu tun haben, verbreitet sind. Naja, gut. Danke fürs Zuhören. Von der kleinen Ausführung. Ich hoffe, es war verständlich. Und andere Wirtschaftswissenschaftler werden sich jetzt wahrscheinlich an den Kopf greifen. Ich habe das nie so richtig im Detail gelernt, immer nur so sozusagen von so einer philosophischen Warte da drauf geguckt. Also insofern nimmt mir meine Unterliertheit nicht übel und korrigiert mich gern. Ciao, ciao. Hallo, liebe Aufwachengemeinde. Hier spricht Tobi. Ich habe mich jetzt nach den ganzen Aufrufen von Stefan auch mal getraut, einen Podcast aufzunehmen. Er heißt Pod to Future, mit einer 2 geschrieben. In dem versuche ich, die ganzen Learnings, die ich aus dem Aufwachen-Podcast, anderen Podcasts und dem Kontakt mit Menschen, die sich für den sozialen und ökologischen Wandel in Deutschland und der Welt einsetzen, zu komprimieren und rüberzubringen. Nebenbei habe ich noch die Möglichkeit, das Entstehen eines Selbstversorgerhofes zu Hause bei mir zu begleiten. Und ich möchte das mit den Hörerkommentaren ein bisschen auf die Spitze treiben. Und zwar, indem ich ganze Folgen mit Hörerkommentaren über bestimmte Themen zulasse. Und es würde mich sehr freuen, wenn ich ein paar schlaue Kommentare von Teilen des Aufwachenrudels zu den anstehenden Problemen und ja, aktuellen Themen bekommen würde. Also hört rein und schaut einfach mal bei pod2future.de vorbei. Viel Spaß noch beim Podcasting und beim Zuhören. Auf bald!